Meine Damen und Herren zum äh, 58. Plankenschnack. Hier zum ha! Spoiler Alert. Wie das gute Stück ja heißt. Den ersten dieses Jahr auf dem ersten. Was? Schon wieder Plankenschnack? Ja, schon wieder Plankenschnack, damit wir im Rhythmus bleiben. Nun, die Gesichter sind ja, glaube ich, schon bekannt, oder? Sind wir neu? Hallo. Hallo. Ich bin nicht, nicht neu. Ich bin alt. <laughs> Verbraucht bist du. Verbraucht, ja. Verbraucht und alt. Nun, schön wieder ein Jahr älter. Aber wir haben ja trotzdem Gast äh, Slav. Ja. Du kennst die die hier, ja, oder? Was? Wie wo? Hi na? Hallo. Ja Was? frohes Neues an euch, weil sonst dann nicht frohes Neues gewünscht haben. Auch frohes Neues an alle die im Chat da draußen sind, die wir noch nicht gesehen haben. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber ja nochmal frohes Neues geht raus. Schönen guten Abend an euch alle. Hi. Na, no. wer bist schön du Schönen Abend. Soll ich mich nochmal vorstellen? <laughs> mal wieder. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie lange wir das machen. <laughs> okay. Gut, täglich grüßt das uh, Slasketer. Ja, hey, also. mal, schönen guten Abend, ich bin Markus, bin äh, irgendwann mal Redakteur gewesen, mache hier Dinge auf Twitch, so mit Gaming, im Slash Slow Run, super langsam. Und ähm, ja, rede gerne über Spiele. Deswegen darf ich hier sein, um halt eine kleine Games-Vorschau zu geben, was so im nächsten Monat eventuell an Spielen oder Nicht-Spielen kommt. Das wird immer kürzer. Ich gut. Irgendwann ist es nur noch ein Satz, <laughs> ich, Hi, ich Ich Slash. Guten Tag. Großartig. Aber ich möchte schon wieder Beschwerde einlegen, du hast schon wieder nur Konsolenspiele rausgesucht. Yes. <laughs> Nein, Spaß beiseite. Slabby und, und Slash machen ja äh, die, die Vorbereitung. Ich habe heute schon wieder nur den Kopf geschüttelt. Aber hey, das ist doch noch nicht Thema. Wie geht's euch? Was habt ihr die letzten äh, Tage so getrieben? Die letzte Woche wohl bemerkt. Hm. Ja, die Woche geht an an, euch beide, weil ich war ja doch schon ein bisschen länger nicht hier. Ich kann ja noch ein bisschen weiter ausholen, dann fangt ihr mal an. Ich spiele nur noch Sims. Ich habe die Sims 4 auf PlayStation 4 entdeckt. Ja, das ist abgespeckte und ja, da gibt es keine Hunde und Tiere und das macht gar nichts. Ich bin so gut entertained, dass äh, so ein kurzer Streamer, 12, 13, 14 Stunden, gar kein Problem, Sims. Ähm, aber ich habe ja auch eine Ausrede, ich als Achievement Hunter, habe ja auch äh, sehr, sehr viele Achievements in Sims zu holen. Von dem her ist das mein Alibi, dass es die nächste Zeit sehr so, viel so, Sims gibt. So sah das aus, als ich das erste Mal Dark Souls Platin gemacht hatte. Da ja. hatte ich auch so irgendwie vier, ja. fünf Zettel, auf denen alles drauf stand, was ich noch machen musste, die ich dann so nach und nach abgearbeitet habe. Ja. Oh Mann. Ja, ich habe da mit, mit den Namen von den Einzelnen habe ich dann hingeschrieben, wer was macht. Und äh, jo, zwischendrin habe ich noch einen von 0 auf 100 Stream gemacht, also ein Stream, in dem ich ein Spiel von. 0% Achievements, auf 100% Achievements spiele. Momentan sind das äh, vorweg äh, vor, vor, vorliebig ähm, Wimmelbildspiele. Oh Gott. oh Gott. Warum, warum ja. kündigst du 12-Stunden-Streams nicht an? Ist das nicht special? Ist bei mir nicht special, nee. Achso. Ich hau auch mal 17 Stunden so, rum. Ich... wieder? Okay. Bäm, ich mach das einfach. Ich <laughs> brauch das nicht ankündigen und vorher Getränke parat stellen und sowas. Und äh, ich gehe einfach zum Kühlschrank und hol welche. <laughs> Hast du nicht unter dem Tisch ein? Ach so, Entschuldigung. Verzeihung. Verzei nee. Bei Sally ist jeder Stream-Special. Die werden einfach so lang. Daniel ja auch mittlerweile, so lange solange wie du nicht schon, schon nicht mehr da warst, ist ja der nächste schon die Special-Aufführung mit Schleppstick. Ja, genau, ich brauche nicht viel zu sagen. Ich habe letzte Woche mich um andere Dinge gekümmert außerhalb äh, der Twitch-Welt. Von daher äh, gezockt habe ich tatsächlich gar nichts. Echt nee. nicht? Ich habe nichts gespielt. Ich habe die letzten zweieinhalb Wochen nichts gespielt. Wenn ich ehrlich sein darf. Außer vielleicht Respekt. kurz Mario Kart, aber das war es auch. Ich, ich habe mal eine kleine Auszeit von Twitch-Videospielen im Allgemeinen genommen und mal mich um ein paar andere erwachsenen Dinge gekümmert. Aber morgen bin ich wieder da und ich freue mich auch schon. Morgen bin ich wieder da. Nee, also das wird auch gut. Ich freue mich auch. Ich freue mich richtig. Ich bin richtig gut gelaunt und ich freue mich richtig morgen wieder loszulegen. Du klingst richtig gehyped, Slavi. Also Ich bin gehyped. Natürlich geht jetzt natürlich wieder die Ach, da reden wir drüber, später drüber. Gut. Die Prüfungszeit ja. geht los. Nee, GDQ geht los. Ja, das wird schön. Nun, äh, Markus, wie war. Ja. Du warst jetzt ja schon. Oh Gott, wann haben wir dich das letzte Mal gesehen? Vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Hm? Und ja, hast ich hast du schon äh, mal ein Spiel durchgespielt, oder? Ja, ja, tatsächlich. Oh. Ich habe ich sogar ein großes, was bei mir relativ schnell ging. Ähm, Assassin's Creed Origins habe ich durchgespielt. Da bin ich mittlerweile fertig. Dann habe ich oder bin ich dran in Xenoblade immer noch. Da nähern wir uns jetzt so den 100 Stunden. Das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern. <laughs> sehr, sehr cooles Spiel. Ich meine, Slavy ist ja schon durch. Wie er das so schnell <laughs> gemacht hat, ich weiß es nicht. Bei mir zieht sich das halt immer wegen Slowruns. Ja, dann haben wir die God of War-Reihe fertig gespielt. Also tatsächlich jetzt den zweiten und dritten Teil, der war ja noch offen. Der dritte ähm, Empfehlung absolut auf der PlayStation 4 geht raus. Ich hatte ihn vor Jahren halt nochmal auf der PlayStation 3 halt gespielt. Und äh, der Unterschied zur PlayStation 4 in Full HD mit 60 FPS ist einfach genial. Super geniales Spiel. Und er hat extrem getriggert für das neue God of War, wenn es denn dann irgendwann kommen sollte. Da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt ist so Wolfenstein die Reihe dafür ins Programm gekommen, dürfte der halt gefallen, ähm, wobei Shooter ist halt nicht so meins. Und dann eben auf PS4 mit Pet Aim, oh Gott, ich treffe gar nichts. Also wir haben mit New Order jetzt halt angefangen und ähm, Last Guardian habe ich angefangen als Vorbereitung für Shadow of the Colossus, was ja auch irgendwann jetzt rauskommt und äh, macht da so ein bisschen die Wege mit Flauschi, der ein bisschen störrisch ist, aber im Endeffekt äh, doch ziemlich knuffig ist. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen äh, Revue passieren lassen, was bei 17 passiert ist. Moped Awards vergeben für die besten Spiele und ähm, ja, das war so die letzten zwei, drei Wochen. Gut. Stark. Ich habe Tag auf gespielt und der Billions fertig. Mehr habe ich nicht gemacht. <laughs> bei dir ist das immer so kurz. <laughs> ja, was soll ich machen? Ich habe jetzt gerade Lust darauf und spiele das viel. Ich habe Tag auf jetzt 250 Stunden gespielt seit Uf. Dezember. Bist du viel zwischendurch? Ich habe noch Hitman durchgespielt. Das war auch noch. Nun, also ich habe so gar nicht viel gemacht, ehrlich gesagt. Wir haben hier noch ein bisschen uns äh, drum gekümmert, um diese ganze Geschichte. Da war ja auch ein bisschen äh, Arbeit involviert in das Ganze und äh, da uns letzte Woche der gute Seele darauf angesprochen hat ähm, und gefragt hat, sag mal, was passiert hier eigentlich? Weil Wir haben euch das ja zum, äh, zu den Brettern des Jahres haben wir euch das ja gar nicht erzählt, was, wieso und warum und den ganzen Pieper-Po. Übrigens, wir haben für die schlechten Kameras äh, keine Lösung. Heute. Heute, noch nicht. Irgendwie, es lässt uns immer im Stich. Also, es ist wunderbar. Aber was wir gedacht haben, wir haben euch dafür schon ein Emote vorbereitet. Der ist sich Pixelbrei. <laughs> Extra für diesen Fall, <laughs> den könnt ihr dann spammen. Ja? Man hört dich nicht, Sali. Was? Jetzt. Bitte. Ah, Pixelbrei, wie originell. Ich finde es fantastisch. Ich auch. <laughs> ich freue mich auf das Emote. Die Emotionen sind wirklich schön. Ja. Die sind Weltklasse. Wir haben das schon so ein paar vorbereitet für euch. Mhm. Ähm, aber was wir eigentlich jetzt am Anfang machen wollen, bevor wir äh, reinspringen in die ganze, ganze Geschichte, äh, Spoiler Alert, kennt ihr ja, wir stellen euch Spiele vor und so weiter und so fort, würden wir euch gerne kurz äh, im ersten Plankenschnack, also im ersten offiziellen Plankenschnack äh, sagen, worum es hier eigentlich geht und warum und wieso. Und ich glaube, wir teilen uns das in, in drei Mann auf und äh, Steffi darf anfangen. Der war natürlich der schon ein bisschen heiß drauf. Ja, ja. Bin ich auf jeden Fall. In <laughs> drei Mal sollte... Soll ich auch noch was sagen? <laughs> der der ist Ich bin nicht vorbereitet. Ich wow. auch nicht. Wann sind wir Hi. denn vorbereitet? <lacht> <lacht> um, der Schuss. Womit, womit soll ich anfangen? Um, wir haben uns überlegt. Um, ich meine, wir machen das jetzt schon seit zwei, über zwei Jahren. Ne? Über zwei, fast zweieinhalb Jahre. Oktober 2016. 10, 15. 15. 15 mhm. haben wir damit angefangen damals und haben immer versucht, uns immer weiter zu steigern und ähm, haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, auch mit immer wieder neuen ähm, Designs, neuen Ideen, die wir reingebracht haben. Und es wurde jetzt mal an der Zeit, das war ja eigentlich was, was wir damals, ich kann mich noch bis heute erinnern, als wir da, uns damals zum allerersten Mal getroffen haben um zu besprechen, wie wir das machen wollen, war, glaube ich, dein Vorschlag, Dizzy, dass wir ähm, durchwandern, durch die Kanäle, also nicht nur bei dir das machen, sondern auch bei mir, damals auch noch bei Garak äh, und immer wieder. Und wir haben eigentlich gesagt damals, nee, wir machen das nur bei dir. Und ähm, jetzt sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir nicht einfach einen eigenen Kanal? Weil ich glaube, mittlerweile kennen uns auch schon genug Leute und dann können wir einfach mal... Ähm, den Schritt wagen und wirklich dieses, diesen Plankenschnack mit dem Namen rüberwandern lassen, woanders hin. Und zwar hierhin, dass es einen zentralen Punkt gibt. Ähm, das heißt natürlich, dass hier wiederum Platz für neue Aktivitäten ist. Und ähm, wir bleiben natürlich weiterhin bei dem, was wir jetzt erstmal gerade machen. Also wir machen weiterhin Anfang des Monats den Spoiler-Alert. Ähm, wo wir euch darauf vorbereiten werden, was so im, im kommenden Monat an Videospielen erscheint. Ähm, wir werden weiterhin in der Mitte des Monats in der Ausgabe uns einen Gast einladen, wo es wirklich zentraler um diesen Gast und das, was er tut, äh, gehen wird oder um spezielle Themen eben mit Leuten, die sich zu diesen Themen auskennen. Also in der Sache wird sich nichts verändern, aber ohne jetzt zu viel Spoilern zu wollen, es könnte natürlich sein, dass es noch ein paar andere Dinge dann noch geben wird in der Zukunft. Um da einzugreifen, dann an diesem Punkt, ähm, ja, warum sind wir hierher gegangen? Einfach, weil wir gewisse Visionen haben von Dingen, die wir noch machen möchten, hier und die wir euch bieten möchten. Und ähm, da wir das nicht mehr blau hinkriegen, das heißt jetzt nicht, dass das hier verpflichtend ist, in, in, gar, keiner, äh, in gar keiner Art und Weise und Form äh, werden wir alle finanziellen Mittel, die hier eingenommen werden, nicht persönlich verwenden, in keinster Weise. Und das wird auch nie passieren, sondern nur ausschließlich für den Plankenschlag verwenden. Nur mal so als äh, zukunftsweisende. Gedanken, den wir hatten, dass wir uns ab und zu eventuell auch mal offline treffen, irgendwo und von dort einen Plankenschnack veranstalten und somit aus der äh, Kasse, sage ich jetzt mal, die Reisen bezahlen und das äh, Ganze drumherum, was dazugehört. Und äh, das werden wir hier mit den Geldern machen. Ich wiederhole extra nochmal und das ist ganz, ganz wichtig. Hier wird kein einziger Cent in unsere Tasche wandern, sondern alles nur für diese Zwecke verwendet. Da das natürlich nicht für sonst irgendwas passieren soll und für nix, haben wir euch Emotes bereitgestellt. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 15 in der 13. Pipeline. 13. 13 in der Pipeline. Also wir sind darauf vorbereitet, dass ihr äh, dafür auch was kriegt. Und ähm, ihr werdet auch in Zukunft eine Menge noch bekommen. Wir arbeiten gerade daran, dass die äh, Podcasts wiederkommen für euch und dieses Mal dann auch so, dass ihr die eventuell auch im Telefon kriegen könnt und so weiter. Also, das ist definitiv in Planung, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das werden wir schnellstmöglich äh, für euch bereitstellen. Wir werden hier auf diesem Channel alle Plankenschnacks bereitstellen. Schnellstmöglich. Wir müssen die jetzt halt, die sind zur Hälfte, dreiviertel schon gesammelt, sind ja schon ein paar. Und dann müssen sie noch hochgeladen werden. Und dann kriegt ihr die hier auch komplett im Vollpaket. Und das wird auch. So, wie auch unter dem Channel steht, weiterhin alles umsonst bleiben. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Das ist alles freiwillig, wie bei uns auf den eigenen Channel. Ähm Selbst Wots werden nicht hinter der Paywall verschwinden genau. oder sonstiges, sondern. Bei YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen, das stand bei uns noch im Raum. Ähm, haben wir jetzt erstmal davon abgesehen, äh, einen Channel aufzumachen, weil, wie gesagt, hier wird alles drin sein und. Könnt ihr das hier gucken? Alle Folgen. Alle 58. Weiterhin. Ja. Juhu. Wir werden jeden zweiten Sonntag hier bleiben. Also das bleibt auch weiterhin genau dasselbe. Genau, diesmal, bitte? Diesmal ist es halt nach einer Woche. Aber es hat auch einen guten Grund, weil wir eben Spoiler-Alert machen, weil wir eine Voraussicht auf den nächsten Monat machen. Es würde keinen Sinn machen, zwei Wochen zu warten, jetzt nach, der, äh, nach den Brettern. Dann hätten wir halt mitten im Monat für den Januar vorhergeschaut, das macht nicht so viel Sinn. Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal machen müssen im Laufe der nächsten Jahre, je nachdem, wie lange wir das hier machen werden. Damit eben der Spider-Alert immer am Anfang des Monats bleibt. Ähm, ja. Und diesmal damit, ist es eben passiert. Damit sollten die Fragen eigentlich geklärt sein, was hier ansonsten passiert? Und warum? Genau. Ansonsten steht unten unterm Stream ja auch noch eine FAQ. Da haben wir das auch nochmal schön zusammengefasst. Ne? Ja, da können wir euch nur ans Herz legen. Da könnt ihr auch alles, also da kriegt ihr auch alles. Dass wir, wir haben alle drei unsere Telefone. Also falls da irgendwie eine Frage reinkommt, dann äh, wird da auch geantwortet. Da wird alles rausgehauen, was ihr braucht. Sozusagen habt ihr jetzt eine zentrale Anlaufstelle für den Plankenschlag. Und nicht ja. bei mir, sondern wir sind jetzt hier zu Hause. Ähm, hallo. <laughs> Guten Tag. Umgezogen. Hallo. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt sie kurz, bevor wir mit dem Spoiler Alert anfangen. Ich muss mich umgewöhnen. Hier ist die Kamera nicht da. Hallo, das. Ja. Also los. Ihr unverschämten Lümmels und Lümmelinen. Nee, die nächste Sendung ist dann in zwei Wochen. Genau. Mit Gast. Nur der Spoiler Alert wurde vorgezogen. Genau. Nächster ist in zwei Wochen. Ja, ja weil, weil die Bretter des Jahres halt eben so ein super Special halt war, was ja dann eben auch schnell raus muss, weil es ja um zwei Sitze ging und sonst immer weiter in die Ferne genau. rückt. Ich finde das großartig. Ich ja. freue mich sehr darüber, dass wir jetzt hier sind. Es steckt ein Haufen Arbeit drin. Und ich finde, das ist toll geworden. Ich freue ja. mich da sehr drüber. Wir haben ja tatsächlich zwei Monate lang gearbeitet. Ja. Das war, wenn es dann hieß, oh, uh, man hat noch zu tun und so... Es ist wirklich, es ist, ist toll geworden. Jo. Stefan Kuh könnte man noch reinschreiben, dass man äh, Fragen über Twitter stellen soll. Steht unten im äh, Overlay drin. Da steht auch der Twitter-Link. Es gibt ja so. jetzt keinen Hashtag mehr, sondern es gibt jetzt einen Account, an genau, den ihr. Genau, ihr bei könnt Twitter jetzt direkt an Plankenschnapp schreiben. Kommt ein paar Monat, dass ein Zuschauer als Gast sein wird. Nee. Wir sind hier nicht im Schlagrampenland. Das ist nicht Domian. Nee. <laughs> Eure Matt-Geschichten könnt ihr woanders erzählen. Eure Matt-Geschichten? Ja. Oh, Matt. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, erzähle ich dir nachher. Warum ist gar nicht mehr dabei? Weil wir uns im Guten getrennt haben vor einem halben Jahr. Dreivierteljahr? Länger. Vor einem Jahr, mhm, ja. ein Jahr? Wir haben uns voneinander getrennt. Das hat ja. nicht funktioniert mehr miteinander. Da waren die Interessen etwas unterschiedlich. Aber wir sind immer noch in Kontakt. Also ich bin noch in Kontakt. Wann kommt Gronk? Keine Ahnung. Der ist, glaube ich, sehr beschäftigt. Das musst du Pandoria fragen. Hm? <lacht> 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 okay. Ja. Also gut. Da ja jetzt so nicht großartig was reinkommt, können wir uns reinschmeißen in die wundervolle Welt von Konsolenspielen. Wow! Yeah, denn Slappy und Markus haben da was vorbereitet. Doch der erste, der erste Eintrag, den finde ich schon mal sehr geil. Also hey, ohne Witz, nee, fang an, ich sag das gleich. Der angefangen kann man sagen, der, der Januar sah Mitte letzten Jahres noch ziemlich geil aus. Also der Januar 2018 und dann wurden halt sehr, sehr viele Spiele mittlerweile verschoben. Und ähm, ja, jetzt ist so am Januar nicht mehr so ganz viel übrig geblieben. Wir haben halt versucht, noch interessante Spiele rauszusuchen. Um, was im Moment tatsächlich richtig hart gepusht wird, ist die Switch. Ich weiß, wird den einen oder anderen vielleicht nicht freuen, der noch keine Switch hat oder auch gar keine Switch will oder gar keine Switch braucht. Aber es kommen verdammt viele Spiele weiterhin für die Switch. Die zwar jetzt mittlerweile schon auf anderen Plattformen verfügbar sind, aber sie kommen jetzt eben auch auf die Switch. Und tatsächlich der erste interessante dieses, äh, Titel dieses Jahres ist halt tatsächlich direkt wieder ein Switch-Titel. Und zwar am 11. Januar kommt Escapes 2. Halt die Fortsetzung vom bekannten Escapes, den es ja mittlerweile eben schon auf Multiplattformen gibt. Kommt eben on the go für die Switch, ähm, dass man unterwegs eben auch noch ausbrechen kann. Und ähm, es folgen eben noch viele, viele weitere Spiele. Wir haben jetzt nur exemplarisch mal halt ein paar rausgenommen, ähm, die halt für die Switch kommen. Also neben First-Party-Titel äh, First für die Nintendo-Konsole kommen jetzt eben auch die Third-Party, also von anderen Entwicklern. Und ähm, das Ding entwickelt sich halt immer wirklich mehr zur richtig, richtig guten Konsole. Also hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber Nintendo hat wahrscheinlich aus den Fehlern von der Wii und Wii U halt gelernt, wo es ja fast nur Exclusives gab. Ähm, mittlerweile auch die anderen und gerade wieder die Indie-Entwickler mit ins Boot zu holen und das Ding brummt. Also, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt von der Konsole, die geht immer weiter nach oben, äh, deutlich halt über die anderen, über den anderen Konsolen in den Verkäufen im Moment. Also von daher, ähm, habt ihr, habt ihr mittlerweile eine Switch? Oder bin ich immer noch der Einzige? Ach, du ich, hast eine Switch. Ich lieb Eugel Dolle mit einer, ja, muss um ich sich auch. zugeben. <laughs> ich stand schon im Laden, und dann, aber hier in der Schweiz war sie noch für, für 380. Und habe ich mir gedacht, nee, warte, bei Amazon ist sie gerade um einiges günstiger kannst du ja mal. Also, ich liebe Euge momentan sehr dolle damit, muss ich zugeben. Ich auch. Also so Bayonetta bin... und so. Mittlerweile, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, hat Nintendo mich schon überzeugt, dass sich das wirklich lohnt, für die Spiele das Ding zu kaufen. Ja. Also, jetzt nicht unbedingt für den Stream, aber so als vielleicht doch Handheld mit beschissener Ergonomie. Man könnte über die Daumenschmerzen hinweg sehen, dass man to go diese Spiele spielen kann. Also... Ja, vor allem, Escape du bist ja auch eben häufiger auch auch unterwegs in, 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 in Zug und Flugzeug ja. und hast ja nicht gesehen. Von daher, on the go halt mit einer Powerbank halt, kannst du eben weiterladen. Das ist halt eben optimal. Boah, geht das mit der Powerbank? Ja, klar. Ja, klar. Ist halt USB-Typ C, Powerbank hm. dran und halt, gib ihm. Ja. Ich bin vor <laughs> Schnell, Weihnachten geflogen. <laughs> ich bin und, geflogen. Und, und, was nach, die nach Polen. Ich hab... Der, der Flieger ist gestartet, ich habe das Ding angemacht, hab ein paar Monde in Mario geholt, Flieger ist gelandet, ich war da. Fertig. Das war der beste Flug meines Lebens. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass der in den, in den Anflug gegangen ist, nur ich hab's erst gemerkt, als er halt gebremst hat, weil er auf den Boden aufgekommen ist. So. Und hab's ausgemacht und hab dann, <laughs> war dann da. 2,99 DC. Also sind so im Moment oh, die nee. Angebote. <laughs> ich hm. kann das gerade nicht, okay? <laughs> ja. Es geht gerade einfach nicht. Warum ist die so attraktiv? Leck mich doch an der Fude. Aber gut, ich wollte nicht unterbrechen. Escape is 2, habt ihr schon gespielt? Ich hab's gespielt, ja, aber ich muss sagen, wartet lieber, bis es einmal draußen ist. Guckt euch die Reviews an, weil das, was ich äh, auf der PC-Variante gespielt habe, ständig abge abgebrochen, wenn ich es im Multiplayer gespielt habe. Und, ähm, mal gucken. Ich habe also, den ob... ersten Teil gespielt. Ja, es ist ein lustiges Spiel, keine Frage. So dieses, dieses, dass es verschiedene Wege gibt, auszubrechen und dass es dann nach Punkten noch bewertet wird und so weiter, das macht echt Spaß, vor allem im Multiplayer. Aber ähm, ich würde abwarten, was die ersten Reviews sagen. Ja, ich hatte halt eben, was, was Levy sagt, direkt, als es rausgekommen ist, habe ich halt ein paar Streams halt gesehen. Ich selbst habe es nicht gespielt, aber die Streams waren halt tatsächlich, wie du schon sagst, relativ buggy. Ich weiß nicht, wie sie es in der Zwischenzeit halt gepatcht haben. Ist jetzt ja tatsächlich die, ursprünglich in, im August halt rausgekommen, jetzt der Re-Release eben für die Switch. Ob sie es halt eben optimiert haben, vielleicht nochmal ein bisschen abwarten. Ähm, ansonsten, ja gut, das Gameplay aus dem ersten halt fortgeführt, redefined. Und dann, wer das erste mochte, halt diese prison architect grafik nenne ich es einfach mal. Ähm, ja, der wird damit wahrscheinlich Spaß haben. Ja. Aber Escape ist zwar, hast du auf hast PC gespielt, Levi, ja? Ja. Ich hatte damit gar keine Probleme. Okay. Ich habe den, den Singleplayer, hab ich, glaube ich, durchgespielt und äh, ich hatte da gar nichts. Also ja, mit dem Singleplayer hatte ich auch keine Probleme. Mit dem Multiplayer. Ach, ach so, okay. Ja, ich habe auch Multiplayer-Streams gesehen, hm, genau. Und ich finde, der Multiplayer macht halt am meisten Spaß bei dem Spiel. Er hat mit Freund anderen 2018, ich bitte dich. Hallo? <laughs> Was mit dir? Jetzt tu nicht so. 2017 hatte ich noch Freunde. Echt? Ja, da ging das noch. Ja, da, da hast du auch noch gestreamt. Jetzt hast du nur noch mich. Jetzt <laughs> nur noch dich, genau. Sehr gut. <laughs> Nun. Ja, das nächste Spiel ist tatsächlich mal ein PC-Spiel. Und oh. zwar ähm, The Nightfall. Kommt am 12. Januar raus, ist ein First-Person-Horror-Spiel. Ob das was wird, kann man letztendlich ja sagen, wenn es draußen ist. Es sieht zumindest interessant aus für alle, die sich halt eben in First-Person gruseln wollen. Ähm, das übliche, wir gehen in ein Haus rum, Horror-Story, könnte ganz interessant werden. Das lebt aber mir gesagt, letztendlich von den Jumpscares, von den Horrorelementen. Vorher kann man halt eben nicht sagen, ob es was wird. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen, aber zumindest fand ich, sah es persönlich interessant oder vielversprechend aus. Und da wir ja nicht so viele Spiele diesen Monat haben, haben wir es einfach mal mit reingenommen. Ähm, mehr weiß man dann erst, wenn es draußen ist, einfach mal die ähm, Steam-Reviews dann eventuell verfolgen, ob es sich vielleicht lohnt für ein paar Stunden gruseln für Leute, die es mögen. Weil ich weiß, ich kam in letzter Zeit großartig was an Horror raus. Ich glaube nicht, ne? Ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Das heißt... Outlast 2 war so mitunter das letzte, glaube ich, was dann auch nicht so gut ankam. Observer. Ja, wobei da waren die Meinungen auch sehr gespalten und mich hat es auch nicht abgeholt. Ich habe auch Streams gesehen und dachte mir, ich schlafe gleich ein. Ich hm. habe ja, so, ich weiß nicht, ist das euer, Gen äh, euer Genre? Horror? Ja. Mhm. -mm. Wenn es gut gemacht ist, das Problem ist, für mich gibt es viel, also wenig gut gemachten Horror und viel Scheißhorror. Also, wenn, wenn mich jemand fragt, was ich für Horror brauche, ich mag eher so dieses Kammerspiel an Horror Richtung Alien Isolation zum Beispiel mal genannt. Das heißt, du hast halt eine gegenwärtige Gefahr. Es passiert eigentlich nichts, aber der Gedanke, es könnte halt was passieren, das ist für mich halt mhm. Horror. Nicht einfach irgendwelche Genitalien abschneiden, Blut in die Kamera spritzen und sagen, ey, Horror, lol. Also, so Saw ist für mich kein Horror, das ist Blätter. <laughs> Ja. Ist, äh, guter Horror ist halt eben selten. Also Until Dawn, würde ich sagen, geht schon so in die Richtung, auch wenn es Splatter-Einlagen hatte. Ähm, aber trotzdem war halt eben mehr oder minder auch viel, was passieren könnte, was nicht dann passiert ist. Die splatter hätten sie weglassen können, meiner Meinung nach. Also ich, ich, ich mag Splatter und Gore spiele ich sehr gerne. Ich habe äh, damit auch überhaupt kein Problem, wenn, wenn das Blut gegen die Scheibe spritzt oder so. Also ich spiele das ganz gerne. Muss ich zugeben. Richtige Horrorsachen ist für mich halt, und das ist für mich mein, das Spiel, wo, woran ich alles messe, ist halt ähm, The Layers of Fear. Und das war für mich wirklich grenzwertig. Also da bin ich so an meine Substanz gekommen. Ich war am nächsten Echt? Tag, ja, ich bin da wirklich, das ist, das war für mich dieses Umdrehen und, und denken so, oh Gott, gleich also ist da was. Und von das, das von der ich Art. Stimme ich dir zu, wie Layers of Fear inszeniert war, aber ich ich, ich fand es ehrlich gesagt zu durchsichtig Echt? Beziehungsweise yeah. äh, letztendlich die Auflösung dann auch zu platt, weil man man wurde vielleicht in viele Richtungen halt geschubst. Ich will jetzt nicht spoilern, was man sich hätte dann vorstellen können, aber im Endeffekt nicht viel. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also Layers of Fear tatsächlich hat bei mir nicht gezündet. Ich Ach, nee, saß extrem. halt relativ gechillt, das war eines der Spiele, die ich sogar mit Pulsmesser gespielt habe und die Leute haben schon gedacht, ey, schläfst du deinem im Stream ein? <laughs> ich Nee, nee. Es tangiert mich halt gerade nicht so. Ich weiß nicht, ist The Evil Within 2 Horror? Zählt das ähm, zu Horror? Geht er in die oh. Richtung des Horrors, die ich mag, ja. Schand, Wobei es nicht ich so großartig. spannend war, fand ich, wie Resident Evil 7. Resident Evil fand ich auch gut, aber nur die ersten zwei Drittel. Der Rest war nicht so toll. W warum? Warum? Du meinst ab, ab dem Schiff? Schiff? Ja, fand ich nicht toll. Das war doch, da war es doch wieder genial. Nee, das war hat schrecklich. Es war super langweilig. Du hast da ja die Waffe, bist da so am Rumeiern, hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ganze Spannung war weg. Das ganze Feeling Hä? war weg. Die Geräusche waren nicht mehr da. Das war im ich Haus genau und ein bisschen im Wald fand ich das in diesem, in diesem Glashaus. Wie nennt man Garten, Gartenhaus oder wie man das Gewächshaus. nennt? Gewächshaus. Gewächshaus. Das Feeling war so gut und in dem, das ging so bergab für mich. Ab ja. Ja, bei mir war es tatsächlich, du fängst an, es ist spannend. Du bist halt verletzlich, verwundbar, hast wenig Munition, hast halt wenig Heilkräuter. Nach hinten raus, bis zu den zwei Dritteln, die du meintest, bist du irgendwann so OP, okay, dass gar keine Spannung mehr da ist, weil du alles wegholst. Und plötzlich kommt dann halt die Schiffsequenz, wo alles wieder weg ist. Und du fängst oh. wieder von vorne an und bist plötzlich wieder halt verletzlich und hast nicht alles im Überfluss. Und das fand ich halt genial, dass das Spiel quasi nochmal von vorne startet und es wieder spannend wird. Also für mich war das ein Highlight, das nochmal so zu machen. Lange also Wege so hoch und runter auch dazu. So OP okay war ich nicht. <laughs> Schon gut? Nee. Ich gut? die, Ich habe ich hab, äh, die da im, im Gewächshaus nur mit Messer gemacht. Ja, gut, vielleicht liegt das dann Munition, wieder an meiner Slow-Spielweise. Ähm, viele sagen ja, das Spiel war super kurz. Bei mir ging das fast 25 Stunden. <laughs> Was? <What? lacht> ja! Ich bin da halt sehr langsam in solchen Spielen, aber dafür hatte ich auch super viel Munition, Heilkräuter und konnte alles dann umrotzen, weil war alles genug da. Nee, das hatte ich jetzt nicht. Hm. Ja, doch, ich hatte auch. Spielzeug. Ja. Also, wenn ich schon runtergehen musste, in den Keller war schon vorbei, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Ich oh Gott, nein. <laughs> also ich fand, ja, aber, aber es war, ich habe Spaß gehabt, eben bis zu dieser Stelle. Das war gut. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich nicht so der Freund von solchen Horror und Jumpscares, weil ich mich halt extrem erschrecke und ähm, mir das dann an die Substanz geht. Okay. Dann habe ich keinen Bock mehr zu spielen. Ich schimpfe dann und und. Wird ordinär und und, und. nein, ist nicht so ganz mein. Aber sowas wie The Evil Within 2 war großartig, es hat mir mega gefallen. Ja, da war Gutes ich auch positiv Spiel. überrascht. Also im Gegensatz zum ersten war der zweite für mich auch deutlich sympathischer. Ja, ich glaube, ich finde, im Nachhinein finde ich den zweiten wirklich besser. Ja, der war schon war ein tolles Spiel. Ja. Werde ich nochmal spielen. Mir auch sehr gut gefallen. Ja. Das ist eigentlich gar nicht mein Genre. Ich mag das überhaupt nicht, das Genre. Nicht, nicht, also ganz, auch Horror das oder das Blätter? Thema? Beides nicht. Hm. Ist nicht so. Für okay. meine aber, kleine zarte Seele nicht. Also ich muss sagen, für mich war Layers of Fear bis heute immer noch das beste Horrorspiel, das ich jemals gespielt habe. Einfach weil ich habe das damals verglichen mit mit ähm, Anti Chamber, obwohl Antichamber halt überhaupt nichts mit Horror zu tun hat. Aber es ist halt dieser Mindfuck, dieser du drehst dich um. Und plötzlich hat sich das, was du vorher noch da gesehen hast, halt komplett verändert. Und du stehst plötzlich in einem ganz anderen Raum, obwohl du eigentlich die ganze Zeit noch woanders warst. Und dass du halt deiner eigenen Umgebung nicht halt trauen kannst. Ich liebe das, wenn, wenn das so mit den Erwartungen spielt. Egal, ob es in einem Horror ist oder nicht, da war es halt genial, weil es noch zu einem Horrorspiel gepasst hat. Und sich so, so die, die Gänsehaut die ganze Zeit aufgestellt hat. Wobei so. gerade noch im Chat gesagt wurde, dass Until Dawn nicht unbedingt auch Horror ist. Eventuell kann man nochmal sogar tatsächlich differenzieren, dass es einmal Psycho-Horror gibt, also dieses Kammerspiel, ja. Splatter-Horror und Until Dawn geht ja eher in die Richtung Slasher-Horror, also so aller ja. Scream. Das ist ja, ja würde ich sagen, nochmal so ein Subgenre. Äh, Sub Findest du? Ich habe mich da einfach nur dreimal erschreckt, weil mir was ins Gesicht gesprungen ist. Ja, aber im Endeffekt geht es halt ja eben auf dieses Scream-Ding. Es ist irgendwie schon so ein bisschen überspitzt humoristisch, wo notgeile Teenager irgendwo hingehen und sich, weil sie dauergeil sind, einfach abschlachten lassen. Ja, Mensch, ey. Das Spiel war eine Komödie, Mann. Ja, eben, das ist halt so dieser Slasher. Das funktioniert halt nur, wenn er halt mit dem Klischee halt spielst, dieser Teenager. Ich meine, wenn er das als Psycho-Horror nimmst, funktioniert es nicht. Und für Blätter, okay, war ein bisschen drin, aber nur Blätter war es halt auch nicht. Also, deswegen würde ich sagen, kann man das eventuell nochmal in so ein Subgenre halt einordnen. Das war großartig, das ja. Spiel. Ich habe selten so viel gelacht. Pineview Drive ging auch in eine gute Richtung, aber Pineview Drive war nach hinten hin ein bisschen zu lang gezogen, fand ich. Dann irgendwann war es nur noch Schlüssel suchen, Tür aufmachen, Schlüssel suchen, Tür aufmachen, sich verirren, weil es einfach irgendwann so viele Türen gibt, durch die man gehen kann. Das war das Problem an Pineview Drive. Das hätte man locker auf die Hälfte kürzen können, dann wäre es ein viel besseres Spiel gewesen. Kenne ich nicht, habe ich nicht gespielt. Kann ich dir ja, nicht Ist von einem deutschen Entwickler. Also Na ja, so schlecht. Wenn was Nightfall letztendlich Station. wird, um dann mal nochmal wieder den Bogen zurückzuschlagen, ähm, weiß man halt eben nicht. Am 12. Januar kommt es raus. Ich werde einfach mal reinschauen, ob es mich abholt. Wenn es mich abholt, werde ich es auch gerne spielen. Wenn es halt eben eher in eine Richtung geht, die mich halt nicht interessiert, dann eher eben nicht. Das heißt, da kann man halt eben noch nicht so viel zu sagen. Genauso viel wie tatsächlich zum nächsten Spiel, um mal jetzt äh, dann den Bogen zu schlagen, da kann ich, nicht ich viel so, zu sagen, weil es halt ein Genre ist, was ich tatsächlich das letzte Mal auf dem Amiga 500 oder so gespielt habe. Street Fighter V Arcade Edition für PC bzw. PS4, PS4 am 16. Januar. Und ähm, spielt einer von euch solche Spiele? Ich habe das als Kind gespielt und danach habe ich so für mich rausgefunden, dass Street Fighter ist für mich um einiges schwieriger als äh, Tekken zum Beispiel. Tekken hat mich so als Casual-Spieler ähm, bei Beat'em-Ups hat mich abgeholt und hat mir Spaß gemacht. Ich fand Street Fighter immer viel, viel komplizierter von den, von den Tastenkombinationen und dem Ganzen her. Ja, auch Mortal Kombat finde ich zugänglicher als Street, Street Fighter. Ich finde Street Fighter mega komplex und schwierig und ist für mich so als casual Beat Up Spieler macht mir das nicht so viel Spaß. Zusehen tue ich aber sehr gerne. Also ich habe ja, selbst mein Kater ist ja nach Street Fighter ja, aber, benannt. Aber das du ja was. Gerade genau um diesen Punkt geht's ja. Ähm, zum Beispiel jetzt Mortal Kombat. Ist ja Aha. für ne, die Gewalt am Ende mit den Fatalities bekannt, aber du musst mhm. halt eben 100 Knöpfe drücken, letztendlich in irgendeiner Reihenfolge, wo ich mir die Finger breche und so ein Ding nie hinbekomme. Aber da, heißt, du du da, da suchst du dir einen Charakter aus. Da suchst dir einen Charakter aus und da lernst du halt die Fatalities und, und, was, und was es nicht alles gibt. Und für den kannst du das dann. Es ist trotzdem nicht so kompliziert für mich persönlich als Casual-Spieler, als Street Fighter. Ich finde Street Fighter wirklich sehr. Nee. Da komme ich nicht ran, ist mir zu schwer. Ja, aber S es, genau. Um das Spaß trifft's. zu haben. Das trifft's. Spielfall, der ist doch aber schon ewig draußen. Ja, nämlich. das ist Ach, nämlich die Arcade Edition. So, genau, die, das was, glaube ich jetzt gezeigt. Das, wurde, war nicht ganz das Richtige. Die bringen das neue Spiel. Naja, bei Steam gibt's halt noch keine Seite für die Arcade Edition. Ja, oh. der Link. Aber es ist das gleiche Spiel. Es wird nur für den PC äh, nachgepatcht und wird dann als Arcade-Version quasi weiter verkauft. Auch für 3999. Da bein das beinhaltet dann die ersten zwei DLCs ähm, und ein paar neue Spielmodi, wie zum Beispiel den Arcade-Mode wohl. Ähm, aber am Ende ist es halt tatsächlich das gleiche Spiel. Es ist immer ähm, dasselbe Spiel. Ja, Jeder davon Zusatz, abgesehen. der kommt, ist einfach nur äh, Charaktere, die dazukommen. Ja. So, das war schon früher so. Früher hast du ja keine Downloads gehabt und so. Und dann hieß das halt super, Hyper, Turbo und dann erst kam Turbo und dann super und super Hyper und Super hyper Turbo. Und das war einfach nur die Zunahme von Charakteren. Weil, weil was willst du bei einem Beat'em up außer Stages, Klamotten und, und eben die Charaktere? Was willst du noch dazu bringen? Ja, das ist schwer, das es stimmt ist, ja. Es ist immer dasselbe Spiel. Du, also ich glaube, das letzte, ich weiß nicht, was ihr gespielt habt. International Karate Plus auf Amiga 500. Das war so der letzte Buttonsmasher, den ich irgendwann gespielt habe und seitdem ist das Genre für mich halt irgendwie nicht mehr interessant. Injustice war super, war toll inszeniert. Wenn du das, habe ich schon das erste, hatte ich schon gespielt gehabt. Injustice war echt toll gemacht, wenn du mit der Umgebung interagieren kannst und so ist auch ein bisschen von von anderen abgeschaut. Dead or Alive, ne? Ähm, was? Großartig. Wo? Wo, wo die, was? Das können Spiel für mich <laughs> Dead or Alive ist bekannt für Bubi's. Das ist äh, der Bubi-Simulator. <laughs> also, ich, ich fand tatsächlich, mein Lieblingskampfspiel auf der PlayStation 2 damals noch war Soul Calibur. Und da Ach, sie ja oh, jetzt ja. Neues angekündigt haben, freue ich mich darauf. Weil irgend, irgendwas an Soul Calibur macht mir mehr Spaß als diese Standardkampfspiele. Vielleicht sind es einfach nur die Waffen und die Schilde, die man da halt hat. Aber das war immer so. Etwas, wo ich viel mehr Spaß hatte, mich einfach mal dran zu setzen und mit Freunden zu spielen, als jetzt in einem Street Fighter oder einem Tekken. Echt? So, ich komme ja. sehr schwer da rein. Ich hm. habe das, ich äh, glaube, das fünf gespielt und äh, ich ähm, kam sehr, sehr schwer da rein und habe es dann auch auf die Seite gelegt. Also wenn ich überlege, dass ich, wie lange ich Mortal Kombat gespielt habe und und äh, Tekken, das ist Soul Calibur, aber sieht toll aus, hm. unglaublich schön zum Ansehen. Der letzte also, war übrigens Injustice 2. Und genau. Tekken Injustice 7. 2 war das letzte. Die habe ich beide durchgespielt. Okay. Also, spielst du prinzipiell, prinzipiell sowas halt auch? Oder? Ich habe mir extra so einen Controller gekauft dafür. Okay. So ein Teil. Das geht echt nach vorne. Also, das macht schon, schon Böckchen. Also, Injustice muss ich sagen, da war die Story ja, pff, das war krass. Also, die war wirklich super inszeniert. Die habe ich mir reingezogen und gedacht, Mann, das ist aber mhm. kein Bienen im Hast du das Erste gespielt gehabt? Nee. Aber das ah, mir nicht. Aber die Story noch auch gut. Immer noch. Die Story fand ich da sehr gut. Ja, das haben viele schon gesagt. Das mhm. muss man bestimmt mal nachholen. Okay. Stop. Aber das ist, glaube ich, auch fast das einzige Spiel für die Konsole, oder? Äh, für den PC. Ja. Gerüchteweise gibt es vielleicht noch was zum Schluss. <laughs> Bitte? Ja! Wobei Inner Space das nächste, was ich rausgeschrieben habe, ähm, ist auch, sage ich mal, sehr sehr nischig. Muss man mögen. Ähm, geht er in die Richtung Chill Out Exploration? Ähm, ich mag halt diesen Grafikstil. Es geht darum, du fliegst halt quasi mit dem Flugzeug rum, kannst halt eben in Strukturen reinfliegen und die erkunden. Und ähm, das Spiel lebt halt eben von den Visuals, von dem Soundtrack. Kommt am 16. Januar für PC und auch äh, die Konsole halt raus. Klar kann der ja eine jetzt sagen, das ist kein Spiel. Der andere sagt, okay, das ist ein cooles Spiel. Es geht so in die Richtung, was man eben in Absu halt machen konnte, in vielleicht Journey halt ja diese. Ich nenne es mal out Exploration. Was anderes wird mir dazu jetzt nicht einfallen. Ich mag halt prinzipiell halt diesen Grafikstil und ähm, wenn der Preis halt passt, der ist jetzt im Moment noch nicht bekannt, kann man da sicherlich vielleicht mal reingucken und dann halt irgendwie nebenbei im Stream halt ganz gut spielen oder angucken, ähm, ohne dass das halt irgendwie nervt oder so. Aber klar absolute Geschmackssache. Das wird auch wieder nicht jeden triggern. Ja, gibt dann halt eben, wie da gerade zu sehen, eben Collectibles und ähm, dann kann man sich halt eben die Welt angucken. Einfach nur eben alles erkunden, rumfliegen. Man, man kann dann halt eben so Seile halt kaputt machen, um dann halt eben Öffnungen aufzumachen, wo man reinfliegen kann in diese Strukturen. Es gibt eben mehrere verschiedene Welten. Ich glaube, vier sind geplant oder so. Ähm, und ja, wie gesagt, ich, ich mochte halt den Grafikstil. Quasi ein Flying Simulator. Nicht? Ja, quasi. Das ist ja quasi wie No Man's Sky ja, nicht wirklich. Du baust halt das nicht. Mehr. Du fliegst halt eben <laughs> durch die Welt und guckst sie dir halt machen. eben an. Nur wegen der Grafik, die sie wirklich. Nee, man fliegt durch die Welt und guckt sich was an. <laughs> ja, gut, es sieht okay. immer gleich aus. Normal Sky bei Release. Ja, nun. Ich weiß, also, so, ein, spielt so ein, ihr solche Spiele? Ja. Ich hab Echt? Ab, Ab und Ab an, ja. Ich hab Abzü gespielt und Abzü war für mich äh, letztes Jahr mitunter bei meinen Top-Indie-Titeln. Es war unglaublich schön, die Musik war toll. Und, und war wunderbar. Dann habe ich mir das mit der Wüste angeguckt, Journey, mhm. das hat mich null abgeholt. Ich habe erst so ein... Pf Wahrscheinlich, weil du es alleine spielen wolltest. Nein, ich habe erst so einen nicht so netten, sehr schnell vorausrennenden Heini gehabt, der, Nein, ja. mit dem ich zusammen gespielt habe. Und Journey lebt ja so ein bisschen dadurch, dass man andere Spieler trifft, man nicht wirklich miteinander äh, interagiert, nicht richtig sprechen kann, aber eben durch Interaktion und so eine eigene Geschichte erzählt. Und ja, bla bla bla. Ich habe nur Sand gesehen und das hat mich nicht so. Das ist schade. <laughs> weil ich hatte ich zum Beispiel eine Erfahrung. Und es war okay. Ich hatte zum Beispiel letztens bei meinem zweiten Playthrough die Erfahrung, dass ich ich habe mit jemandem gespielt Das war ein Mexikaner, wie ich dann hinterher herausgefunden habe. Ähm, so mit dem haben wir uns richtig gut verstanden. Wir haben die ganze Zeit miteinander kommuniziert. So, er wusste ganz genau, was ich brauchte. So, weil ich ich wollte halt dieses in diesen weißen Umhang freischalten. Und er hat, er wusste das. Er hat spielt wohl offensichtlich immer mal wieder und hat mich die ganze Zeit rumgeführt. So, am Ende haben wir dann, na, ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber haben wir halt miteinander kommuniziert. Wir haben sogar Herzen in in den Sand gemalt. So ganz am Ende so einfach nur eine richtig gute Erfahrung gehabt, aber ja gut, wenn man sich nicht drauf einlassen kann, dann verstehe ich. Ich habe mich offen. drauf eingelassen. Habt ihr euch gelöst am Ende? Ja, Oder? hier hast ein Taschentuch. Nein. Ja? Ein ich habe halt noch ein Herz so ja. und ähm, das braucht man halt für dieses Spiel. Das Spiel wenn man einfach eine ich Waffe in, in die Hand Place. halten will und bam, bam 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 alles wegballern will. Kannst du hier ähm. dein Herz reinlegen? ist alles in Ordnung. Ich passe drauf auf. Nein, nicht ich behalte. Ich behalte. Das Taschentuch drauf, ich so schön, alles oh, gut. Behalte. Danke. Nee, das ist äh, PlayStation. Exklusiv, glaube ich. Nee, es ist eines der PC. besten Spiele ja? für die Playstation. Es gibt es auch jetzt für PC. Was? Journey? Was? Nein. Was? Ich dachte jetzt, wir reden über Inner Space. Entschuldigung. Nein, nein. Journey. Journey ist exklusiv. Viel Spaß, der sie beim Sandrutschen. Ich hatte den Sand schon an Stellen, wo. Es war es war okay. Ich habe dann irgendwann einen anderen Heini gehabt und mit dem hat das dann ein bisschen mehr Spaß gemacht und so. Es war okay. Ich habe es, glaube ich, in einem Stream durchgespielt. Ich habe aber vergessen, es zu highlighten, also so toll war es. Es war okay, aber es war nicht absurd, das hatte mir eben. Aber ich bin Wassermensch. Ich fand das großartig. Das hatte mir halt extrem gut gefallen. Mir macht Wasser mehr Spaß als Sand. Wann das denn mit Freunden spielen? Nein, Nein das wird Nein, random generiert, mit wem du zusammenspielst. Und äh, ihr könnt das euch eben auch nicht, auch nicht unterhalten, sondern nur pinken und, und, und. Die, das macht auch keinen Spaß, wenn du mit dem anderen im, im Teamspeak hockst und ihr miteinander kommuniziert. Darauf ist das Spiel gar nicht ausgelegt. Das Spiel ist dafür ihn. da, um, um mit Unbekannten zu spielen. Okay. Also, wenn man da jemanden Tolles trifft, dann ist das sicher eine super schöne Erfahrung. Ich habe den halt nicht gehabt und somit ist Abs, abs, abs meine Nummer eins und Journey ist okay. Und man sollte es nicht streamen oder zumindest den Chat für den, die Sache ausmachen und komplett nichts erzählen, sondern sich wirklich auf das Spiel einlassen. Das ist ein Spiel, das vom Chat zerstört wird. Wow, hast du nee, gesagt, ist du sagst, nee, das? Es ist böse. So. Es ist ein vier Stunden Erlebnis einfach. Ja, das, das, das also ist glaube ich, ich bei den gesamten Spielen halt schwierig, weil es halt eben eine Komposition aus, aus 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 Grafik, aus Visuals und aus Ton ist. Und wenn du halt permanent halt im Stream halt eben moderieren möchtest ja. und dann so. halt kommen, ist das halt, halt tatsächlich schwierig. Ich glaube, da, da hat Slavi nicht unrecht. Um, weil halt eben, sage ich mal, solche Chillout-Erfahrungen, ja, ist halt schwierig, weil dann bringt es nicht genau das rüber, was es vermitteln will. Ich habe da eine tolle Community, die wissen das. Bei mir passiert das automatisch, <laughs> dass ich dann den Chat nicht mehr lese. Die, das wissen die, weil ich bin halt im Spiel und, und und ich bin halt in allererster Linie nicht Streamer, sondern Gamer. So, selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr streame, werde ich trotzdem immer zocken. Und wenn ich da eintauche, tauche ich ein. Dann können die das machen die dann unter sich und ich spiele. Guck dann so nach 20 Minuten mal kurz in den Chat, sag hi, und mach weiter. Ich mach auch die Alerts dann aus oder hab die ganz leise, so Flüster-Alerts, und äh, genieße das Spiel vollkommen. Und äh, das ist großartig. Das gönne ich mir bei sehr, sehr vielen Spielen gönne ich mir das. Tatsächlich habe ich die mhm. Erfahrung jetzt gemacht beim VR-Spielen, weil äh, mit der PlayStation VR kriegst du halt ja nicht den Chat eingebunden, wenn du nicht gerade von der PS4 streamst, sondern eben halt über äh, X-Bit bzw. OBS, da es halt eben nicht. Und da ist das Spiel tatsächlich nochmal wieder was anderes, weil da tauchst du halt genau eben ab und kriegst halt eben vom Chat und der ganzen, äh, vom Umfeld halt eben nichts mit und bist halt voll in dieser Spielwelt. Das ist halt eben nochmal, das ist krass. Wie gesagt, ehrlich gesagt genieße ich das im Moment. Wie gesagt, ich spiele im Moment die Resident Evil DLCs nochmal jetzt nach, die herausgekommen rausgekommen sind. Uh, also Not a Hero und End of, wie heißt das? Envy? Envy? Ivy? Zoe? Irgendwie, keine Ahnung. Um, ist schon ganz nice. Aber seid ihr denn habt ihr eure Perioden noch nicht verknüpft mit euren Stream Chat? Ich weiß immer, was Chat schreibt. Ja bei der Billions. Das fühlt man doch irgendwann oder nicht? Ja ich guck dann so so. Also ich habe da gar kein Problem mit. Ja aber auch bei VR ich habe das gar nicht, dass ich mich nicht verbunden fühle mit Chat. Ich habe immer eine Verbindung. Ja, ja, Selbst wenn klar, ich nicht auf den ich, ich Chat schon gucke. Mit, mit, mit dem Chat, aber ich sehe es ja. halt nicht. Das heißt, ich gucke dann halt irgendwann alle paar Minuten, also was heißt paar Minuten, bei vorher sind es ein paar mehr, also alle fünf bis zehn Minuten lese ich den Chat dann halt eben nach. Aber bei den fünf bis zehn Minuten machen die dann untereinander halt eben Spaß, die Jungs und Mädels. Und ich lese es dann halt eben nach. Klar, ich rede schon mit denen, aber ich sehe halt nicht instant die Antwort. Hm. Gut, gut. Ich mag diese Chillout spiele Ich spiele die gerne. Jo. Ich habe auch letztens Everything gespielt auf der Playstation. Das war genauso. Total krank, aber richtig entspannt und. Ich kann also das nicht mehr spielen. Weißt du, Sally, wo man mit als Atom anfängt und dann sich. Wo oh, du der Stock fast? Ja, genau, wo ich das ah, Stock war. Ah, okay, das Spiel. Ja, und dann ja. am Ende der Kackhaufen. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nur reingeguckt und ich habe dich als Stock darum. Und so, ich habe es nicht verstanden gehabt. Man konnte alles sein. Und dann musste man sich langsam hocharbeiten. Immer größere. Dann war ich irgendwann ein Kontinent. Irgendwann war ich ein Universum. Und so weiter. Ja. Das nächste Spiel von den Tesla-Gradmachern. Gibt schon länger. Kommt oh, jetzt ja. auf die Switch. World to the West. Hat das schon einer von euch gespielt? Weil yep. ehrlich gerade ein mehr ist es vorbeigegangen. Ich, ich kann da gar nichts viel zu sagen. Ich hab's gespielt. Es ist, ähm, es ist gut. Auf jeden Fall. Also, ich kann es jedem empfehlen, der so, so kleine Indie-Spiele, die ein bisschen Adventure-Inhalte ähm, haben und eine äh, ne ganz lustige Story erzählen. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Hop. Obwohl ich sagen muss, Hop hat mir noch einen Ticken mehr Spaß gemacht, weil Hop noch ein bisschen kreativer war. Aber ähm, das war auch gut. Also, ja, ähm, Journey Games. to the West. Es spielt halt in der gleichen, vor allem wenn man Tesla gerade gespielt hat, ist es ganz cool, weil es spielt in der gleichen Welt wie. Ähm, oder im gleichen Universum, wenn man es so haben will, wie ähm, Tesla Grad. Und die Geschichte wird, glaube ich, weitererzählt. Oder es wird die Vorgeschichte zu Tesla Grad erzählt. Irgendwie so. Ähm, hat auch einen schönen Soundtrack. Äh, ist ein ganz süßes Spiel. Und ich glaube, auf der Switch macht es sich gut. Da gehört es ganz gut hin. Ja, wobei Tesla Grad war doch ein Zeitscroller, oder irre ich mich? Tesla Grad war ein Zeitscroller, ja, ja, eben. Es hat mit Tesla Grad mit dem, ja, mit dem ähm, okay. Spiel an sich nichts zu tun, nur wie gesagt, das spielt in der gleichen, im gleichen Universum, sozusagen. Alle sehen so ungefähr gleich aus. Es hat ein paar Spielmechaniken, die machen auch echt Spaß. Ähm, es war nur dann irgendwann mir zu viel Backtracking, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Ich nochmal für ich, die Leute, die schon über 40 sind, davon keine Ahnung haben. Also 90 Prozent des Chats. Man muss halt nochmal zum Anfang oder zu Punkten zurück, wo man halt vor zig Stunden schon mal war, weil man ähm, erst irgendwie ein Item oder Gegenstand gefunden hat, der später dann Türen öffnet, Wege öffnet, dann muss man halt zurücklaufen, wo passt der Schlüssel ins Schlüsselloch, wo, was kann ich damit jetzt öffnen. Das hast du halt sehr oft in diesen Metroid oder Metroid dass du halt ähm, am Anfang Pfade blockiert hast und die ja später öffnen kannst und dann wieder zurückläufst. Dadurch haben sie halt, sage ich mal, Schnellreisen implementiert, dass du halt Checkpointer hast, dass du zurückspringen kannst. Als Komfortfeature früher gab es sie nicht, viele machen es heute auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hast du halt eben das, wo viele Gamer sagen, es ist halt eben viel Backtracking, ich muss alles, was ich schon mal gespielt habe, nochmal zurücklaufen. Oh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich wünschte, ich könnte porten. Metroid ist so aus den 80ern, also auch Leute über 40 könnten das kennen eventuell. Ja, ist schon ein bisschen. Älter. Ich glaube, die meisten kennen das. Ja. Wollte nur nett sein. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir ziehen hier ein etwas älteres Publikum an. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen schwierig, diese zwei Wörter. Gerade in der heutigen Zeit, wo man ständig fragen muss, was ist der Sinn des Spiels? Und äh, worum geht's eigentlich hier? Was spielt's da? Okay, ist auch völlig okay. Das habe ich damals als Redakteur auch eingebläut bekommen, dass man halt eben Englisch weitestgehend vermeiden sollte damit es halt für das breite Publikum ist und ähm, das hat es halt eben teilweise schwer gemacht, wenn du so Begriffe halt wie ja, buff dich, dann mal umschreiben sollst, was so in den allgemeinen floskel sprachgebrauch übergegangen ist und du dann halt tatsächlich in deinem Artikel halt schreiben musst, ja, belegen sie ihre Mitspieler mit Stärkungszauern. <laughs> Aber ja, okay, das ist die Beschreibung von buff dich. <laughs> Aber es ja, von daher okay. Buff dich finde ich noch nicht, ne? ich, ich, ich kenne eigentlich nur, buff mich! Wo ist mein hm. Buff? Ja, yeah. wo ist mein Stärkungszauber? Ja, Los, wo ist mein Buff? Werfe ihn herüber, Hallo, finsterer Buffen. Geselle. Aber Rotten. das wäre doch sowas wie geh in die Küche und iss was. <laughs> ja, ja Re-Life Buff. Beim, beim, Raid, beim Raid herrscht da so ein Ton. Wo, wo ist mein Buff? Nun. Oh Mann. Lost 4. Jawohl. Das nächste Spiel, da bin ich gespannt drauf, ist von den Machern von I Am Setsuna. Mehr oder minder inoffiziell zweiter Teil, Fortsetzung, whatever. Spricht mich von den Grafiken oder von der Geschichte, was man bis jetzt so mitbekommen hat, mehr an als am Zuna. Damit habe ich immer geliebäugelt, habe es mir aber nicht geholt, weil es halt, sage ich mal, sehr sehr monoton in diesem Winterwunderland gespielt hat. Und Lost 4 holt mich mehr ab, weil da eine Mechanik drin ist, dass man tatsächlich zwischendurch in so einen mechanischen exo suit schlüpfen kann, der tatsächlich dann halt die Fähigkeiten verstärkt. Was noch mal eben ein ähm, weiteres Element vom Gameplay halt ist. Das Ganze wird halt äh, mit Unterstützung von Square Enix halt rausgebracht und ähm, kommt für PC und Konsolen und das Ganze am 23. Januar. Und ich bin gespannt, wie die Kritiken halt eben ausfallen werden. Könnte eben ein Titel sein, der halt eben auch was für mich halt ist. Ja, es ist halt ein JRPG. Genau. Ich persönlich muss sagen, ich fand sezuna optisch ansprechender. Weil es irgendwie so ein bisschen magischer ausgesehen hat, fand ich, mit diesem, es war ja viel Schnee und so. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, das sieht mir aus wie so ein 0815, also von den, von den Bildern und von den Videos, die ich gesehen habe, den Trailern, sieht es halt aus wie so ein 0815 JRPG ähm, mit hm. rundenbasierten Kampfsystemen. Und? <laughs> und Exorix, ja, das klingt auch sehr das <laughs> ist generisch der RPG. oder so. Naja, Nino Kuni sieht halt ein bisschen schöner aus, ne? Das ist halt die Sache. Also, ja, Nino Kuni ist im halt ein Indie-Game, wo jetzt als Square Enix mit als Entwickler eingesprungen ist. Also, mhm. ne, nicht jetzt ist kein AAA-Titel, er kostet auch keinen AAA-Preis. Also, es ist Euro. halt eben nice price, wenn man das so, was, 29 Euro, 19 Euro, ich weiß es gar nicht. 50. Was? 50. Bist du sicher? Mhm. Steht auf um, Steam. Day One Edition, vorbestellen, 50 Euro. Warte mal. Was ich schon ganz schön hart finde. Ja, gut, das ist dann wohl wahr. Das ist wohl <laughs> wahr. Ich wollte, ehrlich gesagt, Moment, Moment. Ich gucke natürlich nicht immer tatsächlich. Ich bin eher so der Consolero, Entschuldigung. Ähm, deswegen gucke ich meistens ins PSN. Und äh, ich habe es mhm. mal gerade. Stimmt, 49 Euro. Wow. Auch Leute, spielen gerne auf dem PC. Respekt. Ja, gut, das das ist, dann ziehe ich die Aussage Ziel, ja. zurück. Sorry. Ja, ist heftig. Also für so ein Spiel dann das ist ein Batzen Geld. Muss gut sein, wenn, wenn, wenn sie den Preis fordern. Hoffentlich. Bin ich ja gerade geschrieben, es gibt sogar eine Demo. Ja, das finde ich gut. Das ist dann schon wieder eine Sache, wo man sagen kann: Okay, dann 50 Euro. Man darf es wenigstens mal okay. testen vorher. Mhm. Das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Kann man sich die Demo denn hier irgendwo. Wahrscheinlich noch nicht. Hm. Sekunde. Kommt ja erst am 23. Januar raus, ne? Guck gerade mal. Doch, Demo herunterladen, der Knopf ist schon auf der Steam-Seite unten. Ah, ähm, wenn die gut. Regie einmal runterscrollt, da unter dem Ding ist direkt schon der Demo herunterladen Knopf, rechte Seite Ach, in, so. ist dieses Spiel relevant für sie. Nice. Ja gut, denn also ich sag mal, ganz ehrlich, mittlerweile finde ich, find ich so, so, wenn du eine Demo hast, ich meine, du weißt ja nicht, äh, du weißt ja nicht, was es bietet. So jetzt vom Videos gucken her und ähm, von naja, Screenshots. Ja klar, es ist besser als das Spiel zu kaufen und innerhalb der eben. Rückgabezeit bei Steam zurückzugeben. Dann lade ich mir fairerweise eher die Demo runter. Genau. Hab den Link für die Demo mal ähm, in Chat gehauen. Falls was? es jemanden interessiert. Ich weiß gar nicht, äh, meine Damen und Herren da draußen, wer von euch ist denn so in dieser JRPG-Schiene unterwegs? Gibt es da jemanden? Ich kratze an der Oberfläche. Ich, ich neu. Ganz neu und so mit den ersten Fühlern. Also, ich war ich mein, früher. Wir haben ja einen Daumen, wir haben einen Plus im Angebot. Also gibt es Leute da draußen, die in dieser JRPG-Schiene unterwegs sind? Na, ja, sind ja ein paar. Ja, doch, schon, ja. Das Problem an den JRPGs ist, die sind sehr, sehr zeitintensiv, ne? Die erzählen immer diese unfassbar epischen Geschichten, bei denen man so zwischen 40 und 100 Stunden mit einplanen muss. Aber genau das ist das, was mich halt gerade so triggert, weil ich das mittlerweile in anderen Spielen von Mrs. Levy. Ja, hm. ich habe halt ähm, die ersten Begegnungen waren damals tatsächlich mit Nino Kuni, was mich hm. halt sehr, sehr geflasht hat und was ich sehr gerne gespielt habe. Und jetzt hatte ich es wieder mit Xenoblade Chronicles 2. Und ähm, das hat mich halt umgehauen. Und wie dachte, äh, jetzt war ja großartig Sale im PSN. Ich habe jetzt noch einige JRPGs halt nachgekauft von der Tales of-Reihe. ähm, freue mich auf Nino Kuni Halt 2. Nino Kuni Halt 2, tolles Wort. Nino Kuni 2 halt. Ja. Ähm, und ähm, tatsächlich werden da halt mittlerweile die Geschichten erzählt, die ich in anderen Spielen vermisse. Und was mich halt eben berührt, wo ich lachen kann, wo ich weinen kann. Ähm, ja, also deswegen sagte ich ja, ich, ich entdecke das gerade so für mich. Ich gehe davon aus, nicht jedes JRPG wird mich so gut behandeln wie Xenoblade oder Nino Kuni. Ähm, mal, mal abwarten, aber ich würde halt gerne in, in, in meinen Horizont erweitern und noch mehr Spiele spielen, weil ich davon im Moment halt mich gut unterhalten fühle. Hm. Nicht mehr. Ich habe früher viel gespielt, aber jetzt äh, nicht mehr so. Ich weiß gar nicht warum. Nicht das habe ich so. tatsächlich, was, was du jetzt sagst, mit, mit Open World spielen. Die holen mich tatsächlich nicht mehr so ab. Hm. Ich hatte jetzt zum Beispiel viele Assassin's Creed super bewertet, vielleicht sogar Game of the Year bei denen. Das war bei mir nicht meiner näheren Auswahl. Ja, es war ein solides und gutes Spiel, aber es war halt, ja, ein Assassin's Creed in der Open World, wo du Dinger einsammelst. Uff. Also, wie gesagt, das hat mich ja jetzt zum Beispiel persönlich nicht geflasht. Es war kein schlechtes Spiel, versteht mich nicht falsch, aber es war eben auch nicht das, was ich halt noch nie gespielt habe. Ja. Ähm, ja. Von daher war es halt eben ein grundsolides Spiel für mich nur. Das bei mir wiederum mit Story Shootern. Die Story kann so gut sein, wie sie will, aber es holt mich wieder nicht ab, die ganze Zeit auf diesen Punkt auf dem Bildschirm zu gucken und mit der Maus rumzudrehen, damit ich ein paar Pixel abballern kann. So. Das habe ich ja als 16-Jähriger schon zu häufig Ach, so, so genügend gespielt. Per, per Person habe ich noch vergessen bei den JRPGs. Ja, genau. Und Persona, mhm. auf, auf Persona freue ich mich auch schon, das möchte ich auch gern spielen. Also fünf. Ja, ich auch glaub, mittlerweile darfst du es ja auch komplett, ne? Weil da gab es ja halt sich Stream-Embargos, weswegen ich es halt erstmal nicht gestreamt habe und habe es privat ja. gespielt, weil Atlus da ja zu so In-Game-Time gesagt hat, ab da darfst du halt nicht mehr streamen. Boah, totaler mh. Bumpitz. Ja. Hm. Was ist denn euer Genre, was ihr gar nicht mögt? wo wir jetzt schon dabei waren. MOBAs. Okay. Ähm, Multiplayer, kompetitive Shooter und so Beat'em-up-Gedöns. MOBAs würde gehen, ähm, aber die spiele ich, wenn dann privat. Ich habe halt, sehr, was heißt sehr lange, ich habe halt eben doch eine gewisse Zeit HOTS gespielt ähm, und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ist halt nicht, halt, weil ich unbedingt streamen möchte. Weil kompetitive Games fällt da ja rein, was ich gesagt habe. Äh, man wird ehrgeizig, man wird salty, man pisst Leute an, die man vielleicht gar nicht anpissen will in dem Moment. Und ähm, eben diese Veränderung, die kompetitive oder dieser Ehrgeiz halt mit einem machen kann, möchte ich aus dem Stream raushalten. Deswegen, wenn, spiele ich das mal privat. Da ich privat kaum noch spiele, weil ich, wenn ich spiele, im Stream spiele, spiele ich auch nicht mehr Hots. Aber prinzipiell habe ich nichts gegen diese MOBAs, aber nur nicht halt im Stream für mich. Aber wie gesagt, privat spiele ich keine Beat'em'ups oder so, würde ich privat nicht spielen, nicht streamen. Ähm, und so kompetitive Shooter, PubG, alles nicht mal eins. Story Shooter und... ja, aber mehr nicht. Mobas und Sport. Sportspiele. In Sportspiele komme ich nicht ran. Du hast damals dieses. na, Ich weiß es nicht mehr. Kampfspiel. Ja, Martin ja, dieses Art. Ma Martial, Martial Arts. Art. UFC? Genau, komme ich nicht ran. Gar nicht. Also Sportspiele und, und FIFA und äh, NFL und NFH und wie sie nicht alle heißen, äh, komme ich überhaupt nicht ran an Sportspiele. Außer Angeln. Aber ich glaube, Angeln ziehen wir mal lieber in diese Jagdsimulation, da, da stehe ich total drauf. Ähm, aber ansonsten S Sportspiele. Das ist nicht. Also meins. ich würde mir tatsächlich wünschen, dass irgendwann mal dieses äh, EA Access, was es ja auf der Xbox und für den PC gibt, da heißt es, glaube ich, Origin Access. Dass das endlich mal auf die Playstation kommt, gab ja mal Gerüchte, dass das kommen soll. Ich hatte es, als ich die Xbox halt eben noch angeschlossen habe, Xbox, die steht hier noch, aber nicht angeschlossen, ähm, <laughs> hatte ich halt das Ding abgeschlossen. Und tatsächlich, wenn ich dieses Paket von, auf der Playstation bekommen würde, mit NHL, ähm, NFL, äh, NBA, FIFA, zumindest spiele ich die immer an und spiele die auch so meine 20, 30, 40 Stunden will um, hm. ich dann halt sage, okay, jetzt ist es halt langweilig geworden, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also nicht exzessiv, aber ich spiele halt alle Sportspiele ganz gerne mal an. Hm. Ich mag FIFA, aber ich mag Fußball. Und deswegen spiele ich immer mal wieder gerne FIFA. Das ist auch so ein Spiel für mich wie Mario Kart, dass ich mal gegen, gegen Freunde spiele. Gerne. Ich brülle dann da rum, aber gehört dazu. Schachbeste. Ja, ja ich, nee. ob ich dann wirklich mal irgendwann streame. Hätte ich Bock drauf. Oh, ich ja, schon so lange nicht mehr gespielt. ey. Schade, ist gut. Ja, mir würde auf die schnelle nichts einfallen, Was du nicht spielst. Ich könnte, ich könnte, jetzt sagen, äh, das, was Slash und Slabby da immer spielen. <laughs> Aber das würde zu doll sein. Was denn, Xenoblade oder was? Ja, sowas zum Beispiel. Ich komme mit so, so diesen ganzen Emo-Scheiß komme nicht klar. Diesen ganzen Heul kram Du hast doch Life is Strange gespielt, oder? Ja, hast du gesehen, wie ich das gespielt habe? Nee, ich gucke mir das nicht an, und Es tut mir leid, ich habe dich gern, aber das, das geht war gar ein nicht. Absolute Shit Shitfest. Ich habe mich so lustig gemacht über das Spiel. Das war nicht schön. Die Leute haben mich dafür sehr in die Zange genommen, dass ich so gespielt habe. Wobei die andere, die größere Hälfte, fand das sehr lustig. <laughs> ähm, ich, mir wird jetzt echt nichts einfallen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon alles in den Finger gehabt. Ich meine, das Endresultat ist dann wieder. So eine Frage, was, also, wie das dabei raus, also, was dabei rauskommt. Plattformer? Also, habe ich auch schon gespielt. Habe ich auch schon gespielt. Also, man kann Es geht ja... nicht darum spielen, sondern mögen. Also, so, Ach einfach so Sport wir ist... mögen. Ja, Sport ist so, nee, will ich, will ich einfach nicht. Die nee. Dota 2 habe ich auch gespielt. Aus, ich habe vieles aus, aus vielen Genres, was ich mag. Also ich meine, ich mag, ich mag Shooter, ich mag äh, RTS, wie, wie jetzt der Billions zum Beispiel, Tower Defense und solchen Kram. Es kommt immer ganz speziell auf das Spielen an. Also es gibt keine. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich mag Open World nicht, weil ich hasse das wie die Pest, aber es gibt auch dort Spiele, die ich mag. Also, so, so spezifisch kann ich das immer gar nicht sagen für ein Genre. Aber dann würde ich sagen, Platformer und ähm, äh, Tales spiele Tales of Borderlands Tales und so, damit kann ich gar nichts mehr anfangen. Das, Wobei habt ihr das tatsächlich Galle. auch, um, um jetzt noch mal auch eine Frage zu stellen oder die von sie weiterzuführen, dass ihr irgendwann prinzipiell erstmal sagtet, wie du jetzt genau so ein Tales of ist nicht meins, aber irgendwann ein Vertreter dieser Art spielt, der dann doch wegen der gewissen Machart, wegen des Themas oder was weiß ich dann gefällt. Und dann sagt, boah, jetzt habe ich plötzlich Bock, mehr aus diesem Bereich zu spielen. Da habe ich ja zum Beispiel eben bei JRPGs. Du spielst halt ein gutes und plötzlich hast du Bock, halt mehr aus diesem Bereich halt zu erkunden. Ähm, genauso, wenn du vielleicht das erste Mal natürlich einen Fehlgriff hast, erstmal sagst, okay, ich halte doch erstmal Abstand davon. Echt? Ich, ich gar nicht. Also wenn ich jetzt ein super Open World gespielt habe, dann möchte ich dann auch was anderes haben. Da habe ich dann irgendwie Bock auf vielleicht ein, ein schönes RPG oder eben sowas wie die Evil Within. Und wenn das dann, dann habe ich, also bei mir wechselt das dann eigentlich ganz gut ab. Also du, du entscheidest quasi dann von Spiel zu Spiel, was halt, äh, wo gerade deine Lust wo halt grad ist. Wo ich gerade Bock drauf habe, ja. Also es ist nicht, wenn ich jetzt ein Open World Spiel gespielt habe, denke ich, boah, jetzt habe ich nur noch Bock drauf. Weil meistens habe ich das so durchgenudelt, dass ich dann nach 60, 70 Stunden <laughs> einfach okay. sagst, so, okay, jetzt habe ich dann Open World, jetzt habe ich Lust auf was anderes. Ich habe das schon lange nicht mehr. Durchgenudelt? Ich habe alles schon durchgenudelt, irgendwie habe ich das Gefühl. Deswegen bin ich auch so lange okay. bei, bei Tarkov unterwegs. Ich habe schon lange nicht mehr, also ich muss selbst nach 250 Stunden immer noch gestehen, dass ich immer noch Bock auf Tarkov habe und das sehr schwer ausmachen kann, jeden Tag. Das habe ich schon lange nicht mehr. Gehabt. Und auch der Billions ist genau dasselbe bei mir. Aber ich habe schon so viel durchgenudelt. Äh, doch, ich hatte letztens, äh, Markus, ich hatte letztens, habe ich Late Shift gespielt. Das ist äh, sind reale Filme, die gedreht wurden, mhm. aber als Tales Spiel zusammengebaut wurden. Das hätte ich mega gern gespielt, aber es macht keinen Mensch. FMVs oder was? Ja. Es gibt ja ein paar neue auch FMVs. Nee. Es gibt The Banker ja. und Late Shift, das war. Was war Late Shift? War das das mit dem englischen, britischen ähm, ja. Detektiv? Ja. Nee. Ja? Äh, Late Shift war diese, diese Thriller-Story. Das ich ja, wir übrigens nochmal spielen. Es gibt noch das, das habe ich nämlich zum Beispiel noch nicht gespielt. Das wollte ich auch noch spielen. Stimmt. Ähm, es gibt noch das, das FMV eben mit diesem äh, britischen, wie heißt denn das nochmal? Danke. Das Genre hatte ich ja. Aber ansonsten habe ich das gar nicht. Aber ich glaube, ich bin auch einfach übersättigt durch dieses. Ähm, ich meine, ich streamt, ich weiß nicht, wie viel ihr streamt, aber ich streame ja nur wirklich fast jeden Tag und irgendwann. Man hat einen, also bei mir ist das zumindest so, ich merke das heute, war das bei mir zum Beispiel so, man hat einen ganz dünnen Nervenfaden irgendwann. Also ich habe so einen ganz, ganz dünnen Nervenfaden. So ganz kleine Dinge, <laughs> weil man schon so viel Geld ausgegeben hat. Also ich habe nur wirklich schon so viel Geld ausgegeben für Computerspiele, dass dann schon so, come on, nee. Und dann mache ich das aus. Und äh, ja weil das, ich, kann, ich kann das nicht mehr ich kann das ich will mich nicht in den Stream hinsetzen und meckern ich mache das dann einfach aus und dann bin ich umso also umso mehr freue ich mich darüber wenn ich so richtige Perlen gefunden habe wo ich drinne sitze und dann ich mir eigentlich an den Rechner setze und mir so das Herz aufgeht so hm. ah der Billions ja morgen stehe ich auf und spiele der Billions hm. ja 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 und dann gucke ich aber auch nichts mehr nach irgendwas anderem bis mir einer wieder neuen Knochen hinschmeißt sie guckt dir das mal an Mhm, mhm, okay, ja, und dann geht's weiter. Aber ansonsten mh. recherchierst du selber gar nicht so. Also Wer? ich weiß zum Beispiel, was dieses Jahr, das habe ich, so, sowas habe ich immer auf dem Schirm so. Und dann weiß ich genau, darauf freue ich mich, darauf freue ich mich, darauf freue ich mich. Das, das ist noch gar nicht. Da, darauf freue ich ja? mich schon jetzt vier Jahre. Ja, <laughs> warten wir mal weiter. Vielleicht erscheint irgendwann. Also ich habe äh, so schon meine so so. Zum Beispiel ist jetzt für mich, ich, ich habe schon gesagt, wenn Made Evil erscheint, dieses Remake. Genau ab dem Tag. Ihr ja. seht nichts anderes bei mir. Ich freue mich wie doof auf dieses Ding. Das ist so wie ein kleines Mädchen und ich will alle Achievements holen und ich will das nur spielen. Nichts anderes. Das ist, und also und ich, da bin ich tatsächlich auch wie Sali. Ich habe halt ich eben das Glück gehabt, so. dass ich mein, mein Hobby zum Beruf, also in Klammern, Gaming-Redakteur machen konnte und das Streaming halt eben dazugekommen ist. Aber in erster Linie ist das halt eben, ja, weil ich Gamer bin und mhm. wie grad, ist halt eben zufällig dann halt entstanden und ich game halt gerne und klar verschieben sich die Geschmäcker, was ich halt eben gerne spiele. Ähm, aber prinzipiell, ähm, ich liebe halt eben einfach das Spielen und eben viele verschiedene und ich lasse mich halt immer wieder begeistern und von Sachen überraschen. Ja, Xenoblade war halt einfach ein, ein Blindkauf, weil ich halt einfach ähm, den einen Trailer halt nicht fand. Dass das Spiel halt eben so einschlägt, hätte ich halt vorher nie gedacht. Und ähm, das ist eben das Schöne, dass man halt eben auch eben den Horizont halt eben erweitern kann und immer wieder überrascht wird. Klar, man wird auch eben enttäuscht, wenn man halt eben mal wieder eine Kackfortsetzung von irgendwas bekommt, wo man denkt, okay, äh, hätte besser sein können. Danke. Aber es gibt halt eben auch noch die positiven Überraschungen. Muss immer noch nie Automata durchspielen. <laughs> nein, 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 nein. Gute B, nein, nein, also ich nein, nein. Vier hm? Monate lang nicht mehr recherchieren. Echt nicht? Nein. Hast ja mich. Nee, hm. habe ich nicht. Ich okay. hab' Chat. Ja, eben. Ich hab echt, also bei mir ist es wirklich mein Chat mittlerweile, der hat die fast schon mit die Gewalt, was wir spielen. Also solange da nicht, manchmal kommt da so ein Töne, da sage ich dann so jetzt Schluss, hört auf. Aber äh, ich sag mal so, ich habe jetzt, äh, ich habe wirklich damit aufgehört, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür finde, mich hinzusetzen und gucken, was da kommt. Hab, hab ich nicht mehr und kann ich nicht mehr machen. Ich sage das auch hier ganz offen und ehrlich, zum Spoiler-Alert, gucke ich mir das vorher eine Stunde an, klick mir die Spiele durch und gucke mir die an. Das macht Markus und und äh, Seppy. Also ich mach, das, ich mach das nicht mehr. Ne? Das wüsste ich nicht, wann ich das wo machen soll. Aber wie gesagt, dafür ist mittlerweile der Chat so cool, dass sie wirklich Perlen auch vorschlagen. So Sowas wie der Taghoff zum Beispiel war auch Chat-Vorschlag. Ich mag dir das nicht mal angucken, ich glaube, das ist cool. Dann habe ich das gekauft und mir sagen angeguckt, war gut. Und weil ich habe so viel in die Scheiße gegriffen in der Vergangenheit, dass, boah, das hat echt keinen Spaß mehr gemacht. Da waren nur Minusspiele so. Wo ich gedacht habe, ja, das ist cool, das wäre vielleicht was für dich. Und dann so, oh, nee, das ist doch nicht so cool. Und dann habe ich, glaube ich, in einer, ich glaube, in der, in, der, in, der, in der schlimmsten Woche habe ich 15 Spiele angefangen zu spielen. In einer Woche. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt: so, nee, jetzt ist Feierabend. Und seitdem hole ich auch immer wieder die alten Perlen raus. Also immer wenn ich die alten Perlen raushole, weiß ich nicht, was ich spielen soll. Also, so Wolfenstein spiele ich immer, wenn ich sage, ich morgens aufstehe, oh, was spielst du denn heute? Ja, yeah, Wolfenstein geht immer, let's go. <laughs> Deswegen habe ich das auch schon so oft durchgespielt. Wahnsinn. Ich habe so, so einen Stapel an Spielen. Für mich ist das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, dann, was ich spielen also ja, Vor allem, ich es werden ich... halt immer mehr. Ähm, ja. Ja, viele haben jetzt halt im Steam-Sale halt massig zugeschlagen, ist jetzt halt nicht meine Plattform. Ich habe an dem PSN halt zugeschlagen, eben weil jetzt durch. Ne? Schon wieder erwähnt Xenoblade. Ich, das Spiel hat bei mir Spuren hinterlassen, glaube ich. Äh, habe ich jetzt im Sale halt die ganzen Tales of Spiele geholt? Die waren halt alle günstig, sogar noch für die PlayStation 3 halt die Titel. Die waren halt super ja. reduziert, so mit Pupp ein, eingepackt. Ja, ich glaube, da habe ich dann die nächsten tausend Stunden erstmal schon mal wieder verplant. No. Also, ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viele Spiele angefangen und nicht zu Ende gespielt, weil ich mehr erwartet habe. So ganz viele, viele so kleine Spiele, die vielleicht 15, 20 Euro bei Steam gekostet haben und gar nicht mal so lang gewesen wären, die ich vielleicht in drei Streams hätte durchspielen können. Ich habe sie nach einem Stream halt ausgemacht und nie wieder angepackt, weil sie irgendwie nicht gecatcht haben. Und davon gab es im letzten Jahr echt sehr, sehr viele. Also ich verstehe, was Sie sagt. Ähm, ich hatte echt? diese Erfahrung sehr, sehr viel. Es ja. fällt mir noch eins ein für mich. Welches? Pray. Prey war ja ein Vollpreisspiel. Prey habe ich mich drauf gefreut und äh, habe ich ausgemacht. Ich glaube, es war auch, wenn ich so überlege, ist ein, warum lachst du? Das habe ich nie installiert. <laughs> <laughs> angemacht, an Prey war so gut. Ja, ich weiß, dass du es machst. Für mich war es null. Ich habe vier Stunden lang, es hat mich so gar nicht gecatcht. Ich habe mich so getan irgendwie mit allem die, die, diese verzögerte Steuerung, hat mich wahnsinnig gemacht. Das war so, da, dass ich schlechte Laune bekommen habe innerlich. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das war auch das Einzige, woran ich mich jetzt erinnere, was ich letztes Jahr ausgemacht habe und gesagt habe, nö. Also ich glaube, ich habe drei, ich weiß gar nicht, ob das das eine Indie-Spiel noch mit reinspielt, Song of the Deep. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war. Das habe ich nicht fertig gespielt, weil es mir irgendwie am Ende, so drei Viertel muss ich es durchgespielt haben. Das hat mir dann aber irgendwie nicht gefallen. Da habe ich auch gesagt, komm, musst du dich nicht durchquälen. Uh, Cuphead, weil ich es einfach von den Skills nicht konnte. Da war der Artstyle halt sehr, sehr toll. Aber da würde ich durchdrehen, um, weil ich halt nicht gut im Platforming bin. Aber wirklich ein tolles Spiel ansonsten. Also das war eher an meiner Fähigkeit als am Spiel. Um, ja, und Nier Automata, weil ich mir Route B nicht geben konnte oder wollte. Quasi dasselbe nochmal aus Sicht des Beifahrers zu erleben. Ich habe da so Bock drauf, ne? Das hört sich schon... Das werde ich mir mal angucken. Das werde ich mir angucken. Ja, Dishonored habe ich auch ausgemacht. Was halt Schwachsinn ist, weil Route B zeigt dir ganz neue Sachen, Seiten der Geschichte. Eigentlich relativ schnell. Du spielst vielleicht vier, fünf Stunden äh, das Gleiche und dann schon weichen die, weichen die Routen ab und ja, du so siehst dann plötzlich andere Seiten. Schon. Und, ja, dann und dann kommt vier, vier, noch fünf C. Stunden bin ich schon eingeschlafen und hätte vier, fünf Stunden ein anderes tolles Spiel spielen können. Keine Ahnung. Du hast wirklich, du du weißt nicht, was dir entgeht. Glaub mir, du weißt nicht, mhm. was dir entgeht. Eins der besten Spiele des letzten Jahres, wenn nicht des letzten Jahrzehnts. Die Meinung halt sehr stark auseinander. Du hast, kannst Nein. keine Meinung haben. Du hast es nicht <laughs> durchgespielt. Ja, aber du hast. Ich muss doch nicht erst durch irgendwas durchquälen, um zu sagen, dass ich es nicht mag. Das, das hat nichts ja mit quälen zu tun. Du hast gar nicht erst <laughs> angefangen. Du hast dich ja nicht mal gequält. Ja, sicher. Du hast ja nicht mal versucht. Doch. Im Nein. Stream. Ich habe Streambeweise. Na klar, ich habe gute eine stunde gespielt und habe gesagt, das ertrage ich nicht. Dann spiel's halt nicht. Verpasse halt eine der besten Storys der letzten zehn Jahre. Ja. Bei deinem Spielegeschmack, Slappy. Ja, bei dir würde ich es gar nicht versuchen, aber ich weiß, dass Sleth halt Geschmack hat. <laughs> ja. Aber Der Geschmäcker ja, so sind ja verschieden, nicht wahr? Aber ich mag halt eben kein, kein, kein repetitives oder langweiliges Gameplay. Und Route B ist halt... Du hast ja noch nicht mal quasi das, was Route A interessant macht, weil sie es rausnehmen und mit Twin-Stack-Shooter-Action ersetzen. What? <laughs> Nein! Wie gesagt, wenn ich tatsächlich dann halt sagen müsste, wenn ich das Game offiziell bewerten müsste, würde ich sagen, sie hätten B und C optional machen sollen und ich wählen kann, dass ich halt direkt mit C weitermache und B überspringen kann und mir dann halt nicht geben muss, weil es halt, sag ich mal, sehr experimentell ist und es halt eben nichts mit Route A zu tun hat. Dass vielleicht die Geschichte halt cool erzählt wird, glaube ich ja. Aber das Gameplay ist halt für mich halt einfach, ja weiß ich nicht, da kann ich auch Tetris spielen. Nee, das sind nur vier, fünf Stunden. Ja, aber ich esse auch nicht Fisch, weil ich Fisch hasse, weil er am Ende satt macht und dann schmeckt er vielleicht doch. Nein, ich mag den Fischgeschmack halt nicht. Deswegen lasse ich den Fisch aus dem Hals. Ich das würde ist nicht zu, dasselbe. Ich würde dir zu viel spoilern, wenn ich darauf jetzt noch eingehen würde. Ja, bei mir wäre es egal, anderen. aber ich den, die anderen in den Chat genau. müssen wir halt nicht unbedingt spoilern, die es vielleicht noch spielen wollen. Ja, ich werde mir vielleicht, wenn, wenn es sogar, ich sag mal so, wenn es mich ja sogar interessiert, hätte ich ja vielleicht sogar einen Let's Play Stream oder was, was weiß ich geguckt. Das ist mir aber in dem Moment dann einfach egal. Wie gesagt, man kann die Leute nicht sehr im Glück ziehen. Richtig. traurig, kleiner Slappy? Ich bin nicht traurig. Ja. Ich hab's durchgespielt. Gut. Und ich, hab's ich bin gefeiert. auch nicht traurig. Ich hab's nicht durchgespielt. <laughs> ich hab's nicht mal installiert. Ich es mal angucken. Gibt's ja für ein Achievement, wenn man das installiert? Reicht das nicht? Es gibt jede Menge Achievements. Für jedes Ende, glaube ich, gibt's eins. Okay. Wie viel gibt es denn? 20? 50 wahrscheinlich. Es gibt eigentlich immer 50 plus die 51 ist dann die Platin. Also mindestens 26 für Ende A bis Z. Ich gucke jetzt. <laughs> Der Blick, ey. Ja. Naja, es gibt nur 5. Fünf, fünf. 48, also äh, ja. 47. Ja, bleibe ich dann doch lieber mein einfacher Mann und spiele einmal Wolfenstein durch und es ist immer dasselbe. Das reicht mir, Sleppy. Ich bin ein einfacher Mensch. Ja, Du kannst gerne diese tollen Spiele spielen, was wirklich toll ist, übrigens. So vom Zugucken her, was gut. Mach mal. Bezieh mir nicht, ich habe keinen Geschmack. Wenn du noch einmal William B.J. Bleskowitsch beleidigst, dann knallt das. Dann komme ich höchstpersönlich zu dir nach Hause, versuche dir den Arsch und ramm dir dieses Ding in deine Schnauze, der Ruhe ist. Hast du mich verstanden? Ich habe nur gewartet auf die Bestätigung, dass es der auch wirklich gesessen hat. Wenn du ihn nicht überhört hast. Dankeschön. Du Pissnäcke. <laughs> Danke. Ich werde jetzt mal ganz kurz mein eigenes Emo dafür verwenden. Yes! Was übrigens glorreich ist. Ja. Die Emo hat übrigens, das sollten wir vielleicht auch sagen, ne? Ja, die, die, bitte. Die ähm, Tia gemacht oder Wanlau ja. auch genannt. Sehr, sehr gute Emo-Zeichnerin. Und was momentan auf 10 und auf 25 ist, wird nachrutschen. Ah ja, genau. Die ja, bleiben nicht dort, sondern genau. die rutschen nach. Genau. Das ist quasi unser Showcase. Genau. Haben wir denn noch so für wundervolle Spiele auf der Liste? Mm. Auf das nächste Spiel freue ich mich tatsächlich. Iconoclasts. Was? <laughs> kennt was? Gesundheit. Keiner. Iconoclasts ist ein, ein Mann-Projekt, ist sieben Jahre bereits in der Entwicklung ähm, und erinnert mich so ein bisschen an die Story von Oldboy. Ähm, ich weiß nicht, wer das High-Bit-Adventure halt kennt mit, dem, mit der Eule. Mhm. Ähm, kam ja damals, war super lange von einem in der Entwicklung, ist eingeschlagen, mehr oder minder im ähm, Platforming, Jump and Run, wie man das nennen kann, wie eine Bombe. Mhm. Und in dieselbe Richtung geht auch Icono Class. Das heißt, ein Mann, sieben Jahre, ähm, ist halt eben Metroidvania, 20 Bosse plus sollen drin sein, sehr viel Liebe, Herzblut und das Ganze kommt halt eben für PC und Konsole am 23. Januar halt raus. Ne, Entschuldigung, am, doch am 23. Januar. Interesse. Und, ähm, was? Am 24. 23. Ich, ich habe nur ja. bestätigt, ja. Ähm, ja, und wie halt, auf solche Spiele habe ich Bock. Und gerade wenn sie halt eben Multiplattform sind und eben auf die Konsole kommen für Trophys mitnehmen und so. Ich hoffe, dass es halt nicht für mich zu plattformerig wird mit Jump-and-Run-Einlagen, weil das ist genau das, was ich halt eben nicht kann. Ähm, wie jetzt zum Beispiel Hollow Knight war jetzt nicht so meins wegen dem ganzen Plattforming. Ähm, aber wenn der Teil halt für mich erfüllt ist, aber klar, da hat halt jeder eben andere Präferenzen. Wohin erkennt man ein Spiel, das, ist, das ist ein Spiel schon acht Jahre in der Entwicklung ist, Betriebssystem Windows XP SP3 Or Later. Ja. Aber das muss ja nichts heißen, Stardu Valley ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe und der wird wahrscheinlich das auch nicht in einem Jahr gemacht haben. Vier Jahre. Also diese, diese Projekte, glaube ich, sind die, die am besten ankommen, habe ich immer das Gefühl. Also, ich am besten, aber sehr, sehr gut ankommen. Na, sagen wir so, es ist zumindest erstmal ein Indikator, dass jemand Herzblut reinsteckt und um uns nach so langer Zeit halt eben zu machen und nicht einfach nur, äh, äh, irgendwie ein, ein Early Access Cash Grab oder von irgendeinem großen Publisher eine Fortsetzung, die auch nur Geld generiert. Das Hast heißt, ähm, gegen sowas finde ich halt schon mal sehr sympathisch. Hm, bitte? Gerade gegen Blue Hole geschossen. 1.0, hm. Eastwards Ready, Freundchen. Wer ist Blue Hole? Aha. Jetzt <laughs> will er so tun, als wenn wir PUBG nicht kennen, ja? Nee noch nie gespielt. Ich besitze kein Papier. Ohne auf Bestes Spiel aller Zeiten. Ja, also von daher, halt ich weiß nicht, ob das auch was für euch ist. Ich, eventuell für, für, für Slabby kann ich es mir vorstellen, für Sali eventuell auch, weil es eben Trophy hat. <lacht> <lacht> Vielleicht. Plattformer <laughs> bei Sally, ich bin mir nicht sicher. Beim 2D-Plattformer. Und das sind wieder so Sachen, wo ich persönlich mittlerweile sage, durch den, durch den Plankenschnack und auch durch Edge DQ zum Beispiel, habe ich solche Sachen lieben gelernt. Aber ich würde sie niemals selber spielen. Mhm, Zugucken. Aber ich, ich gucke mir das jetzt so an, die Screenshots, und sage mir: Mann, das ist bestimmt voll das geile Spiel. Hat denn keiner von euch auch zum Beispiel Sword Sanctuary gespielt? Doch, Doch, ich. Eine halbe Stunde. Oh nein, ich habe sogar ein bisschen länger gespielt. Mit deutscher, mit deutscher Übersetzung. Die war, ja, die war super. Die war grandios. Die war die so war schlimm, dass ich als Englisch muffel freiwillig umgestellt habe. Nee, wir Englisch. haben die Deutsche durchgezogen und sie war. Oh, da war... sind Quotes entstanden, Alter Finne. Was, wie was kann nicht Wagen hören? <laughs> das war super. Aber ich, ich die hab's nicht wurden. Super. Also die Quotes waren äh, nein, also die Sätze, die, das war. Ja. Ich werde es mir irgendwann nochmal anschauen. Ich weiß nicht, auf einmal irgendwas anderes kam. Eintagsfliege, Aufmerksamkeit wurde woanders hingelegt. Leider, weil ich fand es ziemlich gut. Das hatte mir Spaß gemacht. Das da ja. weiß ich noch nicht. Also, ich bin gespannt drauf. Wie gesagt, werde ich halt verfolgen. Könnte es dann bei mir geben. Weil prinzipiell mag ich halt Metroidvania, sofern halt nicht zu so viel Jump'n'Run halt drin ist. Weil da bin ich halt super schlecht drin und da werde ich salty. Das, ich habe eben schon ein, zwei Bosskämpfe gesehen. Sah ganz interessant halt aus. Ja, hm. wer danach Google findet auf YouTube eben schon, da hatten irgendwie ein paar Leute schon die Möglichkeit für Early-Previews oder so. Da kann man schon ein bisschen mehr auf YouTube halt eben sehen. oder das sah ganz schnuckelig aus. Schauen wir zum nächsten. Jo! Dann, wobei, da sind wir dann wieder beim Spiel, was halt die Zielgruppe sehr, sehr stark eingrenzt. Und zwar heißt das gute Spiel, was am 23. auch rauskommt, The Patient". Ist von den Machern von Until Dawn. Ist ein Horrorspiel für die Playstation 4. Spielt in einem Sanatorium und spielt tatsächlich mit der Psyche und eher in diesem Psycho-Horror, was wir eben vorhin schon angesprochen haben. Um, weil man eben so den Alltag in dieser Anstalt halt durchlebt, soll wieder wie bei Until Dawn mehrere Storytwists geben, mehrere Enden geben, aber das Ganze nicht nur für die PlayStation 4, sondern nur für PlayStation 4 VR. Also, das Nein. heißt, es spricht halt nur sogar diese Headset-Leute an, was, glaube ich, eine kleine, kleine Masse ist. Um, ich bin jetzt hab das Ding zu Weihnachten bekommen. Ich werde mir das Spiel wahrscheinlich anschauen, ähm, aber es werden wahrscheinlich nicht viele, die halt Until Dawn gespielt haben, dementsprechend auch spielen können, was ich halt sehr sehr schade finde und ich weiß nicht, ob es ein Risiko ist, dass sie das halt so eingrenzen und nicht auch in Nicht-VR anbieten. Vielleicht war das nicht so viel Entwicklung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber also, ist halt so ein Halbpreisspiel, die VR Spiele kosten ja alle nicht so viel, ich glaube. Doom äh, VFA kostet 40 Euro, in dem Preis liegt auch in Patient. Also wir so richtige Vollpreisspiele gibt es ja für VR, zumindest auf der Playstation halt nicht. Die kosten dann so 40 Euro. Ähm, von daher, ja mal schauen. Aber wie hat interessiert, was es ist, weil ich Dorn Donald halt eben mochte, bin ich. Ich finde es halt eben nur schade, dass es halt eben viele Leute halt eben ausschließt. Mhm. Ich muss mal wieder VR spielen, ey. Ich vermisse VR. Ich habe keine VR-Brille. Gar nicht. Ich guck's mir dann in dem Stream an. dann ist es jetzt schon. Oh. All ist das schon raus? Bitte? All Out VR schon raus? Nee, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Doom? Nee. Doch, Doom hast du doch gesagt ist raus, ne? Doom VFR, ja, ist draußen. VFR. Ich glaube Virtual Fucking Reality, das F steht da für Fucking. Stimmt. Richtig. Warte ich mir ja, noch ja auch. Wollte, draußen, dies, ähm, wollte Dieses Angeln draußen. unbedingt von Final Fantasy, das wollte ich unbedingt spielen mit der VR, also mit der PlayStation. Problem Dingsbums. ist, das sieht dann im, im Stream auch kacke aus, weil das halt nur in dieser kleinen Auflösung ja dann ist. Und dann, und dann, weißt du, dann willst du den Stream angucken und dann sieht das Spiel halt aus, als würde es auf dem Gamecube laufen. Ja, Finde komm, ich so nicht. schlimm ich ist es nicht. nicht also ich so habe die letzten Abende halt ähm, Dings also gespielt. Die, Skyrim in, VR sah schon ganz schön kacke aus auf dem 2D-Bildschirm. You gotta be Guck effing crazy. Halt Nein, in die VOD als labby ähm, kommt ja dann darauf an, wer streamt mit welcher Bitrate. Klar, wenn, wenn das Material natürlich komplexer ist und du keine Bitrate hast oder so, dann verpixelt es irgendwann. Ich fand es geht klar. Also nee, ist ich meine ich mein halt, wenn das Bild aus der, aus der Brille des Streamers halt erstmal auf ein 2D-Bild, also ne, ein Bildschirmbild gepackt wird. Dann sieht halt nicht mehr gut aus, weil auf der Brille sieht gut aus. Redest da du, bist jetzt du von ja einer mittendrin. normalen Pl oder speziell von PlayStation? Beides. Also bei okay, Play du PlayStation hast ja zumindest bei der PlayStation zwei Möglichkeiten. Du hast ja einmal so den ganz normalen Social Output, dass mhm. du ein planares Bild siehst, wie halt normal. Und ja. du könntest natürlich auch mit dem Switch nochmal abgreifen, was der Streamer sieht in dem Output, ja. wo dann Aber quasi die Krümmungen drin sind. Aber das wird ja trotzdem in 480 oder so. Geld oder nicht? Oder 720? Nein. Das sind also das 1080? Ja, -Gaming gut, sieht der hat Brillenoutput nicht, weil der ist ja irgendwie knapp nur 1080, auf beiden Augen zusammen ist er 1080 mhm. bei der Playstation. Der Social Output ist halt 1080. Qua, von den Details ein bisschen reduziert, weil die Power bei der Playstation nicht in den Social Output geht, sondern in die Brille. Okay. Deswegen ist es ein bisschen reduziert halt. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei Wi-Fi und Rift ist. Dann lasse ich mich überraschen, weil ich habe zum Beispiel Skyrim auf der PSVR gesehen und das sah halt wirklich wie Grütze aus. Das, das, hab ich noch mehr, nicht getestet, das war hab. in meinem Bundle halt dabei, das müsste ich dann mal testen. Aber wie gesagt, ja. äh, guckt ihr einfach, ähm, sind ja auch jetzt mittlerweile auf YouTube, wenn du schnell gucken willst. Mittlerweile, ähm, ich, ich denke, das ist in Ordnung. Also es ist jetzt nicht Grafikgrütze bei den Not a Hero gewesen. Okay. Klar, es ist jetzt halt nicht brillantes, äh, super scharfes, texturiertes, 1080 oder gar äh, 4K oder so, das darfst du halt nicht erwarten. Ja. Und man selbst sieht es eben dann nochmal als Streamer halt eben in der Brille halt besser als über den Output. Aber das sowieso, ist, das, das, das ist weiß okay. ich. Was Klar. kostet die, die PlayStation-Variante? Die PlayStation ist ja die günstigste VR-Variante, ja. die es so gibt. Was kostet die? Äh, Im Cyber Monday war die jetzt im Angebot. Ich vermute mal, da, wo ich die auch dann, ich habe sie halt geschenkt bekommen, wo sie halt gekauft wurde mit ähm, Kamera, mit Skyrim VR 299. Und VR-Worlds, das Game war auch dabei. Also zwei Games, Skyrim, VR-Worlds, Kamera und letztendlich... Ähm, das war aber ein Angebot. Cyber Monday war es, genau. Hm. Also ja, so um den Preis kriegst du die halt eben schon. Wenn nicht, auf das nächste Angebot halt warten. Muss man ja nicht direkt zuschlagen. So, Dizzy, was guckst du dir jetzt an? Und im Chat lese ich, dass Fallout, Doom und Skyrim sind draußen äh, für ja, VR ja, sind. Ja, ja, okay. Also Fallout aha. zumindest nicht für die Playstation. Das kann ich sagen, da ist nur Doom und Skyrim draußen. Also The Billions muss ich mal anstrengen, dann kannst du demnächst äh, VR-Streams wieder. Stimmt, was Ron gerade sagt, morgen wird vermutlich, sind Gerüchte draußen eine neue HTC Vive äh, vorgestellt. Aha. habe auch gehört. Hab ich auch gehört. Also morgen oder in der Nacht auf übermorgen. Ja, wenn wir mal ganz kurz bei dem Thema sind. Dizzy hat so ein Moped. Ich habe jetzt die, die billige Consumer-Playstation-Variante. Ich sag mal, für den Preis, ja, es ist gimmicky. Es lebt und fällt mit den Spielen, die halt eben noch kommen. Qualität ist okay. Ich kann damit halt leben. Also, wie hat viele sagen, ja, okay, halt nicht monstermäßig Auflösung, nicht monstermäßig FPS. Also, maximal Full HD 60 FPS mit einem leichten Fliegengitter-Effekt auf der Playstation. Also, in der Brille, der mir aber beim Spielen halt dann nach ein paar Minuten nicht mehr auffällt. Um, ist halt wie bei den alten Beamern. Wenn er halt die hat, ist, hat es da auch einen leichten Fliegengitter-Effekt. Viele haben sich echauffiert, Mich hat es damals halt nicht gestört, halt eben mit einem großen Beamer zu gucken um, und so einen leichten Fliegengitter-Effekt zu haben. Klar sind da halt eben die Klamotten verschieden. Es macht schon Bock. Also, das kann ich nicht abschreiten. Klar, man hat ein bisschen mit Motion Sickness zu kämpfen, je nach ähm, Spiel. Ich hätte da Bock drauf, halt eben mit, mit besserer Hardware, wenn er noch mal rauskommen würde, irgendwie mit mehr FPS, schönere Auflösung. Was sagst du dazu, Dizzy? Also, ich denke schon, das ist heißer Scheiß. Wenn es eine Unterstützung halt bekommt von den Entwicklern in, in Richtung gute Spiele. Ja, das ist eben das Ding, so. Ähm oh, er ist mit rumteleportieren und rumteleportieren ist Jauche. So, das halten wir mal kurz fest. Dieses Hinzeigen und dann. Ist Hell, auch nicht so, da aber so bestimmt mehr als 50 Prozent der Leute, die spielen, sich mit dem Controller nicht bewegen können und das absolut nicht geil finden. Ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen, falls ihr das mal ausprobieren könnt, setzt euch mal eine Brille auf und dann bewegt euch mal mit den, mit den Sticks und nicht mit Teleportieren. Also vor die allen Spiel, Dingen seitliche Drehungen, also diese Drehung. Das fühlt sich an wie Schlittschuhfahren. Also, ich finde es mega geil. Und dadurch ist VR so. Ja, ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass Doom geil ist oder auch Fallout geil ist, weil genau diese Feature irgendwie fehlen, die man, die man kennt. Und ich, ich glaube immer, dass das dass auch diese, wie bei Arizona Sunshine oder Sunrise, das ist auch Sunshine. mit so rumteleportieren und so ein Quark. Und ich glaube, das macht die Spiele kaputt. Ich bin eher der Meinung, dass sowas wie, oh Gott, wie hieß denn dieses Rätselspiel, was wir gespielt haben, Mann, das war großartig. Oder oder Rennspiele, dass das gut ist. Oder im Endeffekt ist ja, ist VR-Spielen nur Ballerspiele. Größtenteils. Also die größten Spiele sind Ballerspiele. Sei was ich es, komisch finde. Sei es Deadbury, sei es äh, die, der Roboterkäse, Arizona Sunshine, Climb war zum Beispiel sehr cool, das war mal sowas anderes. Äh, Climb ja, wobei ist diese Spiele, wie sie, wie sie ich meine, Time Crisis, ne? damals hast du mit der Lightgun auf dem Fernseher gespielt, was jetzt mit den neuen LED-TVs äh, halt relativ schwierig wird. Und deswegen hast du es jetzt quasi in VR mit deinen Knüppeln. Im Endeffekt ist es halt ein, eine Wiederbelebung eines oh. uralten Genres. Ich finde es halt komisch, weil ich persönlich, was ich an Erfahrung gemacht habe und das sind nicht viele, aber ähm, für mich funktionieren Cockpit-Spiele am besten, also wo man sowieso schon sitzt als, als äh, Spielfigur oder als, als Protagonist, wie jetzt ein Dogfighting-Spiel, also ein, ein äh, Elite Dangerous zum Beispiel oder halt Rennspiele im Allgemeinen, so, wo du einfach sowieso sitzt und dann kannst du halt auch das gleiche tun wie, wie eben der Spieler im Spiel oder eben third-person-Spiele, wo du wirklich hinter der Person bist, die spielt, sei es jetzt ein, ein Jump'n'Run oder ein Plattformer. Ähm, das fühlt sich viel besser an als ein first-person-Spiel, wo du dich halt irgendwie mit dem Kopf umdrehen musst, aber gleichzeitig Echt? eben auch mit dem Kopf zielen musst. Und das hm. finde ich so unangenehm. Oder dich dann eben mit dem, mit dem Gamepad bewegen musst, obwohl du halt eigentlich derjenige sein sollst. Das nimmt's halt ein bisschen weg, wenn du halt rauszoomst. Und dadurch macht es viel mehr Sinn, dass du eben dann ähm, einfach jemandem hinterherfliegst, den du mit dem Gamepad steuerst. Und okay. deswegen verstehe ich nicht, warum die halt so krass auf First Person setzen, wenn Third Person finde ich viel angenehmer ist. Sagen wir mal so, was ich zumindest jetzt sagen kann von, von dem Resident Evil spielen, es ist halt schon ein ganz anderes Level der Immersion, wenn du das in First Person spielst. Und tatsächlich ja. von dem, wie es sich oder besser wie es aussieht und sich größtenteils anfühlt, ist auch mega geil. Das Problem ist halt, sobald es halt schnell und hektisch wird. Ich bin bis jetzt im Moment noch bemüht, mich relativ langsam zu drehen, ähm, eben um keine Motion Sickness zu bekommen. Aber es gibt halt eben Bosskämpfe, da musst du dich halt schnell umdrehen, schießen, schnell umdrehen, wegrennen. Und dann musste ich nach 40 Minuten sagen, okay, ich muss abnehmen. Motion Sickness fühlt sich gerade nicht gut an. Ähm, die Gefahr ist halt. Es ist halt eben so, ein, so eine Mixtur aus, ja, absolut awesome, geil und das war jetzt aber zu viel. Um, ich glaube, die experimentieren halt noch viel, was geht. Um, ja. Man sagt ja halt eben: je mehr FPS, desto weniger Motion Sickness. Vielleicht muss die Technik auch nochmal reifen. Warte vielleicht mal ab, bis sie vielleicht eine 2K-Auflösung mit 144 FPS auf diese Brille halt projizieren können, dass es dann vielleicht halt eben besser wird. Um, viele haben im Chat schon geschrieben: egal was gemacht, mir wurde schlecht ins Cockpit gesetzt, mir wurde schlecht. Klar, es zieht halt eben schon, wenn du dich halt in dein Golf GTI in GT Sports setzt und über den Nürburgring äh, heizt, es zieht halt schon in den Magen. Macht halt das schon was. Ist unglaublich geil. Das ist das Geilste, was ich hier erlebt habe. Holy moly, mit dem Lenkrad das Ding anbrennen. Oh, ich, ich liebe Project Cars. das könnte ich stundenlang machen. Das könnte ich acht Stunden lang, ja, könnte ich in fahren. Ob die Leute dann, die ähm, auch Achterbahn fahren mögen, vielleicht sind ja aber auch Leute, die das probiert haben und sagen, ich mag auch das Gefühl beim Achterfahren nicht. Klar, dann ja. ist das VR-Thema vielleicht nicht das Richtige, weil das, das, das Gefühl ist fast dasselbe. Nee, ist es nicht. Es ist einfach nur schon. die Kopfsache. Es, de, 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 dein Körper zieht ja überhaupt nicht. Naja, du merkst nicht, kurz, jetzt die, du mehr, nicht die, die G-Kräfte oder so, aber tatsächlich, ja. was so in den Bauch halt reingeht, wenn er halt die Achterbahn runterfährst, Das hast du auch beim VR, wenn er dann in die ja, Kurve geht aber, oder so. Nicht so ausgeprägt halt. Aber es ist vorhanden, ja, das stimmt. Ich suche halt immer noch eine HDMI-Verlängerung für dieses blöde Ding. Damit ich mir das wieder an die Decke hängen kann. Hm, was, für, was für ein Ding. Ich brauche eine HDMI-Verlängerung für meine, für meine äh, Brille. Weil die drei Meter Kabel reichen nicht. Weil ich habe meine Brille sonst immer oben an der Decke gehabt, dass ich sie abnehmen kann und mir aufsetzen kann. Weil ich will das Kabel von oben haben, damit dass ich mich frei bewegen kann. Uh, kannst du nicht. Ja, gut, okay, mit dem Switch würde es ja nicht viel gewinnen. Ein Switch dazwischen klemmen? Nee, funktioniert nicht. Okay. Hm. Ich keine, hm. Ich habe noch keine funktionierende gefunden. Ich habe schon zwei ausprobiert, aber ich kriege dann immer kein Bild hierher. Das ist ganz komisch. Ja, ja weil HDMI-Kabel eine Längenbegrenzung haben, ne? Also ab einer bestimmten Länge. Ja, ab einer bestimmten Länge hast du Verlust, ja. Genau. Da brauchst du irgendwo so, so ein aktives Philippfanz, aber ich habe halt, wie gesagt, noch keine Ja, wobei, Pfunde. was ist die Länge? also ja, du brauchst einen Signalverstärker dazwischen, oder? Ich habe jetzt, glaube ich, äh, drei Meter, aber ich brauche mindestens sechs, sieben, acht Meter. Also ich habe äh, <laughs> wenn du vielleicht Interesse hast, können wir uns einigen. Ich habe ein Millionen Dollar Kabel im Wohnzimmer von meinem Beamer, 15 Meter Ölbachkabel kostet wahrscheinlich fast so viel wie ein halber Beamer, aber es geht halt schon. Was? Hm? Wofür hast du das? Vom AV Receiver quasi durchs Wohnzimmer oben an die Decke zum Beamer. 15 Achso. Meter. Ölbach. HDMI. Geht schon. Kostet halt nur scheiße viel Geld. Mhm. Ja. Nur ein Kabel. Ja, aber Kabel habe ich genug, aber dafür leider nicht. Das ist ein bisschen doof, weil das, was ich gar nicht mag, ist das Kabel, wenn du das zwischen den Beine hast, so bei gewissen Sachen. Beim, beim Fahren ist das egal, also wenn du sitzt, aber so, wenn du dich frei bewegen willst, das ist das einzige Hindernis, sonst würde ich auch wieder, äh, sonst würde ich viel mehr spielen. Ja, ich sammle erst die ersten Erfahrungen, wie deswegen bin ich auch auf Impatient halt gespannt, um mal wieder den Bogen zurückzuspannen. Ähm, ich kann ja verstehen, wenn es Unmut äußert, dass es das halt viele nicht spielen können. Mal schauen, was die Zukunft für VR halt bringt. Wie gesagt, ich werde mal reinschauen und gucken, was das kann. Beim nächsten weiß ich nicht, ob ich reinschaue, weil ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich <laughs> auch ehrlich nicht. gesagt beim nächsten Spiel, ich habe Trailer geguckt. Ich sage dazu, ich kenne den Anime nicht. Es geht um The Seven Deadly Sins, Kingdom of Britannia. Nights. Kommt. Äh? Ja. Entschuldigung, Nights, Entschuldigung. Ähm, am 25. Januar kommt es für die PlayStation 4 raus. Ich weiß nicht, ob das ein Brawler ist. Ich, ich kenne den Anime nicht. Ich weiß nicht, ob das ähm, ein JRPG ist. Wisst ihr das, Chat? Weil aus den Trailern. Keine Ahnung. Ich habe mir mehrere Trailer angeguckt und für mich sieht es tatsächlich aus wie verschiedene Charaktere wählen aus dem Anime und dann einfach nur in diesem typischen, so wie Sakura, diese Sakura-Spiele, wo man dann halt auch gegen Bosse kämpft, aber halt ohne Möppis, sondern halt nur Anime. Aber mehr als das sieht es jetzt nicht aus. Du spielst halt gegen eine CPU, vielleicht gegen einen anderen Spieler, der dann mit dir zocken kann im Online. Aber so richtig Gameplay habe ich in dem Spiel noch nicht gefunden. Ja, yeah, das ist das Problem. Das kann halt. Ich weiß nicht, was es ist. Und ja. in Anzeigen hätte ich jetzt gesagt. Es ist ein äh, Ein äh, ähm, Beat Up. Beat'em Up? Ja. ja. Aber teilweise, teilweise hast du dann unten rechts noch irgendwie was für eine Gruppe oder so drin gehabt, wo ich dachte ja, ist das dann Gruppenbrawling? <laughs> Keine Ahnung. Also von daher tut mir leid, das ist halt nicht meins. Ich weiß nicht, äh, ob da jemand Expertise über dieses Game besitzt. Oder den Anime? Ich leider nicht. Da bin ich raus. Ja. Also ich weiß zumindest, dass ähm, Leute wie Serium zum Beispiel da sich sehr darauf freuen. Vielleicht könnte der mehr im Chat schreiben, wenn er zufällig da wäre. Keine Ahnung. Also ich bin da raus. Übrigens sehe ich gerade laut äh, Amazon, kommt es erst im Februar raus. Verdammt. Grad meiner Recht? Quelle war es Ende Januar. Also keine Ahnung. Mm. Was sagt denn PSN-Store? Bandai Namco sagt auch 9.2. Ah ja, okay. Okay. Dann hatte sich. Ja, gut. Fake News! Fake News! Stimmt, 9. Februar sagt auch PSN. Verdammt! Gibt's ja, ja gut, nicht ein Fake news mode Fake Aber News! <laughs> Fake News! Stimmt. Habe ich natürlich extra eingebaut, damit wir das Emote spammen können. <lacht> 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 oh Mann. Das nächste. Tatsächlich. Damit könnte ich eher was anfangen. Hat nämlich damals schon ähm, auf dem Amiga 500 war es glaube ich noch A Train oder ö Train oder wie man das ausspricht gespielt. Und äh, es kommt wieder mal ein Zug Aufbau Strategiespiel, wo es darum geht, Gleise zu verlegen, Züge zu planen, äh, ein bisschen Wirtschaft zu machen. Railway Empire am 26. Januar für den PC, glaube ich, aber auch für die Konsole ähm, kommt das Zugspiel raus und wird mal wieder was mit Zügen zu machen. Ne, das sind Züge. Warum nicht? Ja, äh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal, wie gesagt, ist ewig her. Und ähm, das Ding ist wohl schon länger in der Entwicklung. Und das, was man so sieht, sieht ganz schnuckelig aus. Also könnte man sich vielleicht mal anschauen. Ja, sieht ganz interessant aus. Tatsächlich. Sieht ich stehe auch aus. Ja das könnte ja total man Sachen auf freischalten. Züge. Auf so Aufbausituationen. Ich stehe ja total da drauf. Ne? Und immer wenn ich das sehe, kriege ich so einen Einschuss. So, oh ja, ich will das spielen. So geht es mir auch bei, ja, bei halt Zu und solchen Sachen, aber. Zwei Modi aber, oder zwei Sichten, halt eine dass du halt eben alles super planen kannst und dann kannst du halt in diese 3D-Welt halt umschalten, mit dem Zug halt mitfahren. Ja, das ist, glaube ich, die Planungssicht, ähm, was halt eben einfacher bzw. dann auch eben schöner zum Angucken macht, je nachdem, welch, welche Sicht du halt eben einschaltest. Ich war nur in Tim Park World gut. Traurig, aber war es. Ist so. Ich habe auf sowas immer Lust ich mein und dann Beispiel, verliere ich oder? die Lust, okay. weil es mir oft zu komplex ist und weil ich dann viele Sachen nicht verstehe, weil ich einfach nicht mit, mit Zügen und so keine Ahnung habe und dann. Aber ich werde mal gucken. Spielt das jemand von euch? Hat das ja, jemand so von euch auf dem Schirm? Wirtschaftssimulation ja, wir mag ich ja eigentlich. Und wenn die mit was anderem nachkommen, dann. Also so Wirtschaftsaufbaustrategie quasi. So sieht das ein bisschen aus. Egal, ob es jetzt irgendwie Planet Coaster war oder sonstiges. Ja. Sieht gut aus. Vielleicht ziehe ich ja. mir das mal rein. Das ist, ist glaube ich, so mein Lieblingsgenre. Ja, die habe ich früher halt viel gespielt. Ja, Gerade wurde gesagt, ich sollte mir dann auch noch mal Transport Fever angucken. Sagt mir nämlich ad hoc nichts. Ähm, ja, ich habe halt damals sehr viel Zeit in, in Art train oder Earth-Train oder wie man das Ding da hier heißt, äh, verbracht und habe da echt gerne gespielt. Um, die letzten Aufbaustrategiespiele haben mich alle irgendwie nicht abgeholt. Ich weiß es nicht warum. Kommt halt leider am 26. Januar raus, ne? Das ist wohl wahr. Das ist ja ist der, der stärkste den... Release an dem Tag. Mhm. Das Zugspiel. Ja, ja. <laughs> da das Spiel jetzt das ist quasi das Zugpferd des Tages. <laughs> ja, genau. Ja, mehr kommt halt da, da nicht, oder? Nee, Außer am den 26. Da kommt gar nichts. Ich für den PC. Natürlich, nicht für PC. Shots natürlich feiert. kommt ein super geiles Spiel am 26. Und zwar PC, Dragon Ball Fighter 7, Mann. Da warte ich seit Jahren drauf, endlich <laughs> als Son Goku mhm. andere Leute aus dem Universum von Dragon Ball wegzuklatschen. Noch ein Brawler. Irgendwie ist äh, der Januar voll mit irgendwelchen komischen Brawlern. So also, wenn du jetzt erwartest, dass ich dazu was sage. Ah, nee, nicht Tekken Street Fighter. Das Dragon Ball, nee, ich habe keine Ahnung von Dragon Ball. Ich weiß, da sammeln die zwölf Balls und dann wünschen sie sich was und kämpfen immer über 20 Episoden. Das ist alles, was ich weiß über Dragon Ball. Ich weiß nur, dass der Kamehameha. Lüst... Genau. Und Ach, der lüsterne ja, alte ah, okay. Mann, der, dieser Schild, der Schildkrötenmann, dieser nee, lüsterne alte, den finde ich super. Ja, den mochte ich auch. Stimmt. Mit dem kann ich mich immer identifizieren. Ja. Ja. Es gibt zwei Lebensbalken, man haut aufeinander drauf und wessen Lebensbalken als erstes kaputt ist, der ist gestorben. Jan hat gewonnen, fertig. Das halt mit Dragon Ball. Ich mag diese Art von Spiel nicht so, so, ger so gerne. Da gibt es auch, äh, Naruto ist, glaube ich, sowas ähnliches und äh, mh, ist nicht so meins. Ist nicht so meins. Nee, sieht ganz ja schon episch gesagt. aus, aber. Es, es sieht gut aus, aber es, so spielerisch ist es nicht meins. Äh, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster der Blamage. Das ist doch aber auch an so ein Anime angelehnt, oder? Ja, Dragon Ball. Ja, ein Dragon Ball. Ja, kenne ich nicht, deswegen frage ich, sorry, also ich, ist es wahrscheinlich eher wieder so Richtung Fanservice, dass die vielleicht, die auch den Anime gucken, dann abgeholt werden, um es mal ein bisschen mit Kloppen spielen zu können. Das heißt, ja. vielleicht liegt es daran, dass ich das nicht kenne, weil ich auch den Anime. Manga-Ding da nicht kenne. Das sind sieben Dragon Boys. Es tut mir leid, liebe Dragon Boys-Fans. Hast also du gerade den Chat getriggert? Ja. Kostet halt 60 Euro, ne? So, hier gleich mal wieder. Oh, nee, warte, das war falsch. Das kostet halt einfach mal dezente 60 Euro. Erst ja. hat nämlich getriggert, jetzt habe ich getriggert. Fake News. Chat geht crazy. Mhm. Upsi. Nein, ich kenne kein Dragon Ball. Tatsächlich, nein, ich bin kein anime gucker Ich habe nicht einmal so ein Ding alt. gesehen. Zu meiner Zeit hat man noch Captain Future geguckt da drauf. Ihr Raufbolde. Jetzt guckt ihr euch solche kleinen, abgewürchten Würmer an, wie sie sich auf den Kopf hauen da. Und Lüstetgründen, Mann. Between euch, die, Kleine, Bobo die, Bobo die aus den Games kommen. Bobo Bobs Beste. So, die kennt wieder keiner. Hm. Die kleinen Fußballstars habe ich immer geguckt. Das war viel cooler. Nein. mir. Die kleinen Fußballstars? Ja. Kickers. Nein, nicht. Was? Kickers. Tsubasa, Mann. Tsubasa war wie cooler als Kickers. Da gab es doch noch zwei. Dann gleich zu Mila. Volleyball war sowieso das Beste. Ja. Sable Rider, Mann. Sable Rider. Oh, Saber Rider kann man, Saber man Rider jetzt übrigens auf Amazon gucken. Echt? Boah, ich weiß, was ich heute Abend mache. Nee, wobei heute Abend kommt, morgen Abend kommt die neue Star Trek Discovery-Folge. Ich glaube, die Sommerpause. Morgen! Morgen! Ja. <laughs> ja, ich bin schon heute da gesessen vor Netflix und ich so, oh Schatz, was Ehrlich, gehst du? Was ist los mit dir? Kein Star Trek mögen, kein Anime mögen. Mann! Oh, ich freue mich so. Star Trek Discovery geht weiter. Ja. Uh -uh. Vor allem, nach den dicken Cliffhanger. Oh, Boah. Das so toll. Oh, ich werde mir die letzte Folge noch mal angucken. Vielleicht gucke ich mir alle Folgen noch mal an. <laughs> Warte mal, streame ich morgen? Oh Mann! Ähm. Oh, ich freue oh mich voll drauf. Ich auch. Oh, das ich habe in der so Zwischenzeit toll. tatsächlich zwei Staffeln Enterprise geguckt mit Captain Archer, weil ich nicht mehr wusste, was ich gucken sollte. <laughs> habe ich die alte Enterprise nochmal geguckt. <laughs> ja. Oh, das ist so großartig. Ich freue mich so drauf. Uh. Lass dir schmecken. Hey, ich habe gedacht, wir dürfen hier nicht essen. Wer, wer sagt denn, wir dürfen hier nicht essen? Wir dürfen hier nicht essen. Wir essen hier nicht. Guck mal, guck, wie lange er jetzt braucht, um zu antworten. Weil der Mund so voll ist. Was ist das mit Snickers? Oder sind es die Knoppers-Regel? Oh, die Kaffst Lustige nicht, sind gut. Krasslich, oder? Sind die <laughs> lecker? Mein, mein, mein Blutzucker war gerade im Keller, als ich all diese Sachen gehört habe. Star Trek? Muss nicht kurz Stabilisieren? Okay, seid ihr fertig mit eurem komischen Philiphanz hier? Wow. Wow. Ich habe noch mehr, <laughs> wow. also ihr könnt ruhig noch weiterreden. Was ist du denn Der da? Das ist wirklich Knoppersriegel. Das ist ein Knoppersriegel, ja, es ist blau. <laughs> Verdammt. Ähm, ja. Tatsächlich. Am 26. Auch so ein unbekanntes, ja. unwichtiges Spiel eigentlich. Also das Wichtigste haben wir eigentlich schon durch. Jetzt kommen nur noch <laughs> 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 Kleinigkeiten, <lacht> genau. Die Nein, cool. wahrscheinlich, um mal die, den Zynismus rauszunehmen. Das einzige wirklich wohl Triple-A-Spiel, was. Viele wahrscheinlich AAA ist und wo viele darauf fiebern Im Januar Monster Hunter World. Leider nur für PS4 und die Xbox. Der PC-Release hat sich verschoben auf nicht unbestimmte Zeit, aber eher so Richtung Oktober. Also ja, fast ein halbes Jahr später. Das ja, heißt, die Consoleros kommen halt erstmal in den Genuss, Monster Hunter zu spielen und das Ganze am 26. Ich habe die Beta gespielt. Hat mich nicht unbedingt abgeholt gefühlt, aber viele haben halt gesagt, ich habe viele Fans bei mir im Chat von dem Ding. Ich soll es mir trotzdem angucken, weil viele Dinge halt gar nicht erklärt wurden in der Demo, ähm, die halt ja im Playstation Network stattgefunden hat. Und ähm, Crafting wurde halt gar nicht behandelt, was halt eben so das Hype-Ding in diesem Game sein soll. Ähm, ergo werde ich halt mal nach der Remake mal reingucken, ob ich es halt lange spielen werde oder gar hart grinden werde, weiß ich nicht. Um, ich habe halt noch nie Monster Hunter gespielt. Wird mein erstes. Ich hatte halt nie die passenden Plattformen zu der Zeit, als die Dinger rausgekommen sind. Und ähm, ja, mal schauen. Die Demo habe ich halt gespielt. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, weil wir halt nicht jetzt mit der Serie groß geworden oder super verbunden. Ich habe die Demo gespielt. Oder wir haben die Demo gespielt. Und als wir nach fünf, sechs Versuchen diesen, diesen, diese schweren Monster besiegt haben. War für mich gleich, wird das mindestens einen Monat lang spielen, wenn nicht sogar zwei. Also, so ein Gefühl hat mir ein Spiel schon lange nicht mehr gegeben. Da freue ich mich echt drauf. Mega. Also bei euch hat die Demo halt getriggert. Ja. Und es war das erste Mal Monster Hunter. Ich okay. habe das mal auf der PSP gehabt, aber es war so, uh, ja. Und ich habe immer so ein bisschen neidisch auf die wie damals geschaut gehabt. Ich glaube, da gab es das und. und und mhm. in Asien ist damals für PlayStation 3 eine Monster Hunter Version erschienen, aber nur für den asiatischen Markt. Und ich war so wild darauf. Ich wollte das unbedingt spielen. du Singleplayer oder Multiplayer gespielt? Multiplayer. Okay. Ja, du, ich habe Singleplayer gespielt. Ich habe es halt eben zweimal durchgespielt äh, mit Waffe A, dieses komische brennende Feuerschwert. Ich habe es Schwert genannt. Hab die drei Missionen gemacht Solo. Hab die auch geschafft. Ähm, bin noch mal zurückgegangen, habe mir eine andere Waffe genommen, diese komische Kleve. Um, oder Stabklebe, wo du so springen mhm. kannst irgendwie, mhm. keine Ahnung. Hab die genommen, damit war es noch einfacher. Insektenklebe. <laughs> ja, genau. Hab die. Bin damit nochmal durch die drei Missionen durch und hab halt beides mal mit beiden Waffen halt die Mopeds da umgehauen. Solo. Konntest du und, nur zwei Waffen auswählen? Äh, Im Multiplayer nee, hast du halt alle nicht, Waffen. Nein, du hattest alle, oh. aber die haben mich halt nicht ja. interessiert, weil die ja noch größer so. und langsamer waren. Ich nee, find aber find halt, Doppelhand und Bogen, es gab ja, zwei einzelne Waffen. Trainingsraum getestet. Bogen war jetzt nicht so meins, die Doppelhand war alles nicht so meins. Also die beiden Waffen habe ich halt eben direkt in den halt getestet, die anderen halt im Combatraum natürlich oder Übungsraum. Ähm, ja, ich habe das halt eben gemacht und habe die umgehauen, hatte jetzt nicht viele Probleme damit und habe mir gedacht, ja gut, wenn da das Gameplay ist, du gehst da hin, haust einen Mob um und fertig. <laughs> ist jetzt nicht sehr spektakulär. Und äh, ja, und dann haben eben viele im Chat gesagt, ja, Eben die Faszination kam halt eben nicht rüber aus Monsterteile jagen, Waffencrafting, aufwerten, höhere kaputt zu machen, weil ich halt eben hingegangen bin und sofort alles umgehauen habe. Ähm, war ich halt eben tatsächlich eher ein bisschen enttäuscht. Und dem ähm, und Singleplayer. Und dem Singleplayer, ganz genau. Ähm, ich werde dem Spiel eine Chance geben. Ja, Ob es halt eben was ist, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ja. Das weil eigentlich mag ich ja auch. Combat Games. Ich habe halt eben die, ich nenne es mal Klone gespielt. Also Tukiden habe ich gespielt mhm. auf der Playstation. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auch gibt für den PC. Um, das war ja mehr oder minder auch so ein Monster Hunter-Klon. Ich habe halt God-Eater gespielt, das ist ja auch so ein Monster-Hunter-Klon. Um, die gehen ja alle so mehr oder minder in die Richtung, gehe raus, in, in eine Mission, töte Mobs, um irgendwas zu looten, um halt aufzuleveln, um bessere Mobs umzuhauen. Um, das ist eben ja auch Tukiden und God-Eater. Und da God die habe ich gespielt. Und die waren ganz lustig, weil sie halt eine. Eine lustige Story halt hatten. Ähm, ich habe es aber nur die Story durchgespielt. Ich habe es jetzt halt eben nicht quasi 100% gespielt, ähm, sondern nur einfach die Main Story. Ich freue mich mega drauf. Ich werde die Solo-Kampagne spielen und danach suche ich mir alle, alle, die da spielen. Und dann wird da online und dann wird da alles kaputt gedrescht, weil ich brauche 10.000 Drachenschuppen für das, für die mega coolen Rüstungen und für meine Waffen zum Upgraden. Und ich freue mich wie doof, ne? Ich, ja. ich, mega. Ich freue mich da richtig dolle drauf. Wäre es nötig, eine PS Pro zu haben, PS4 Pro? Das Spiel läuft bestimmt besser auf PS4 Pro, ja. Du Stefan könntest schon bei der Beta auswählen, ähm, ob das Spiel eher auf Framerate, eher mh. auf Grafik oder was war das, dritte Auflösung oder so gehen soll? Ähm, Performance. Performance, ja, genau. Also, Stefan hat es auf der normalen gespielt. Und äh, er hat gesagt, es ist okay, aber die kamen schon ganz schön, also, ne? Und wir hatten dieses äh, Angebot genutzt bei äh, GameStop. Haben wir die Playstation 4 hingebracht, äh, drei Spiele dazu und haben dann für 99 die Pro mitgenommen. Dieses Angebot haben wir genutzt bei GameStop. Warte, und du gibst so haben... deine Playstation und drei Spiele ab und bezahlst ja. noch 99 Euro obendrauf? Ja. Statt dass sich 400 oder 300 bezahlt, zahle ich 99. Und dafür, das war, muss man dazu sagen, eine Release-Playstation äh, 4. Also die wirklich vom Release-Tag her. Und ja, also die drei Spiele, die ich abgegeben habe, war äh, 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 dieser Teenie-Slasher. Das waren alle Spiele, die ich über Plus-Mitgliedschaft nochmal bekommen habe. Also habe ich sie abgegeben, weil ich habe sie ja als Plus-Mitglied. Und Kein wenn Problem. Wenn ich drei Spiele abgebe, dann sind die mehr wert als... Äh... Nee, das, was ich abgegeben habe, war... Also das war in Ordnung, so absolut. Okay. Naja, wobei, ich meine, je nach Rebuy, gib einfach mal ein, was du für ein gebrauchtes Spiel gehst oder bei eBay. Maximal, wenn's, wenn du Glück hast, noch 20 Euro. Das sind drei Spiele, 20, 40, 60 Euro und 99. Das heißt, du hast ungefähr 150 Euro ähm, an... Kosten plus den Wert deiner Konsole. Wie alt, was kriegst du für eine gebrauchte? PlayStation 4, First Day Release. Von daher 150 müsste sie dann nochmal an Wert bringen, damit du auf 300 Euro kostest, um 299 für die Pro ausgegeben zu haben. Von daher das Angebot ist schon okay. Also ähm, da Aber kannst du halt echt die nicht meckern. Mit ihrer Umtauschaktion. Nee, weil Haller Hills, das ist total verbuggt auf der Playstation. Man kann es nicht auf 100% spielen. Das haben wir zum Beispiel dazu gegeben. Hier ist kann mal passieren. Ja, vor allem, ja, ich, ich und, weiß nicht, hängt ihr an Spielen, die ihr tatsächlich Retail habt und ja. durchgespielt habt? Mir ist das egal, die ah, können danach ich weg. Nicht, ich habe eine Schuhen. Riesensammlung. Wirklich, das ist, das geht schon ins Messi sein. Ich habe eine riesen Playstation 3 Spielesammlung und eine wirklich große Playstation 4 Spielesammlung. gut, da bin ich mittlerweile echt pragmatisch durchgespielt, kann weg. Nee. Oh nee, bist du verrückt. Ich habe aber auch nur 15. <laughs> Ja, also ich bin da so aber wenn ein Messi. Hab, hab ich habe so richtig schöne silber Ja, ich, ich habe es halt hm. eben mehrfach mitgemacht bei verschiedenen, sage ich mal, Entertainment-Formen. Du fängst halt an zu sammeln. vhs kassetten Playstation 1-Spiele, plötzlich kommt was Neues raus und ähm, du kannst das alte nicht mehr abspielen. Dann hast du DVDs, hast Playstation 2-Spiele, dann kommt eine neue Generation, du hast plötzlich eine Playstation 3 und Blu-rays. Gut, Blu-rays kann jetzt noch DVD abspielen, aber... Ähm, ihr wisst worauf ich hinaus will, es kommt immer irgendwas Neues raus, was das alte nicht mehr abspielen kann Und das alte Gerät schließt du irgendwann einfach nicht mehr an. Ich habe heute noch 200 VHS Kassetten, ich habe nicht mal meinen Videorekorder. <laughs> Keine Ahnung. Ich habe noch 1000 DVDs, aber die guckt keiner mehr, weil mittlerweile mehr Netflix on demand äh, im schlimmsten Fall finde ich schneller auch für 4.99 mir einen Film irgendwo zu streamen, als dass ich die DVD im Regal finde. Also ich ähm, habe immer noch die die NES Kassetten oder wie die auch hießen. Game, Spiel. Wie hießen die denn? Ich fällt nämlich nicht mal ja, den Namen. Ich hatte rein. keine Nintendo-Dinger. Die Datenträger. Und die werde ich auch immer haben, weil da einfach nostalgischer Wert dran hängt. Aber jetzt so an, an CD-Höhlen oder Spielehöhlen, muss ich persönlich sagen, hänge ich auch nicht mehr so. Bei einzelnen Spielen, okay. Aber alles brauche ich nicht. Cartridges, danke. Genau. Kostet diese, diese 4K-Blu-ray-Player immer noch 400 Euro? Nee. Ich glaube nicht. 400 Euro. Der sollte so langsam. Können kann die. Ach nee, die PlayStation 4 kann nicht 4K Blu-Rays abspielen, ne? Kann er nicht. Das ist das Problem. Achso, da meinte er die Xbox. Meintest nee. du die Xbox? <laughs> die, 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 kann, die PlayStation kann auch keinen 4K. Hm. Nee. nee. deswegen meinte ich ja, ob du mit 400 Euro gerade die Xbox One X meintest. Nee, ich meine die PlayStation. Nee, die kann er nicht. Nicht, dass ich wüsste. Mm -mm. Hm. Deswegen sage ich ja 4K Blu-Ray äh, Blu-Ray-Player, weil das kann sie ja scheinbar. Nein, das kann sie nicht. nicht ob sie kann, kann Blu-Rays abspielen. Blu-Rays ja, aber, aber ich glaube keine 4K Blu-Rays. Das war immer das Problem bei genau. der Playstation, was bei alle dann verwundert haben, als sie die angekündigt haben, dass mhm. die Pro keine ähm, weil eigentlich war die Playstation immer noch ein zusätzlicher DVD-Player, der immer das Neueste des Neuesten abspielen konnte. Ja. Und bei der Pro haben sie damals eben gesagt, die kann das nicht. Also, Chat sagt zumindest, Xbox One kann es, die Playstation kann es nicht. Wie ob stimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich meine, das, das ist richtig so. Mhm. Ja, gut, aber wie viel 4K Blu-Rays gibt es mittlerweile? Ich habe keine einzige. Das Geld gebe ich nicht aus. Geht eigentlich mir mehr darum, dass der äh, so bessere Grafik und sowas. Aber das ist, ich habe mir da da so ein, zwei Videos angeguckt das ist für die Guts, für, für, für die Mobile es ist, ist immer noch ein großer Unterschied zu Computer. Zu was? Computer. Achso. jetzt für Monster Hunter hätte ich gesagt, okay, gut, vielleicht kaufen wir uns mal so einen Pro-Hobel, aber ich wehre mich da noch so vehement gegen, mir so einen Pro-Hobel zu holen, weil ich da einfach nicht die Verbesserung sehe muss unmöglich. aber sagen, grafisch ist, ist der Unterschied ehrlich gesagt für mich nicht mehr so extrem zwischen PlayStation und, und PC. Klar ist der da, aber wenn ich jetzt so an die Spiele des letzten Jahres denke, die, die schönste Grafik für mich hatten, dann waren das tatsächlich PS4 Exclusives, wie, wie Uncharted Lost Legacy und eben keine PC Spiele. Und auch wenn die mit 30 FPS liefen oder was, aber die sahen schöner aus als so manchen pc Ja, naja, oder vielleicht Zelda, 720p auf einer Switch. Sah auch schön aus. War eine coole Welt. Ja. Ich meine, die Unterschiede sind nur noch gute so. Gute Grafik macht äh, aus dem Scheißspiel kein gutes Spiel. Ja. Klar, sie unter unterstützt halt ein gutes Spiel, aber. Für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe letztens Bloodborne gespielt auf der Playstation. Und das war eine Qual. Ja, Bloodborne war ja auch Qual relativ ruckelig. Das war so. nicht schön. Also, ich konnte es eine Stunde spielen, da habe ich es ausgemacht. Und ich mag Bloodborne echt gerne und ich mag auch die Souls-Spiele, aber das war echt eine Qual für mich. Weil es nur 30 waren oder weil es ja, 30 weil's waren, die einfach, droppen? das ist nicht so wie Fernsehen. Im Fernsehen ist auch 25 FPS, und ist aber das hat den Flow. Das, ja, das ist, ist, ist zum ein Beispiel Ding ein Spiel, so. was sehr stark vom Boost-Modus der PlayStation 4 profitiert. Dadurch ja, läuft es halt konstant und dafür eben. Extra so, das finde ich ein bisschen fimmelig. Da extra nochmal eine Pro zu kaufen. Also ich habe nichts dagegen, soll jeder das machen, wie er möchte, ne? Kann ich auch verstehen. Aber für mich ist der Unterschied einfach zu marginal zu sagen: ey, ich habe jetzt die 4 kommt weg und ich kaufe mir für 400 Euro nochmal so ein Hobel, dass ich mir den Turbo-Knopf wie früher auf dem Pentium 3 anmachen kann. So. Weil mehr ist das auch nicht. Für mich als Haupt, wo, wo die Playstation das Hauptgerät ist, worauf ich 99 Prozent meiner Sachen spiele, war das für mich keine Frage. So. Ja, eben. Ja, das ist ja, das ja logisch. Klar. Also für Nämlich den Konsolero, ganz klar. No. So, wenn du jetzt aber, sage ich mal, von von beispielsweise, wenn ich vom PC jetzt, sage ich mal, ich spiele ja nun mehr auf dem PC, mhm. für mich ist das wirklich eine harte Umgewöhnung mittlerweile. Mhm. Also wirklich eine extreme Umgewöhnung, mich auf 30 FPS zu, zu einigen. Grafik hin oder her, das brauche ich auch nicht so, wie Slappy schon sagt, so Anschadet sah ich großartig aus und das lief auch oder war ich? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es komisch fand. Aber so bei manchen Titeln, ich weiß nicht. Bei Monster Hunter kann ich mir das zum Beispiel vorstellen, dass es eventuell nicht so cool läuft auf der normalen PlayStation 4. Und äh, deswegen, da würde ich dann lieber echt drauf verzichten, wobei ich echt viel Bock habe auf die, auf Monster Hunter. Aber für 400 Euro nochmal. In Markus Worten, so ein neues Moped holen. Ja, Chat sagt so, im Moment war es wohl im Angebot für 280, 290, die Pro irgendwo. Ähm, klar, sind halt 300 plus Spiel. Wenn du dann noch einen Monster Hunter dazu holst, klar, mit Spiel mit 60 Euro bist du dann mal knapp 400. Ja, gut, das ist, äh, den hole ich den Switch aktuell. Muss ich sagen. Das ist dann sinnvoller. Also, ja, prinzipiell, ja, wenn, wenn du sagst, entweder oder, würde ich auch sagen, eben die Switch. Weil damit kannst du halt eben prinzipiell noch mehr Spiele abdecken, die du sonst nicht spielen könntest. Ja, die sagt ja dazu, ne? ähm, in meiner Top 10 liste sind sieben Spiele, die eben auf Konsolen-Exclusive sind, die ich sonst nicht hätte spielen können. Hätte ich die sieben mal halt gestrichen, wären nur drei übrig geblieben, was dann halt eben ein sehr spärliches Jahr für mich als Gamer gewesen wäre. Und deswegen, ähm, bei sowohl also entweder oder tatsächlich dann eher die Switch. Wobei die Frage ist, ob dich die Spieler dann halt interessieren, die die Switch halt eben so attraktiv halt machen. Für den Stream nicht fürs Bett schon. Oh, ja, okay, das fürs Bett klingt ein bisschen komisch, aber abends so nach dem Stream bei wow. Du bist also ein Connoisseur, ja. Der hochauflösenden Kunst. Ich verstehe schon. no man. Das Kamasutra so der Möwen. Ja, äh, ja, gut. Gut, dass ja, wir darüber äh, geredet haben. Ich persönlich muss sagen, ich spiele nicht die Spiele, wo, ne, wo viele FPS von, von so viel Bedeutung sind. Ich finde es schöner, wenn ich mich in Dark Souls 3 oder in Bloodborne drehe. Also schnell, um, um mein, mein Spieler drehe und halt, ne, ist nicht so verwischt bei 30 FPS, wie es halt bei 60 tut, aber darauf kann ich verzichten, ehrlich gesagt. Also, mittlerweile muss ich sagen, achte ich nicht mehr so auf die FPS wie noch früher. Ja, doch, spiel man drei Monate Tag auf, dann weißt du, ja, so, 60 FPS genau. ist echt zu schätzen so. Aber weil ich spiele halt keinen Tag auf, Stot ganz Stot genau. Ist, so. Ich spiel sowas halt nicht von ja, der ist mir das relativ egal, aber ich glaube, das ist mittlerweile genauso eine Diskussion geworden wie Fisch, Fleisch, vegan, äh, was weiß ich. Ja. Soll ja. jeder machen, wie er will. Soll, das soll auch keine Kritik sein. Das ist nur für mich immer so ein, so ein Grund, also nicht ein, nicht ein Grund, aber ich sag mal, für mich ist es schon schwierig, wenn was stottert. Hm. In einer Zeit, wo man halt einen PC unter dem Tisch hat, der, ne, wenn ihr versteht, wie ich meine, eine Penisverlängerung ist, dann oh nee, mach das oh, oh, schüttelt mich immer. Und das ist gerade bei Bloodborne. Da lag ich auf der Couch auf eine, an einem Montag und ich denke mir so, oh, jetzt machst du aber, oh geil, Bloodborne habe ich nie deinstalliert von meiner PS4. Nie. Mach das an und dann so. Oh, Mach bloß aus, sonst sind deine Erinnerungen scheiße. Mhm. <laughs> Gut. Aber äh, lasst uns, lass uns fortfahren. Jawohl. Das nächste Spiel ist, Überraschung, ein Brochler. Nein! Nein ja, nur ein Brawler! Spiel. Also, um genau zu sein, kann ich aus zwei Gründen, also es ist Final Fantasy und es ist Brawler, ich bin ganz raus. Genau, es ist im Prinzip so ähnlich wie das, was wir gerade bei Dragon Ball hatten. Es ist halt nur halt in der Final Fantasy, naja, im Universum kann man nicht sagen, sie nehmen einfach aus jedem Final Fantasy, glaube ich, das es gab, nehmen sie ein oder zwei Charaktere raus und mit denen kann man dann eben. Ähm, kämpfen. Das sieht so vom Kampfstil ein bisschen mehr aus wie, 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 wie Kingdom Hearts, glaube ich. So Bosskampfmäßig. Also eher so dreidimensional und man, man bewegt sich mehr so mit dem, mit dem Spieler, aber ähm, es ist ein Brawler. Okay. In, mit Final Fantasy. Ich mag Final Fantasy, aber so Brawler ist halt nicht meins. Bist du dir sicher, dass das ein Brawler ist? Das ja, so Fight-Kampfspiel. So... Fight, okay. Ich sehe gerade die Bilder und so. Hm. Hm. Wenn ich das. Ja. <laughs> genau. Ja, okay. so. Man kann halt mit jedem, mit jedem Charakter kämpfen, hm. außer aus Final ist Fantasy. Mein... Nee, hm -mm. nee meins hm. auch nicht. Ich. Das, ich wollte es nur der, der ja. ähm, Vollständigkeit, Vollständigkeit voll, vollständig. Darüber. Sicherlich wird es halt Danke. eben sowohl Final Fantasy als auch Brawler Fans geben, die es irgendwo dann abholen. Genau. klar. Sonst wird es genau. die Spiele wahrscheinlich nicht geben. Ähm, aber jetzt habe ich halt keine Berührungspunkte. Interessanterweise ist das Gerücht, was am 31. kommt und damit vielleicht für die PC-Spieler interessant sein könnte. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das dann für den PC und was? nicht für die Konsole. Und zwar arbeitet Techland ähm, an einem Multiplayer-Game Standalone. Und als ich das gelesen habe, worum es letztendlich daran geht, ähm, hat mich das an Escape von Taco mit Zombies erinnert. Und zwar äh, arbeiten die an einem Spin-Off von Dying Light und das Ganze heißt Bad Blood. Ähm, fünf Spieler werden in eine Welt gedroppt, in Dying Light-ähnliche Welt mit parkour einlagen wo es darum geht, aus dieser Welt zu entkommen. Das ist halt Endziel. Und ähm, zwischendurch kommen halt dicke Zombies und die kannst du alleine wohl nicht kaputt machen und musst quasi ad hoc on the fly mit anderen kurz teamen, um die Zombies zu besiegen. Aber trotzdem willst du als Einziger rauskommen. Das heißt, irgendwann wird es dann wahrscheinlich darum gehen, den Zombie umzuhauen und den anderen direkt hinten zu erdolchen oder so. Ähm, könnte halt für diese Multiplayer-Leute, die halt gerne solche Spiele spielen, ich sehe schon irgendwie da Os und A's. Und gerüchteweise kann man sich dafür, also man kann sich dafür anmelden. Der Player-Test soll gerüchteweise am 31.01. starten. Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, dass der Player-Test die Beta da startet, aber ähm, gerüchteweise soll es am 31. sein. Wer da halt eben Bock drauf hat, nochmal wieder was Neues halt ähm, kompetitiv online und so mit Zombies und Gedöns. Hey, <laughs> Zombies ja, wäre für super. mich eher ein Grund, mal in so ein Spiel reinzugucken, als. Hey, mal stell dir mal vor, du zerrammelst alle Zombies und kurz bevor du am Ziel bist, stichst du dem anderen in den Rücken. <laughs> Richtig gut. Und das soll von deinem Line kommen? Ja. Also von Techland. Wie gesagt, und Gerüchteweise soll er, also du kannst dich jetzt anmelden für den Global Playtest und ähm, gut, über andere Quellen, vielleicht äh, Pressekontakte oder ähnliches, bis kriegst du einen zugesicherten Playtest. Um, aber jeder kann sich halt eben anmelden und gerüchteweise soll es halt eben am 31. Damit starten. Also oder wenn, wenn da die dann tatsächlich Kinder online gehen, so. dann weißt du, es ist so. Ich will keine Kinderzombies. Ich fand england großartig damals. Ja, ich auch, aber die Kinderzombies nicht. Ich habe da gerade vier Monate lang gestreamt und dann war das in Deutschland, war da so Rede, ob das indiziert wird oder nicht, und ich saß hier so schön in der Schweiz und hab mir gedacht. Interessiert mich nicht. Ja. Ne? Ich kann da so schön spielen. Und ich habe echt Spaß daran gehabt. Ich habe es auch durchgespielt im Stream. Mich ich fand hat das, das gut. Das, Kinder, das Kind das ging nicht. Ich kann keine Kinder töten. Ja, ich bin da. Da war ich. Ich habe mich drum gekümmert. <laughs> Gerade Imotest e oder was wird das hier? Nee, ich glaube, wir werden geradet. <laughs> das das so Guten Tag an alle. Das sieht aus wie Phillmann. Philmann hat einen gesagt: nimm irgendwelche Emotes und spam dir einfach. Clip des Jahres. Clip des Jahres? Ah! Habe ich Hallo. eine von den 20 Kategorien gewonnen, in denen ich nominiert war? Den wenn du den Furz nicht gewonnen hast, dann verliere ich den Glauben an die Menschheit. <laughs> ah, Ganz im der Ernst. Der... Also ja, wollte ich gerade sagen, wenn ich den Furz nicht irgendwo gewonnen habe dieses Jahr, dann. Können wir, können wir einfach erwidern mit irgendwelchen Emotes? Nehmt irgendwelche. Der, der Furz hat, der hat verloren. Der Furz hat nicht gewonnen. Oh. Ja, ist klar. Clip des Jahres 2018 wird boykottiert. Das ist definitiv auf jeden Fall, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so sagen muss, Fallballer, aber eine beschissene Veranstaltung. <laughs> Kein Sinn für Humor. Wie kann denn, für, gegen was denn bitte? Gegen was? Was soll da gewesen sein, was besser gewesen ist? Ha? War das nicht in der gleichen Kategorie, wo Filmern mit dem, mit dem Traktor im Hintergrund? War das nicht dasselbe? Nee, ich glaube nicht. Nein? Das war großartig. Wo der in diesem Schutzanzug auf dem Trecker gesessen ist. Großartig. Ich glaube, ich muss mir ein Pullover machen, wo drauf steht Clip des Jahres 2000. Stefan hab, hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Alles klar. <laughs> Wer ist hier der Barbo? <laughs> wir sind hier der Barbo. Das ist, wenn Stefan gewinnt, ist genauso wie ich. Das ist Belladonna. Das ist ein, das ist ein Team. Das ist cool. Läuft. <laughs> ja. Haben wir noch ein Spiel auf dem Zettel? Der Furz oh. verliert gegen Kochkünste. Schade. Gerüchteweise. <laughs> ich habe leider keine Bestätigung oder Quellen dafür finden können. Deswegen sage ich dazu auch erstmal, es ist wirklich nur ein Gerücht. Fake News. Ja, dass eventuell Subnautica am 23.01. final released werden soll. Aber ich habe nichts dazu weiter gefunden, also nichts von offizieller Seite. Ähm, von daher keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, es wird regelmäßig geupdatet. Es sollte eigentlich schon vor ein oder zwei Jahren zur Gamescom released werden. Es sollte letztes Jahr zur Gamescom released werden. Ähm, sie ziehen den Release halt immer weiter nach draußen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich hab's eben vor anderthalb Jahren mal im Early Access gespielt. Da war schon ganz cool. Hatte halt keinen Story Mode. Und wie gerüchteweise soll halt das Ding dann halt mit Story Mode am 23. rauskommen. Ich weiß nicht, ist der Story Mode drin? Weiß das einer? Divi spielt halt im Moment, aber keine Ahnung. Oder hat's gespielt mal wieder? Bei mir ist es mindestens ein Jahr her, dass ich das, das letzte ja, Mal gespielt Ja, bei spiele. mir auch. Ich. Ganz im Ernst, solange man diese, diese komischen Sachen suchen muss, um weiterzukommen und immer wieder ein neues Biom finden muss, wo man dann auch eigentlich nur wieder unten Sachen abscannen muss, macht es halt für mich, also es, das Spiel sehe ich nicht. Aber es kann sein, dass es mittlerweile echt ein spielbares Spiel ist. Also, ich, mir hat das Spaß gemacht, halt eben genau das Suchen. Ich habe dann halt am Ende aufgehört, als es eben nichts mehr zu entdecken gab. Ich hatte halt eben große, kleine U-Boote. Aber es gab dann halt nichts mehr und dann habe ich halt eben aufgehört. Und ja. ähm, wenn da halt irgendwann eine Story durch, äh, dabei ist, die man halt eben durchzocken könnte, würde ich da dann mal ganz gerne spielen wollen. Weil jo. so unter Wasser, was halt Sali auch gesagt hat, mit U-Boot und Fischen, finde ich voll geil. Ist halt eine ja. schöne Welt. Äh, hat sich fluffig gespielt. Wenn es halt eben dann final released ist, würde ich auch noch mal richtig gerne reingucken. Ja, ich auch sehr gerne. Und Andy schreibt, der Spielfluss ist wesentlich besser mittlerweile, weil sie das Suchen an die Story gebunden haben. Das suchen und die so ja, sehe ich auch. Hm? Der ist Spielfluss. Haha. Ha, ha, ha. Ha. Nee, was auch und. Das ist ein Ozean, w kein Fluss. Wer genau meins, ne? Aber Early Access? Ja, wie gesagt, ich Gerücht. Ich ist halt nicht bestätigt. Ich habe aber eben geguckt, ob ich da irgendwie äh, was noch finden könnte. Aber da haben sie sich halt nicht aus dem Fenster gelehnt. Mal die Daumen drücken, würde mich freuen, weil das war, fand ich, eines der besseren Early Access Games. Ich habe letztens den Gerücht ge gelesen, dass äh, Daisy 2020 rauskommt. <laughs> Echt? Ja. Noch hm. vor Star Citizen? Krass. Habe ich letztens gehört, ja. Stand im Twitch-Chat irgendwo. Hm. Bin mir aber nicht sicher, wie legitim die Quelle ist. Hm. Krass. Markus, versteht ihn wieder nicht. Was? Du verstehst ihn wieder nicht. Was? Daisy hat, hat diesen ganzen Scheiß losgetreten und ist immer noch. Ja ja, Early ja ja ja. ja. Ich, das was ich halt, was mich interessiert, ähm, ist äh, Dings hier äh, uh, Seven Days to Die. Ist, ist ja glaube ich auch noch Early Access. Das kommt ja auch nicht raus. <laughs> ja Rust ist auch noch im Early Access. Ist auch noch nicht raus. Wollen wir weiter aufzählen? Ja, ich Z ist, halt ist noch auch noch. Keins raus. Haben wir ein Survival-Spiel, was raus ist? Ark zählt nicht. Ark. Achso. Verdammt. Arc zählt nicht. Verdammt. Uh, nö. Nö. Weil Ark hat es ausnahmsweise mal geschafft, aber auch mit, mit sehr peinlichen Release. Hey, wir kosten jetzt 70 Euro zu Release. Ach was, echt? Cool! Ja, da spielen wir gerade Cube World, glaube ich. Äh, 2020. Zusammen. Oder auch nicht. Ja. Was steht da noch? Das interessiert mich jetzt. Äh, ja, ja, das habe ich nochmal reingemacht, weil ähm, ich interessant finde, wie Heutzutage rumgebitscht wird um Zahlen, FPS und Auflösung. Ähm, und zwar gab es einen kleinen Beef ähm, zwischen D Digital Foundry, das ist, äh, ich sag mal, ein YouTube-Kanal, der sich mit Tests von Videospielen beschäftigt, ähm, Framerate, die verglichen wird, Auflösung, die verglichen wird. Hatten am Anfang halt viel PC, sind mittlerweile viel auf den Konsolen unterwegs, Vergleich vergleichen unter anderem PS4 mit PS4 Pro, Xbox mit Xbox. One X und Xboxen und PlayStation untereinander, um halt eben zu sagen, was die jeweilige Version halt bringt, etc. Und so weiter. Ähm, da gibt es halt immer ganz gute Infos, wie gut halt eben die Spiele laufen, was so die, die erste Instanz ist, warum man da drauf gucken sollte bei Digital Foundry. Und sie haben jetzt halt eben von dem Spiel Redout, was im Grunde genommen so ein bisschen wie Wipeout ist, ist ein Zukunftsracer, ähm, haben sie die Xbox One X-Version oder die Xbox One X-Patch getestet. Das Ding ist halt eben schon länger auf der Pro draußen, beziehungsweise hat Pro-Support, läuft da auch relativ konstant mit 60 FPS, mit einer 4K-Checkerboarding-Auflösung. Und die Xbox One X-Version ähm, sollte eine native 4K-Auflösung bekommen, ebenfalls mit 60 FPS. Und dieser Patch hat das wohl nicht geschafft. Und das haben sie halt eben getestet und haben genau das halt gesagt. Ihr seht es an den Linien. Es gibt Frame-Drops bis in die 45 FPS-Linien. Es ist kein natives 4K. Es ist ein 4K-Hut auf einer 1080-Auflösung. Was die da mit dem Patch gemacht haben, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben das Video online gestellt mit eben diesem Fazit. Völlig sachlich, völlig in Ordnung. Aus redaktioneller Sicht würde ich sagen, geht das total klar. War kein Beef, war kein Shitstorm. Ähm, dann haben allerdings die User das Video gesehen oder die, die Liebhaber des Spiels und der Xbox One X und sind an den Publisher halt rangetreten. In dem Fall muss ich ablesen, wie er heißt. Ich kann es mir nicht merken. 34 Big Things oder 34 Big Things ist der Publisher und haben die Facebook-Seite von denen halt tot gespammt nach dem Motto, boah, ihr Faulen, mm, 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 wann habt ihr da für ein Patch rausgehauen, fixtet, fixt euren Shit, ihr seid sowieso alle doof, halt Shitstorm, ähm, worauf dann der Entwickler gesagt hat, äh, nee, das müsste eigentlich funktionieren, keine Ahnung, was Digital Foundry da getestet hat, ähm, die sind doof, nicht wir, und wir <laughs> unternehmen äh, rechtliche Schritte eventuell, weil sie gerade unseren Ruf ruinieren, das heißt, aus dem einfachen Test, der nur sachlich was dargestellt hat, mit den Usern, die darauf angesprungen sind, ist halt ein kleiner Shitstorm entstanden, was ich halt sehr, sehr schade in der heutigen Zeit finde, dass halt wegen solchen Zahlen und Auflösungen sowas entstehen kann. Halt, es geht halt null um das Game, sondern nur halt eben um Tech Facts und dass halt eben irgendwelche Fanboys und White Knights dann sofort halt losrennen und woanders anklingeln und sagen, ey guck mal, der hat getestet, ihr seid scheiße. Jetzt finde ich dich scheiße. Mach mal was. Halt, ähm, stopp. Wenn du das versprichst, solltest du das auch einhalten. Und dann... Äh, äh, es halt, muss nee, ja nee. noch nicht mal der finale Patch gewesen sein. Ja, yeah, aber wenn du damit... Das ist genauso dieselbe Scheiße wie bei Rocket League. Weswegen ich die immer noch gerne, warum ich sie immer noch gerne in den Napf scheißen wollen würde. Wir kommen mit dedicated Server raus und dann machen wir Cross-Platform-Play, wenn wir rauskommen. Und dann kommen sie raus und nichts hat funktioniert von dem. Ein halbes Jahr später haben sie es reingepatcht. Ja, dann könnt ihr euch diese Werbeslogan aber auch in die Haare schmieren und das eventuell eine halbe, ein halbes Jahr später schreiben. Aber so, ich kann das schon verstehen, wenn mir einer sagen würde, ey, logger Easy PC 60 FPS 4K, ab den Lachs, dann äh, würde ich mich darüber auch beschweren. Ja, Weil das ist nicht cool. Und dann wiederum halt die Rückschüsse von, von, von den Entwicklern auf Digital Foundry, die, die wiederum des Lügens bezichtigen, dass es halt nicht so ist, wo sie es halt eben gebenchmarkt haben. Und wie gesagt, jetzt wurde Digital Foundry des Clickbaits halt deswegen bezichtigt und hast du nicht gesehen. Ähm, halt ein sehr spannendes Thema, was halt im Internet einfach nur halt passieren kann, wenn halt Meinungen mit Usern dazwischen so stark aufeinander prallen. Das ist halt Wahnsinn in der heutigen Zeit, wo ich einfach persönlich sagen würde, keiner spricht über das Spiel. <laughs> ist das jetzt ein gutes Spiel? Macht es Spaß? Darüber spricht keiner. Why? Was, was ist mit den Leuten falsch? Ja, weil du auf, den, auf die Sache pochst halt. Ja, wenn du, aber, das nicht, wenn du das nicht kriegst, so. Ja, ist das keine uncool Ahnung. Und dann vergisst man das ganz schnell. Ich würde mich da auch dran raufhalten. Ich halte mich heute noch an so Dingen auf. Von, von Computerspielen, die mir versprochen wurden und nicht eingehalten wurden. Das hält sich sehr lange. Ja, aber bei mir. ist das nicht eher so eine Negativattitüde, dass man sich über das aufregt, was man nicht hat, als über das zu freuen, was man hat? Nee, warum? Bei solchen, also pass auf, 4K, 60 FPS ist schon bahnbrechend. Ja, also das ist bahnbrechend auf einer Xbox. Und wenn du damit gecatcht wirst, dann, weil das ist die Catchphrase, warum man das kauft. Und wenn genau das nicht eintrifft, dann ist diese ganze Maschine für'n Arsch. Das ist genau so, ja, wie auf der Playstation so. 4 Pro gesagt wurde, Ey, die Karre kann 4K! Und dann hat das einer getestet, oh scheiße, die Karre kann ja gar kein 4K! Na, dann ist das Ding nutzlos. Und das, was gesagt wird, warum dieses Gerät gekauft wird, trifft nicht ein. Also ist das doch völlig für den Arsch, sich das Ding zu kaufen. Und genau deswegen regen sich die Leute darüber auf. Und dann in diesem in diesem Moment muss ich dir sagen, wenn du, nehmen wir jetzt einfach mal einen fiktiven Release-Preis von 500 Euro für eine Konsole, 400. 400? Ich glaube, die Xbox kam 500 zu, zu Release. Ja, mittlerweile kannst du es aber auch für 400, glaube ich. Treffen wir uns in der Mitte und sagen 450. Wenn du dir für 450 Euro dieses Gerät kaufst, aber dir das nur kaufst, weil du genau einer dieser Techheads bist und du hast hier einen 4K-Fernseher gekauft und du hast hier 70 Zoll und Steh- und 7.1-Alleihe gekauft und genau dann kommt das nicht. Weswegen du dir eigentlich dieses Gerät gekauft hast, dann ist das ultra scheiße. Ja, aber ist das nicht prinzipiell bei Early Adoptern immer so, dass es holprig ist und man nie weiß, was man bekommt und wie es in der Zukunft unterstützt wird? Spielt ja keine Geige, wenn ganz oben und richtig fett drauf steht 4K 60 FPS. Und genau das ist das, was du hörst und genau deswegen kaufst du dir dieses Gerät. Und ja, du kaufst es dir... Aber das Ding prinzipiell ist, schreiben sie ja deswegen vielerorts auch mittler drauf, enthält Spuren von 4K mit 60 FPS. Bei manchen Spielen werden sie das <laughs> vielleicht auch hinbekommen. Ja, eben, und das ist doch das Problem. Die, die Leute, die da jetzt wahrscheinlich meckern, sind die, die das ja diesen kleinen 14 den machen sie natürlich so klein. Pass auf, bestes Beispiel, Fortnite, Epic Games. Ganz unten. So klein. Es ist ein Early Access Spiel, wenn du es hm. jetzt kaufst. Es enthält 4K. Und warum machen sie das? Damit die Leute diese Scheiße kaufen. Und dann sind sie nämlich sauer. Weil das nämlich genau wie hier ist, wir ist nämlich nicht 60 FPS und 4K, sondern anders. Und ja, in dem Punkt kannst ich, du dich nicht hinstellen und das immer hinnehmen. Weil, wenn wir das immer hinnehmen und niemand den Mund aufmacht, dann haben wir irgendwann nur noch Star Wars Battlefront 2. Also noch. prinzipiell finde ich ja gut, dass man für Prinzipien einsteht und auch dafür kämpft. Aber die Frage ist, ob man das nicht an der falschen Stelle ist. Ich meine, nur jetzt darum zu streiten, ob jetzt ein Vier äh, Spiel. 4K, 2K, äh, kein K, 30 oder 60 FPS hat, macht doch aber nicht aus dem Scheißspiel ein gutes Spiel. Oder umgekehrt aus dem guten Spiel kein Scheißspiel. Ich meine, ist das nicht. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie. Bei... In dem Thema finde ich es halt super müßig, weil es ändert ja nichts an letztendlich dem Spiel, wenn das Spiel halt gut ist. Wenn das Spiel kacke ist, ist es halt kacke. Da rechnet es auch der noch 8K nicht. Ich hab mal gelernt, es ist egal, in, äh, an, an welcher Ecke und an welchem Rand in einem Schwimmbecken du reinspringst, Hauptsache du machst die Welle. Und wenn hier die Welle geschlagen würden, dann ist das egal, weil sie breitet sich eh irgendwo hin aus und Leute lernen daraus was. Das Mondpropaganda. An welcher Stelle du meckerst, ist, ist egal. Es muss, aber es muss gemeckert werden, damit das nicht mehr gemacht wird mit uns. Ja, aber es ist halt eben, finde ich, eben, ich weiß nicht, ich habe ja damals Quartett gespielt. Ähm, was? Quartett? Ja, Quartett wo du halt Karten hattest mit ja, achso, äh, ja, ja. mit Hubraum Zylinder 8 ja. zylinder -Stich, ähm, es ist halt eben man kann halt Spiele nicht subjektiv nur an irgendwelchen Kennzahlen halt vergleichen und ich habe das Gefühl das machen halt viele nach dem Motto äh Checkbox okay das hat weniger da muss schlechter sein mein Gott spielt einfach wieder Spiele und habt Spaß dran und achtet nicht halt auf irgendwelche Zahlen let's, let's, äh, hast du Redout gespielt äh, nein ich schon bei Redout ist es sehr wichtig so viele FPS wie möglich zu haben ja klar es ist ein Racer es ist nicht nur ein Racer. Es ist ein Racer, wo du mit 1000 kmh racest, nicht das heißt, mit irgendwie 200. Out. Du musst sehr, sehr schnell sehr gut reagieren können. Und jedes FPS ist tatsächlich wichtig. Also ich kann verstehen, warum Leute darauf gepocht haben, es in 4K auf 60 FPS zu spielen. Wobei, weil auf 30 F. die Ursprungsfassung war 30 FPS, ne? Sowohl genau. auf der Playstation als auch auf der Xbox. Also es kam ursprünglich 1080 30 raus. Genau, und es hat und da Spaß haben sie gemacht. auch schon Spiele gespielt. Es hat keinen Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich habe sofort ausgemacht, weil mir das einfach zu viel Gefrickel war. Und ich kann verstehen, warum Leute da tatsächlich darauf pochen. Ähm, und sich eben vielleicht eine Xbox One X nur wegen dieses Spiels gekauft haben, was ziemlich dämlich ist, sich eine Xbox One X wegen eines Spiels zu kaufen. Es ist dämlich, eine Xbox One X im Allgemeinen zu kaufen. Aber ähm, je jeder, wie er mag. Aber in dem Fall kann ich das verstehen. Ich möchte ja. das nochmal ganz kurz. Äh, Gladbacher hat das gerade nochmal, Gladbacher, das sehr schön zusammengefasst. Oder nochmal den, den Punkt, worum es eigentlich geht. Es geht darum, was dir versprochen wird. Darum geht es nicht, ob du ein Spiel magst oder nicht, es geht darum, was dir versprochen wird. Da, nur darum geht es. Und wenn dir das einer verspricht, und für manche Leute, ich kann das verstehen, 4K 60 FPS auf einer Konsole, alter Verwalter, da wird mich schon ein bisschen der Ständer in der Bug stehen, weil es ist halt so das Schürfste vom Schürfsten auf einer Konsole. Und wenn du das haben kannst, das ist ein Grund, das zu kaufen, wäre für mich auch ein Grund, das zu kaufen. Selbst wenn ich es nur ein oder zweimal benutze, aber dann könnte ich sagen, okay, cool, ich kann mich in die Stube hinsetzen und 4K 60 FPS und wenn es nur zwei Spiele sind. Aber es geht darum, dass Leute was anpreisen und es nicht eingehalten wird. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Grund, Spiele nicht mehr zu kaufen. Und davon gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, weil das einfach nur eine Strategie ist, die, die Sache zu, zu verkaufen. Und ich kann Menschen verstehen. Auch wenn es am Ende vielleicht ein tolles Spiel ist, so wie Rocket League. Rocket League spielen heutzutage immer noch sehr viele Menschen und haben sehr viel Spaß daran, was ich verstehen kann. Aber für mich haben sie verschissen, als sie sich 2016 auf die E3 gestellt haben, irgendwas versprochen haben und davon nichts eingetreten ist. Ich habe so das Gefühl, zum Beispiel bei dedizierten Servern, das haben die bis heute nicht verstanden, scheinbar was das ist. Die erzählen was von dedizierten Servern und sie haben die Server. Dedizierter Server heißt, dass ich einen aufmachen kann. In meiner Welt. Das ist bei denen aber auch wieder anders. Und das sind so Dinge, wo ich die Menschen verstehen kann, ey, nee, sorry, geht nicht, tut mir leid, aber dann äh, musst du leider gehen. Und dann rege ich mich darüber auch auf. Leute sollten aufhören, Sachen zu versprechen. Das sollten sie machen. Und nämlich äh, das versprechen, wenn was Wenn wir zumindest mal von einhalten. den Guten halt ausgehen, versprechen sie es ja nicht ähm, und halten es dann absichtlich nicht, sondern weil es irgendwo nicht geht. In irgendwelchen Problemen, in die sie halt reingerannt sind, die an der Umsetzung halt scheitern. Dann schreibt man sich das nicht auf die Flagge, dass man das vorhat, sondern bringt das vielleicht als Feature mit rein und sagt: Hey, guck mal, cool, ich hab dich überrascht, 4K, 60 FPS. Und dann beschweren sich die Leute, dass halt eben nichts gesagt wird über, äh, was ist mit Red, Red, Redemption? Warum hört man da noch nichts? Dann hast du dat. Ich mein, das. Ich meine, das ist halt ja kein in der... Shitstorm. Nein, nein, äh, ja, richtig, aber es können sich halt heute in der heutigen Zeit halt wenig das erlauben, was halt zum Beispiel Rockstar halt macht, dass sie halt einfach eben nichts machen und keine PR machen und einfach sagen: Ja, ihr ist fertig, jetzt könnt ihr. Das geht halt in der Wenn ihnen das auch Geld nicht. ausgeht, was in so knapp zwei Millionen Jahren sein wird, äh, bringen sie halt noch ein GTA 5 Online äh, DLC raus und dann haben sie wieder Geld. Ja, Boxer aber kann das alles ist halt eben eine Position, die halt sehr, sehr wenige halt auf dem Markt halt eben haben, dass sie das halt eben so machen können. Das kann jeder, also auch in, in dem Fall kann ich dich verstehen, Markus, voll und ganz. Also die, die, äh, die Seite zu sagen, jo, ist cool, kann ich trotzdem spielen, aber ich habe keinen Bock den ganzen Tag so eine Scheiße wie Star Wars Battlefront zu fressen. Habe ich nicht. Und deswegen kriege ich nicht nee, und Ich nein, auch da, da bin so ich auch bei dir. Drauf. Da bin ich auch bei ja, dir. Ja, da geht es, also bei dem Beispiel, was du jetzt gegeben hast, bei sowas geht schon los. Und dann endet das in, in Star Wars Battlefront und dann haben wir irgendwann nur noch so einen Scheiß, den wir spielen können. Nur noch. Und dann spielen wir nur noch Endi-Spiele. Ich freue mich auf den Tag. Weil die geben sich noch Mühe. Vielleicht nicht alle, aber viele. Ja, wobei das war ja in dem Sinne Indie-Game. <laughs> also, ich würde jetzt nicht 34 Big Things äh, als ja, AAA bezeichnen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, prinzipiell schon, aber ich fand das halt eben da halt sehr überzogen, dass halt in alle Richtungen halt geschossen wurde. Also, der Einzige, der halt meiner Meinung nach nicht geschossen hat, war Digital Foundry, die halt eben nur gesagt haben, wie es ist. Dann haben halt die User geschossen, was glaube ich auch nicht die Intention von Digital Foundry war. Dann hat der Entwickler zurück nach Digital Foundry geschossen und jeder hat irgendwie gegen jeden gehated. Und keine Ahnung. Das meinte ich halt eben als Beispiel für Netzkultur, ähm, was halt schwierig halt eben ist, was sowas halt eben lostreten kann, wenn du einfach nur halt einen Test machst. Ähm, und das kenne kenn ich zum Teil halt eben auch als, als Redakteur. Du schreibst halt irgendwas. Und es wird halt eben von den Leuten anders aufgefasst oder in der Luft zerrissen und plötzlich hast du irgendwas an der Backe, was du halt gar nicht wolltest oder meintest, wo du halt denkst, okay, wieso wird das jetzt gerade so zerrissen? Kann ja sein, dass noch ein Patch halt eben nachgepatcht wird. Uh, sie haben halt eben prinzipiell sich geäußert, die Entwickler, und haben halt gesehen, eben gesagt, ja, sie sind halt eben in die FPS-Drops halt eben reingelaufen, was es halt eben schwierig macht. Und lustigerweise eben auf der PS4 ist sie halt stabil mit, mit 4K-Checkerboarding. Und die Frage war halt eben einfach nur, hey, warum kriegt ihr das nicht bei der Xbox hin? Ja, wie absichtlich haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht, aber ja, fand ich halt eben super interessant, dass sowas halt eben passieren kann. Und das wird nicht das erste Mal sein oder das wird nicht das letzte Mal sein, dass halt irgendwas angedacht ist, was halt eben vielleicht nicht funktioniert, wo halt eben dann Leute anfangen zu weinen oder zu kotzen, sei es jetzt berechtigt oder unberechtigt. Jipp. Yep. Okay. Ja. Dann habe ich noch was. <laughs> aber was kleines. Und zwar die PS4 Plus-Spiele im Januar, was da irgendjemand Interesse hat für die PS4. Das sind dieses Mal einladen. Deus Ex Mankind Divided, was der jetzt gut ist. Jetzt ja, schon? Ja, ich glaube schon, ja. Sie wollten ja eigentlich ein SIE rausbringen, das kommt glaube ich nie jetzt. Also mhm. können sie es jetzt auch kostenlos rausbringen. Ich fand das Grundspiel gut. Ich finde es schade, dass es halt kein DLC gibt, weil viel Story halt einfach fallen gelassen wurde am Ende und man sich gefragt hat, was ist jetzt damit, was ist jetzt hiermit, was, was mache ich hier eigentlich gerade, warum muss ich das jetzt machen? Ich hätte mir dann ein, bisschen, ein paar mehr Antworten gewünscht in äh, Mankind Divided, aber vielleicht kommt da ja noch ein Teil später, wo, weiß ich nicht, obwohl ich habe nicht so Hoffnungen, ehrlich gesagt. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Mir hat es mehr Spaß gemacht als... Ähm, Human Revolution, weil die Bosskämpfe einfach ein Ticken besser waren. Dann doch. Und die äh, Batman Telltale Series. Ist auch hm. kostenfrei. Für die PS4 Plus Mitglieder. Zweiten Monat in Folge, ich weiß nicht welches war. Ein PlayStation VR-Spiel mit drin. Ich weiß nicht, ich habe es mir noch nicht runtergeladen, aber es scheint jetzt wohl vielleicht auch ein Trend zu werden, dass sie neben den Vita spielen, was ja auch immer noch drin ist. Ich glaube, es war Mandatory Happiness, ne? Mhm. mhm. Um, was übrigens auch via PlayStation TV spielbar ist, an heimischen Großfernsehern. Um, Gibt es wahrscheinlich dann jetzt auch, würde ich gut finden, jetzt wo ich die Brille habe, eben auch immer ein VR-Spiel mit dabei. Also es ist eins dabei, ich, ich habe mir nur den Namen nicht gemerkt. Ich auch nicht, keine Ahnung, aber es ist eins halt eben dabei. Jo. Jo. Ja, Deus Ex tatsächlich mochte ich den ersten im Gegensatz zu Slabby tatsächlich lieber. Den zweiten habe ich abgebrochen. Das war eines der wenigen Spiele im Stream, die ich nicht zu Ende gespielt habe, Mankind Divided. Und Human Revolution habe ich fast Platin gemacht. Da fehlt Echt? mir irgendwie ein, zwei Trophies. Bei mir war es andersrum. Okay. Nee, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also mag sein, dass bei mir stealth spiele im Stream nicht funktionieren, weil ich halt mhm. so sehr auf Chat und äh, mich immer ablenken lasse und dann alles übersehe. Und man muss ja halt eben Wege beobachten, ähm, optimale Wege finden. Und das funktioniert bei mir im Stream halt nicht. Gleiches Problem des Honor 2. Das Honor 1 ging, das Honor 2 ging nicht. Und hat die beiden Stealth-Spiele habe ich dementsprechend dann nicht zu Ende gespielt. Ich weiß es nicht. Hat nicht gezündet. Ich mochte, dass es mir mehr Freiheiten gegeben hat, vor allem bei den Bosskämpfen. War schöner zu stealthen. Aber ja, ich liebe Stealth. So. Und deswegen fand ich das äh, besser als das erste. Also das davorige. Für mich ist aber Deus Ex immer noch Deus Ex. So, es gibt kein besseres Deus Ex als das allererste Deus Ex. Da wird wahrscheinlich nie ein Spiel dran Also nie ein Deus Ex-Spiel dran kommen. Ja, ich genau. bin im ist super. Ich äh, komme und am Ende schmeiße ich Granaten und verballere alles, was ich habe und schreie: Hilfe! <laughs> also, ja, das, das passiert mir auch. Dann kullern cool die Granaten <laughs> aus der Hose, alle fallen um, dann ist großes Chaos und irgendwie ist alles tot. No. Das sind auch die einzigen Clips, die es bei mir von, von deus ex <laughs> auf dem Kanal gibt. Wupp, alles in die Luft geschwenkt, alle tot. Ja, okay. Nächstes Spiel. <laughs> Bin ich nicht so kompatibel mit irgendwie. Ansonsten habe ich nur noch eigentlich die Twitch-News. Wo es sich kaum lohnt, den Echo reinzuholen, weil der Echo länger ist als die Twitch-News heute wahrscheinlich. Ey Slavi, du hast dein eigenes Emot gekriegt und dann, dann machst du mach das jetzt ordentlich, Mann. Du hast dein Aber eigenes Scheiß Emot. Jetzt gib dir bitte Mühe. Los hier. Okay, da Mann. Die Twitch News. Geht doch. Verdammt nochmal. Er kriegt sein Emot und dann macht er das nicht ordentlich. <laughs> Dafür musst du ja stundenlang kämpfen, in der Besprechung. Nee, Sleppy, du brauchst den Scheiß nicht. Doch, das sieht voll gut aus, Dizzy. Nein, das brauchst <laughs> du nicht. Dann hast du zwei Immuns. Ich habe nur eins. Ja, doch, das wäre ganz cool. Guck mal. Er macht das jetzt wenigstens ordentlich. Guck, die Leute freuen sich über das Emot. Äh, Heute, um 17.30 Uhr, hat die AGDQ angefangen. Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn, wenn, wenn der sie mag, können wir da später wahrscheinlich auch gleich hin horsten, falls wir überhaupt horsten von diesem Kanal. Warum nicht? Ähm, hm? Die sollte man auf jeden Fall unterstützen. Eins der besten Events, halbjähriges, auf Twitch. Ich gucke immer und ich freue mich. Heute Nacht ist irgendwas richtig Cooles ab eins, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Star Trek auf Discovery. Ach ne. <laughs> Nein. Ich wollte unterhalten <laughs> werden. Oh, ich stream ähm, morgen mit Brille, wenn ich die ganze ja Nacht... bitte als nächstes Gast irgendwie, als nächsten Gast irgendwen einladen, der cool ist, <laughs> nicht Nintendo spielt und nicht so eine Serien guckt, vielleicht und jemand Nier der Bock Automata durchgespielt hat, <laughs> vielleicht Walking Dead oder so, der, der der sich identifizieren kann mit Negan oder so. Ja hier oder Walking Dead bin ich auch, halte ich die Flagge hoch. Du bist gegenüber. jetzt raus, du bist Markus, wir haben kein nur weil wir jetzt uns bei Nie getreffen, heißt das nicht, dass wir jetzt 500 Meter zusammengehen, okay? Wir gehen jetzt schön aneinander vorbei. Gut. Wir ich müssen mehr gemeinsam finden. Gemeinsam, ich in deine Hand. Wir zwei sitzen da und ja, schauen uns auch, Discovery ja. an. Oh, yo, Hollow Knight. genau, Hollow Knight ist heute Nacht. Das gucke ich mir an. Richtig. Mm. Oh, das wird so gut. Ganze ja, Woche, bis nächste Woche Sonntag. Ich bin geht da das. anscheinend in der Minderheit. Ich, ich kann halt mit Speedruns halt eben nicht viel anfangen. Ich habe sie halt geguckt. Sie haben mich tatsächlich damals zu Twitch gebracht mit Dark Souls 2 Speedruns. Deswegen bin ich hier auf Twitch überhaupt gelandet. hab dann aber dadurch halt irgendwann äh, den guten Fang gefunden, der halt mhm. mir gezeigt hat, dass man auch Spiele spielen kann ohne zu Speedrun, ähm, weil er Dark Souls 2 halt so gespielt hat. Und ich selbst bin halt super slow im Spielen und mache halt lieber... Trophies oder langsam und deswegen, das ist halt nicht so meins. Das Schöne ist, es gibt halt nicht nur diese, diese Any-Percent-Runs, sondern sie achten auch darauf, von, von Spielen, die gerade neu sind, zum Beispiel Breath of the Wild, womit, glaube ich, das Event auch abgeschlossen wird, ähm, eben nicht so viel Glitch-Runs zu nehmen, sondern es, sie müssen halt tatsächlich äh, viel mitnehmen. Also, ich glaube, der Breath of the Wild-Run wird tatsächlich dreieinhalb Stunden oder so gehen ähm, und eben nicht irgendwie einfach nur mal eben über einen bestimmten Pixel springen, unter der Map runterher zum Endboss, ihn mit irgendeinem komischen Trick abknallen und fertig. Sondern ne, es gibt schon Regeln. In manchen Fällen. Und das finde ich gut. Die gucke ich mir auch lieber an. Ja, Diese Percent, die finde ich auch Wie lernen. sie alle Dungeons und alle Crocs sammeln. Das würde ich mir dann angucken. Alle was? Alle, alle Dungeons und alle Crocs. Crocs. Ich hab was anderes ich verstanden. Ich auch. Was? was habt ihr denn verstanden? <laughs> Bestimmt da irgendwas Fanes. Hühner. Hallo, Hähne. Ja, ja. Hähne. Die zeigen, dann würde ich auch gucken. Hähne. Genau, das geht eine Woche. Bis nächste Woche Sonntag. Viel Spaß dabei. Schlafrhythmus im Arsch. Jupp. Dann, äh, ja. Das waren eigentlich alle aktuellen News. Dann ähm, wollte ich nur darauf hinweisen, dass die Twitch-App ähm, momentan, also die Twitch-App macht momentan Probleme. Unter anderem die Desktop-App aktualisiert momentan keine Emotes. Also alle Leute, die von ihren Weihnachts-Emotes auf ihre äh, normalen Emotes wieder zurückgeschaltet haben, die tauchen einfach nicht mehr auf in der Twitch-App. Die Sie hat zum Beispiel da ein paar von. Äh, lese ich immer wieder, was ich anprangern möchte. Das war mal wieder, also das ist jetzt Zwei Wochen oder so, dass das nicht mehr geht. Und die Handy-Apps sind verschwunden. Das hat da, glaub, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Aber sie sind immer noch nicht da. Also in den, in den Stores. Ich habe sie zum Glück noch auf meinem Handy installiert bekommen, weil ich sie vorher schon hatte und sie einfach nur noch aus diesen verfügbaren Apps runterladen konnte. Aber man findet sie eben, gerade iPhone-Nutzer kriegen die gar nicht mehr die Messenger-App. Und ich verstehe nicht, warum also, das so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem du das Ding halt nicht mehr als Web benutzen kannst, mhm. ist das Ding nochmal, also die Twitch-App für mich nochmal uninteressanter geworden. Ehrlich gesagt, die einzigen, mit denen ich darüber kommuniziere, seid ihr. Ähm, ich bin halt so ein Web-Typ. Ich habe Web-WhatsApp, ich habe Web-Discord, ich hatte Web-Twitch, also die App, und jetzt, wo das nicht mehr geht, ja, okay, dann halt weg. Das brauche mhm. ich halt nicht. Also, das hat für mich nochmal uninteressanter halt gemacht. Für mich ist die Twitch-App äh, Dreh- und Angelpunkt. Bei mir ja. auch. Ja, bei mir auch. Was sagt denn sehr der Chat gerne, dazu? Was, was nutzt der Chat dann? so am meisten? Discord bestimmt auch. Mag auch Teamspeak. Ja, Teamspeak benutze ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Was? Ja, außer jetzt gerade aktuell, aber ansonsten, nee, eigentlich alles über Discord, so. Die coolen Kids kommen zu mir auf den Twitch. bei yo. Also, ich, also zumindest äh, sehe ich hier gerade Discord all the way und davon eine Menge. Also ich benutze halt beides. So, für manche Sachen Discord und für, für meine Sachen eben Twitch-App. Aber ich finde die Twitch-App schon cooler. ICQ. <laughs> ICQ finde ich auch cool. Ja, ICQ gut. Dann nur, wenn ich mit irgendwelchen Damen aus Osteuropa chatten will. Kennt ihr eure icq noch aus Ja. Eins, ach nee, sollte ich nicht sagen, Na, Aber ja, kann ich. Auf Boah, jeden Fall. Okay. Ich, ich weiß, dass sie kurz war, sechsstellig oder so. Weil da immer noch ich drunter zu finden bin. Hast du da Penisbilder drin im Profil? Oder? Nee, nee, dafür waren die ähm, Profilbilder zu klein, aber so ähnlich. Ja, wieso, weil man nichts gesehen hat bei dem kleinen Schniedel, oder <laughs> Die Nummer zieht nicht, Freunde. Ja, ja, <laughs> <laughs> Nein, Mann, weil da mein Name drin steht. Ach so, ja, Entschuldigung. Ah. Ach, jetzt. Ich habe mich da aber letztens nochmal angemeldet. war interessant. Hast Freundschaftsanfragen beantwortet? Nee. Kein nee, nicht. aber da stand tatsächlich noch Unterhaltung von vor 15 Jahren oder so. <laughs> Was? Also. Was, ehrlich? Ja. Oh, wow. Und Leute, ich habe eine, eine Nachricht für dich. Die ich Wenn vergessen habe. Also Wenn von man denen ich nicht mehr, <laughs> mehr wusste, dass wenn sie jetzt nach 50 Jahren geantwortet hast, waren die, <laughs> die doch online. Gefreut. Nee, die waren nicht online. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich äh, über Twitch eine PN geschickt bekommen habe, habe ich die gleichzeitig auch als E-Mail bekommen. Das geht nicht mehr. Stimmt. Ich werde auch nicht mehr benachrichtigt, dass ich PMs bekomme. Nein, Twitch. ich muss extra immer nachschauen bei den PMs, also, ob da was reingekommen ist oder nicht. Ich habe gestern und heute. Nachrichten bekommen, auf die ich geantwortet habe, und ich habe jedes Mal eine E-Mail bekommen. Ich nicht. Komisch. Ich kriege aber schon seit drei, vier Wochen keine E-Mails mehr diesbezüglich. Ein <laughs> Paddy schreibt, das musst du neu einstellen. Okay. Also, ich will jetzt nichts sagen, ne, aber ich kriege nicht mal PMs. Ich auch nicht. Zum Glück. Echt nicht? Aber ich krieg schon. Nee, glücklicherweise kriege ich keine beschissenen Kack-Nachrichten -E -Kack mehr. Also, solche, nee, die ich man. Schöne. Also, ich habe echt schöne zu Weihnachten und Silvester bekommen. Echt? Ja, richtig schön. Ich nicht. Ich habe zu Weihnachten gekriegt. Hast du mein Paket schon losgeschickt? Nee, Entschuldigung, nee. habe ich noch nicht. Nee. Oder ist mein, mein Brief mein, eigentlich mein Lieblings angekommen ist, äh, Bitte? Ist mein Brief eigentlich angekommen? Ja, ich hab, gestern habe ich alles losgeschickt. Ah, ne. Gestern? Vorgestern? Sehr gut. Ey, gestern war Sonntag, ne? Samstag habe ich losgeschickt. Ich kriege immer so Nachrichten wie du, Dizzy. Ich habe mir ein Mischpult gekauft und alle Leute können jetzt im Teamspeak immer alles hören. Warum denn? Ey Dizzy, ich habe so einen Brumm auf dem Sound. Ey, kannst du das mal fixen? Ey Dizzy. Ich hab mir ein Streaming regnet zusammengebaut. Was muss ich denn alles machen? Das sind <laughs> immer meine Lieblingsfilms und die sehen in der Tat wirklich so aus. Ich habe unglaublich schöne dankeschöns pms für, für Weihnachten und Silvester-Streams bekommen. Also richtig, richtig schöne Sachen, wo ich. Richtig schöne Sachen habe ich bekommen. Bei mir ist es eine Mischung aus Dizzy und Sally. Also zum Teil halt eben Leute, die sich halt wirklich bedanken wollen, was, was ich halt mit meinen Streams für die bewirke, was halt eben sehr schön zu lesen ist. Andererseits aber auch technische Supportfragen, die ich aber auch gerne beantworte die Leute wollen halt eben Ratschlag oder eine Kaufempfehlung. Klar, die gebe ich dann natürlich auch gerne. Sagt dann natürlich immer, ist meine Erfahrung oder meine Meinung, muss nicht ganz für dich zutreffen. Aber prinzipiell mache ich dann halt auch ganz gerne. Also ist so beides. Ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten 3000 Nachrichten, die du kriegen wirst, weil du damit einmal angefangen hast. Mmh, jeder wird zu dir kommen und dich fragen. <laughs> hey, so hast du dir das schon mal gekauft? Kannst du mir deine Empfehlung vergeben? <laughs> nee, kann ich nicht, tut mir leid. Ja. Wenn das so ist, dann, dann sage ich das aber auch wieder. Ich kann halt nur Empfehlungen zu dat geben, was ich halt eben kenne und äh, selber ja. benutzt habe. Genau, das mache ich jetzt auch nur noch. <laughs> aber dafür kann. ihr mach dir einfach so eine Setup-Übersicht und schick die einfach mal dahin. Mach das hab so, ich, hab ich, hab so ich. richtig impulsiv, dass wenn das aufgeht, so. <laughs> so Holy Grail und dann, okay, gut. Dann sind sie so geflasht, dass sie dich nicht mehr fragen. Ist <laughs> wirklich so. Das ist wie Hypnose so. <laughs> Hat funktioniert. So, ja, der ich... letzte Punkt auf meiner Liste ist äh, eigentlich ein alter Punkt, aber offensichtlich ist es noch nicht bei allen durchgekommen. Deswegen nutze ich diesen Moment, um das mal kurz noch mal anzumerken. Haben Rates, September wird verlängert auf, auf Februar. Weiß ich nicht. Raids ersetzen hosts in Gänze? Ersetzen. Naja, nicht in Gänze, aber aber Sie machen im Prinzip das Gleiche wie Hosts, nur dass sie die Leute äh, mit in den Chat übernehmen. Mhm. Und wenn ein Streamer slash raid und dann den Namen des Kanals mhm. reinschreibt, muss man nicht auf einen Knopf drücken, sondern man wird automatisch, wenn man in diesem Chat oder in diesem Stream drin ist, mit reingenommen und dann mit rüber Man mhm. kann einen Knopf drücken, um rauszukommen. Das kann man. Man muss aber nichts tun, sondern mittlerweile wird man mit reingenommen. Ähm, offensichtlich haben es noch nicht alle verstanden und behaupten immer noch, dass man bei Raids immer noch auf den Knopf drücken muss, um mitzukommen. Nein, mhm. das ist nicht mehr so. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ständig irgendwo offensichtlich Leute äh, Fehlinformationen erzählen. Genau, Opt-Out statt Opt-In. Wobei ja auch geil ist, erst konditionierst du die Leute drauf zu drücken und dann ja. ist das Draufdrücken genau der gegenteilige Effekt. Ey. Oh Mann, ey. Ja, aber ist doch voll gut jetzt. Äh, dann sind Raids mal wieder schön. Am besten wäre eigentlich noch, wenn sie Leute dazu zwingen, automatisch zu chatten. Nee, das, was sie in dem Moment in den Chat reinschreiben, ploppt halt dann da auf. Das ist großartig. Also, ich raide hauptsächlich nur noch. Selten, dass ich den Stream ausmache und denke, oh, okay, warte mal, ähm, wen nimmst du denn noch? Da hostest du jetzt rein, aber ansonsten raide ich nur noch, weil halt das, alle das rübergeschmissen werden. Und das ist, da freuen sich dann auch die Kleinen, ne? Das ist ja, da ist ja richtig äh, was los. Ich mag das sehr gerne. Ich find's großartig. Vergesst das immer. Wow. Entschuldigung. Wie gesagt, man kann einen Knopf drücken, wenn man es nicht möchte. Und wenn man gerade nicht da ist, naja, gut, dann. Es ist halt wie bei einem Host, nur dass man dann halt auch in dem Chat drin ist. Bei dem Host wird man auch halt in den, in den Stream geworfen. Nur eben. Nur als View. Ist nicht bei jedem so. Okay. Nee, okay. aber jetzt stelle ich mal eine Gegenfrage. Ja. Die Intention, wie es genutzt werden soll, ist klar. Aber was ist denn jetzt, wenn du wirklich halt ähm, Late-Night-Streamer bist, nachts streamst und du hast halt super viele Leute, die, die dabei einpennen. Die sind ja nun mal jetzt in deinem Channel. Die können sich ja im Gegensatz dann auch, wenn sie halt einpennen, mit Opt-out nicht wehren, weil sie halt am Pennen sind, wachen die dann wirklich in dem anderen Channel halt auf. Ja. Ob das so optimal ist, weiß ich nicht, weil, keine Ahnung. Er lässt wo den Stream laufen, während er pennt. Also ich drücke einen Knopf und dann schlafe ich ein. Super viele nutzen zum Beispiel mein Stream um dabei einzupennen. Die sind halt noch da, aber die, die pennen halt. Die aber mir ist das, mir, mir aber, ist das aber, egal, was, was dann läuft. Was, was, ich verstehe das Problem nicht. Wo ist das Problem? Dann hocke ich halt auf einmal wo drin, wo ich mir denke, so, wow, was ist das denn? Also das genau das werde Frage. okay, ich fragen. Es wäre für dich kein Problem dann irgendwo anders aufzumachen, wo du <lacht> denkst <laughs> wann dann mache ich denn da. Wie bin ich so wie du gehst halt in eine Kneipe, du trinkst dir ein bis völlig dicht und wachst morgen morgens auf und wo bin ich denn nur? Ja, ja, aber das ich ist doch bei an, einem Host nicht an anders. An <laughs> weißt du, so. aber halt, wenn nee, du schläf, nee, beim schläfst, schläfst du gehst du ja nicht in den Chat direkt rüber. Du bleibst nee, schon ja schon auf dem Kanal von von demjenigen, den du vorher geguckt hast. Ja, aber wo sind ja. also aber was ist denn der Unterschied? Also ob ich oh jetzt Gott, in dem Host dieser Slap hat schon wieder diesen fetten Jungen da gehostet. <laughs> ja, genau. Warum stehe ich denn jetzt schon wieder mit dieser bärtigen Fettkrabbe auf? Slap, das geht nicht. So so was soll das? Jedes das, Mal muss ich das, das minimieren. Hör auf zu Raiden. Ich will das nicht. So abgehen. was. Bin, das war vor drei Jahren, war da schon mal so Thema, wenn die Leute versucht haben dir zu sagen, wen du hosten sollst und wen nicht. Das ist mir. Ich hoste einfach und ich Raide einfach. Wem das nicht gefällt. Und wer dabei eingeschlafen ist, ja, dann warst du halt jetzt drei Stunden lang bei Slabby im Chat. Wenn es dir dann nicht gefällt, du wirst wach. Oh! oh, In Slabby, Wo, dann schalte ich aus. Ist, ob man da auch Leute halt wirklich dann rumreichen könnte. Also wenn man dann wirklich weiterschickt und Natürlich. raided und der der, der, der geradet wurde, wieder raidet, dann ja. kann man ja nicht. Mhm. Ja. Cool. Eine Rundfahrt durchs, durch Twitch. Also ich finde es nicht schlimm. Wenn, wenn mir was nicht gefällt, wenn ich wach werde, dann mache ich es halt aus. Ich hoffe, dass der Stream nicht tausendmal lauter... Aber das hast du beim Hosten genauso, ne? Wenn der Stream auf einmal einen so anschreit. Uh, was ist da denn los? Ich, ich werde davon nicht mal wach. Ich schlafe mit meinem Kopf auf dem Tablet. Gewöhnt euch mal einen vernünftigen Schlaf an. Ich schlafe mit meinem Kopf auf dem Tablet drauf. Ich werde davon nicht wach. Aha. Ich schlafe auf einem Kissen. Ich find, das ist wichtiger das ist ich für Das liegt daneben. Jetzt auf. Es ist doch... Du weißt für Höhenunterschied. Das ist so... Yeah, naja, so. aber ich weiß doch, wenn ich einschlafe, dann drücke ich im Knopf und dann schlafe ich. Lass das doch Dudeln. Ich schlaf so schnell nicht ein, okay? Ich musste mir noch 250 Trilliarden Schäfchen zählen, dass sie auch ja von der Weide runterkommen. Also, mir ist es total egal, ob ich da irgendwo hingehostet werde, auch in Channels, die, die ich vielleicht nicht befürworte oder so. Dann mache ich halt aus. Das ist so. Und wenn ich da jetzt zehn Stunden lang drin gesessen bin, weil ich geschlafen habe oder auf dem Klo war und vergessen habe, dass der Stream läuft, ist mir egal. Das ist so, das ist mir total egal. Also ich. Darüber habe ich Türk mir bis gerade eben. In was? manchen Channels Channel möchte ich mit meinem Namen auch nicht stehen. Ja, da musst du ja nichts schreiben. Ja, aber man ist ja in der Viewerliste. Oh, Leute, ehrlich. Oh, guck mal, da oh. hat dies zu! Oh. Nee, da bin ich zu alt für mal sowas Gedanken zu machen. um mhm. Streams, wo ich nicht geradet werde. Holst du gerade rum? Ich? Ja, ich habe die Unterlippe. Das ist mir doch scheißegal, Mann. Das solltest du ja nur wirklich wissen, dass mir das scheißegal ist. Dann sage ich denen halt, wenn sie sagen, dass du zugeguckt hast, ja, nee, sorry, tut mir leid, ich habe gepennt, dein Stream war so langweilig. Das würde ich übrigens wirklich machen. Entschuldigung. Na, jedenfalls waren das die Twitch-News. Bip, 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 Warum kommt das nicht mehr? Was? Agro? Ja, keine so. Ahnung. So. Hä? Hey? Das war der, der, das war der ICQ-Sound. Also. Oh Gott. So, Streamer. Da merkt man, ihr wart nie jung. Ihr wart <laughs> nie jung? Ja. ja. Ich weiß nicht mal mehr, wie der ICQ soundt. Ich weiß das. Aber der war so schlecht. Du still. hast dich angehört wie ein Teletubby. Dieser Chat hat's verstanden. Chat so. hat es verstanden. Wie ein Teletubby hat es angehört. Ja, ja. Ich ja. bin mit ICQ was aufgewachsen. Nie mit in Teletubby. Was für eine schlechte Stimmung, du, weil ihr nicht geradet werdet oder was? Was für eine schlechte Stimmung. Du bist du jetzt am Mimimi machen oder was? Ich? Ja. Nee. <laughs> Schon wieder unter Lippenalarm. Ja, hallo, ich habe den Clip nicht gewonnen. Ich habe gegen deinen Mann verloren. Mein Mann war in Kreativ. war der. Du warst woanders. In ich dem hab, kreativ Ich, warst ich du hab auch. den Moment des Jahres ge gemacht. Der war im IRL, da hast du gegen Phil verloren. Heul, leiser. Das nächste Mal furzt da halt lauter. Was soll ich denn jetzt sagen? Was? IRL habe ich gegen Phil verloren? Ja. Das war, glaube ja. ich, ein IRL-Moment und dann hast du gegen Phil verloren. Da war er nämlich draußen. An den Feldern, wo das Giftzeug gespritzt worden ist. <laughs> Was ist das für eine Sendung? Fantastisch. Wer war da nochmal Leiter dieser Suppentruppe? Wer hat das gemacht? Bei wem ja. muss ich mich beschweren? Ist das eine perfekte Überleitung? Ja. Das, das ist äh, meine Streamerin äh, der schön. Woche. Und ich muss zugeben, wir machen das immer am Anfang vom Stream. Das war äh, ohne den Raid. Meine Streamerin der Woche ist Falballa. Fallballer, ähm kennen wir schon von letztem Jahr. Letztes Jahr hat sie, äh, wo ich öfter mit dabei war, ähm, die, wie hießen das, äh, 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 Black Stories gemacht und äh, Fallballer versucht, äh, sich viel einfallen zu lassen. Und das, was sie jetzt da auf die Beine gestellt hat, das war wirklich großartig. Und zwar sind das die Clips des Jahres. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es, glaube ich, acht verschiedene Kategorien, in denen Clips eingeschickt worden äh, konnten und... Ähm, ja, die wurden heute vergeben. Ab heute kann man schon wieder Clips für Ende des Jahres einsenden. Also ähm, ich finde das großartig. Sie hat da mit sehr vielen Leuten im Hintergrund dran gearbeitet. Und ähm, das ist meine Streamerin der Woche. Meine Content Creatorin. Ich finde es toll. Ganz, ganz großartig. Clips des Jahres. Tolle Arbeit, Baller, Tolle Arbeit an den Hintergrund. Wirklich toll aufgezogen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Yep, Mir auch. Ja. Wir brauchen mehr solche Leute wie Falballa in ja, der deutschen Twitch-Community. Leute mit Ideen. Vision. Ja, ich mach schnell. schnell out. Als nächstes. Was? Was? wie hm? Hm. Du, ja. Ich habe YouTuber, weil ich einfach in den letzten drei Wochen mich ein bisschen ferngehalten habe von Twitch und von von allgemein allem. Hier in diesem Internet habe ich diesmal keine Streamer, sondern ich habe einen YouTube-Kanal mit zwei Jungs, die ich sehr gut finde. Das ist der erste Reaction-Kanal auf YouTube, den ich tatsächlich gut finde, weil sie sich hinsetzen, zwei Jungs, die tatsächlich in ihrem Leben nur Hip-Hop und Rap gehört haben und sich jetzt durch einen Wüsten, eine Wüste-Bibliothek der, des Heavy Metals durcharbeiten und alle Lieder, die man so eigentlich kennt als jemand, der Heavy Metal hört, ähm, zum allerersten Mal hören und ihre Reaktionen darauf ähm, teilen mit der Welt. Und das machen die so gut, dass ich mich bei manchen Liedern wirklich so sehr freue, wenn ich eine Benachrichtigung auf mein Handy bekomme, dass ich es sofort sehen muss, wie unter anderem, äh, als sie letztens One von Metallica äh, gehört haben. Ich habe direkt hier ein Video, ach, das ist der Channel Mist. Der Link geht zu einem Channel. Guckt euch das Master of Puppets Video an von von äh, den von Metallicas Master of Puppets. Das ist einfach so gut. Äh, ich ich liebe die beiden Lost in Vegas heißen die by the way und ähm ich könnte mir ihre Videos stundenlang angucken. Kann ich nur empfehlen. Das war's. Was? Achso. Äh, ja. Ähm, Hirnschluss zockt. Wo wir gerade bei YouTube waren. Eigentlich ursprünglich YouTuber. Hirnschluss zockt. Ähm, ist aber mittlerweile auch sehr auf Twitch aktiv, der Minias. Äh, ich bin jetzt zwei, seit zwei Jahren bei ihm am Lurken. Ist eigentlich bekannt für, ich sag mal... Survival-Crafting wie Empyreon, Galactic Survival, um, Seven Days to Die. Um, das Schöne bei ihm ist, er kriegt öfters auch Keys von Early-Access-Klamotten, beziehungsweise noch nicht mal Release-Klamotten. Ich glaube, player Norms, was hier gerade zu sehen ist, hat er auch ein bisschen eher gespielt. Der kommt immer an die Dinger mittlerweile dran. Und äh, man kann sich da halt eben schon ein Bild machen, wie halt die Spiele sind, die in ein, zwei Wochen halt rauskommen. Deswegen gucke ich da halt, beziehungsweise lurke ich immer ganz gerne mit. Er hat eine sehr ruhige, tiefenentspannte Art, eine tiefe, angenehme Stimme. Um, also eher so ein ruhiger Vertreter, wer halt eben Krawall oder Geschrei erwartet, ist da halt falsch. Um, deswegen hänge ich da ganz gerne im Chat rum und höre dann auch ganz gerne zu. Spiele sind in Ordnung. Meine Empfehlung geht raus. An den guten hier Sturz zockt War auch schon mal hier zu Besuch. Mhm. Sehr, sehr cooler Typ. Ja, tut mir leid, ich bin wieder derjenige Arsch, der nicht irgendwen aus der deutschen Community empfiehlt, sondern Games dann Quick. Aber einer muss es ja tun, weil die ganze Woche läuft GameStun Quick von der Sonne. Und GameStun Quick ist was Gutes. Das läuft jetzt, glaube ich, das vierte Jahr. GameStun Quick wird eine Woche lang nur Speedruns von Spielen äh, stattfinden. Und zwar rund um die Uhr, 24/7. Und äh, das Ganze für einen guten Zweck. Da wird allerhand äh, Geld zusammen gesammelt. Und nebenbei kriegt ihr da auch noch äh, Content auf die Augen. Und äh, ich persönlich. Ich finde die Quake Quick mittlerweile so großartig und äh, kann es eigentlich auch immer kaum erwarten, bis es da ist. Und wenn es dann da ist, dann ist der Schlafrhythmus voll im Arsch. Dann oh. ist wirklich äh, Feierabend, weil das wird bis in die Nacht geguckt, so lange wie es geht. Und dann es ist wirklich sehr interessant. Infamous First Light, High of auf gespielt? Oh, da muss ich weggucken. Will ich noch spielen. Ich das ist gut. Haben? Das ist besser hm. als das Originalspiel, fand ich. Richtig gut. Genieße ich die ganze Woche über. Also Sie haben gehört wie ein Werbeslogan, oder? Und dazu trinke ich ein lauwarmes Wasser. Nee, nicht lauwarm sondern Zimmertemperatur. Lauwarmes Wasser. <laughs> Eben, äh, ich habe noch was, was Gutes äh, gekriegt bei, bei, bei Twitter. Gerade hat noch jemand äh, was geschrieben. Ähm. Könnte interessant sein. Jetzt, wo ein äh, bekannter WoW-Führer bzw. der Vertreter der deutschen Community verstorben ist, soll Twitch den Kanal bestehen lassen und in Ehren halten? Da ist aber eine sehr tiefe Frage noch zum mhm. Ende. Äh, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Müsste das dann nicht automatisch äh, eigentlich ja. gelöscht werden? Außer der Rechtsnachfolger sagt: Nein, behaltet das? Derjenige, der das Recht hat zu sagen, was damit passiert, muss sagen, was damit passiert. Ich, ich kenne ihn leider nicht. Ich habe seinen Namen noch nie gehört, muss ich zugeben, und auch von ihm habe ich nie gehört. Also bin ich da komplett ähm, neutral. Und wenn, ich weiß nicht, was er ge ge gemacht hat vorher. Wenn es sich lohnt, den Kanal bestehen zu lassen, würde ich daran appellieren. Ja, aber ich weiß leider nicht, was da. Ah. Ich verstehe jetzt nicht. Der, der, der Kanal soll stehen bleiben, die Leute können dann da noch haben und das kommt dann der Familie zu. Soll dann noch was da drauf laufen oder ältere Seht Clips oder einfach? Wenn ich kurz mein meine mein zwei fertig dazu abgeben darf, ich finde diese Frage hat hier drin eigentlich nichts zu suchen, weil wir jetzt gerade ziemlich Kacke dastehen, weil wir nichts mitempfinden können bei einer Person, die gestorben ist, wo man Mitleid haben sollte. Also, also mein ich, Beileid, aber. Mein Beileid, also auch mein Beileid an der Seite unbekannterweise. Nur ich fühle mich gerade in eine Ecke gedrängt, wo ich irgendwas Nettes sagen muss. Und ich kann aber nichts Nettes sagen, weil ich. Naja, ich denke mal, die Problematik haben. ist hier auf Twitch neu, weil es vielleicht eher von Jüngeren ist, aber die Problematiken sind nicht neu, wenn ihr auf Facebook-Seiten gehst oder so. Da, da haben Leute auch Profilseiten auf Facebook, die irgendwann einfach ähm, versterben. Und die Seiten bleiben letztendlich auch bestehen, wenn es die ähm, Hinterbliebenen nicht explizit löschen lassen wollen. Warum sollte das nicht der Fall sein? Als Erinnerung. Ich meine, das Leben kann man genau wie vorher oder nachher immer noch von demjenigen auf Facebook bewundern und so eben dann auch auf der Twitch-Seite. Warum nicht? Vielleicht nur, in, wenn er gepartnert war. Ich kenne ihn, wie gesagt, auch nicht. Vielleicht entpartnern, weil der Vertragspartner nun mal halt nicht mehr da ist. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo das Problem halt sein sollte. Wie hat das Problem hat halt Facebook schon seit, seit Jahren? Also, Problem in Anführungsstrichen. Nur, dass das halt eben jetzt hier bei uns in der jüngeren Generation eben auch dann ankommt, was halt super schade ist, natürlich. Das ist ein Problem, mit dem Twitch überhaupt demnächst umgehen werden muss, weil Leute sterben immer. Ja, klar. Hier ist noch eine coole Frage zum, zum Abschluss, die würde ich gerne noch mit reinnehmen. Äh, die Frage habe ich übrigens äh, mit reingenommen, einfach nur um, um äh, diesen awkward Moment äh, zu teilen. Also bitte <laughs> wählt eure Fragen diesbezüglich. Bisschen weise, weil manchmal ist das sehr unangenehm. Ne, ich finde die eigentlich, ich, ich finde die Frage eigentlich ganz, ganz gut sogar, weil es eben um, um die, um darum geht, was, was halt jetzt passieren muss mit so einem Kanal. Wir kommen jetzt so spät, ganz am Ende, finde ich. Ja, das war gut. Ja. Wir können ja neutral damit umgehen. Also ich habe jetzt kein Problem zu sagen, ich kannte ihn nicht, also kann ich jetzt. Nicht so viel Mitgefühl zeigen wie bei jemandem, den ich halt kannte und der mir, ne? Nun gut, ähm, die, die letzte, also die ich da auch noch mit reinnehmen wollen würde, wäre, äh, habt ihr aus einem Spiel schon mal was fürs reale Leben mitgenommen? Ja, Dark Souls, Durchhaltevermögen. Hm. Das war's, dann antworte ich. Also du hast prinzipiell immer mal wieder in Spielen Quests oder, ich nenne es jetzt einfach mal Quests oder Aufgaben, die sich halt tatsächlich ähm, zumindest erinnern lassen, was halt im Leben wichtig ist, wichtig sein sollte und quasi so Reminder oder Warnfunktion halt haben. Einige, speziell jetzt wieder Xenoblade, waren halt eben drin, wo man halt eben nochmal drüber nachdenken kann. Worauf es letztendlich ankommen sollte, worauf man, was vielleicht in Vergessenheit eben gerät, an, an, ähm, an Vorsätzen beziehungsweise an Grundsätzen, dass man das jetzt tatsächlich mitnimmt. Äh, es sollte halt schon im Kern da sein, ähm, aber man wird halt immer noch mal dran erinnert, dass man jetzt, so wie, wie das sagt, dass mich irgendwas was gelehrt hat, ähm, würde ich sagen, nee. Außer tatsächlich Hand-Augen-Koordination und Reaktion, aber das war ja bestimmt jetzt nicht die Frage. Rette nie die Prinzessin. Danach will die immer und immer und immer wieder gerettet werden. So viele Dinge schon. Ich wüsste, wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Also wirklich sehr viele Dinge schon. Ruhe. Sehr, sehr viel Ruhe. Ja. Und dann im, im Verbleib, im, im Einklang durch das Spiel mit dem Stream noch mehr Ruhe und auch genauso viel böse sein und laut sein. Und auf den Punkt zu kommen. Ja, auf den Punkt zu kommen, glaube ich, habe ich auch das äh, durch, durch Computerspiele gelernt. Und ich rede jetzt nicht von auf den Punkt kommen bei Sex, sondern auf den Punkt kommen. <laughs> und nicht rumseiern und rumdödeln und. <laughs> ewig und drei Tage yappy yappy, sondern auf den Punkt kommen. Auf den Punkt. Du hast gerade ja von, ich von Ruhe gesprochen, gerade im Spiel mit Chat. Also ähm, meinst du tatsächlich, dass, dass das Spiel da dann ausschlaggebend war oder eher der Chat? Weil ich würde für mich sagen, ich bin nicht durch die Spiele ruhiger geworden, sondern eher durch den Umgang und das Lernen mit, oder der, den, der gelernte Umgang mit den Menschen im Chat dass man dadurch halt, durch die, also diese Erfahrung, die man als Team halt sammelt, deutlich ruhiger mit der Zeit halt geworden ist und besonnener geworden ist, weil man halt einfach mehr oder minder weiß, wie man mit verschiedenen Chat-Typen umgehen kann, was halt eben dann nicht mehr triggert. Das hat halt das Spiel nicht ausgelöst, weil ich spiele, sondern eher so der Umgang mit dem Chat allgemein. Nee, ruhiger durch das Spiel. Ja, das mit dem Chat, das war schon immer so. Ich banne einfach nur Leute, das mache ich schon immer. Wenn mir einer auf den Sack geht, hau ich ihn raus. Also, das war noch nie ein Problem. Wenn einer Quark schreibt, fliegt er fertig. <laughs> also, das war noch nie das Problem. Sondern einfach äh, ein, ein Ruhe durch ein Spiel. Wenn ich Beufenstein anmache, ich die Ruhe selbst so. Zum Beispiel. Oder wenn ich City Skylines anmache, okay. dann ist das für mich einfach, als wenn. Das ist wie Meditation für mich. Dann kannst du auch mal, da kann dem eine Bombe einschlagen, das würde mich nicht interessieren. Das ist einfach so, dann. Ich glaube, irgendjemand hat mal was von innere Mitte gesagt, aber ich glaube, das wäre meine innere Mitte. Und das hatte ich vorher nie wirklich. Sondern das habe ich nur, wenn ich gewisse Computerspiele spiele. Durch den, Chat habe ich durch den Chat habe ich gelernt, noch laut zu sein und zu sagen, was mir auf den Keks geht. Das habe ich durch den Chat gelernt. Das würde ich auch niemals abstellen. Also wenn das, was du machst, ruhiger zu werden, ich gehe genau in die andere Richtung. Das habe ich früher, habe ich das immer gemacht. Ich habe das immer hingenommen, mh, ja, 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 und dann so. Das ist jetzt schon nicht mehr so. Also das, was du gerade meinst, ist dein. Also du gehst quasi in die und ich gehe in die Richtung. Ja, ich will mich ja nicht aufregen. Ich will ja eine gute Zeit haben. Von daher, ich will ein Spiel spielen mit coolen Leuten im Chat, die auch Bock drauf haben. Wer halt nicht will, der kann gehen. Und ich möchte mich halt eben nicht aufregen. Früher habe ich mich häufiger darüber aufgeregt, sei es jetzt äußerlich oder innerlich. Mittlerweile ist mir das halt egal und der Rest erledigen die Mods. <laughs> Von daher alles gut. Ich liebe das. Das ist, die, das ist wie. Ähm, wie hast du das letztens gesagt, Sleppy, zu äh, Köln? Oder wie was, was? Was habe ich gesagt? Äh, als mit, mit Köln, als mir die Hutschnur geplatzt ist. Wie, wie ist das Wort, was du suchst, gesagt hast? Ich weiß, ich weiß es leider gerade nicht. Komm auch nicht da drauf. In, Im Englischen wäre es halt abrenten. Also renten. Mhm. Ich, also ich finde es, mittlerweile gucke ich mir sowas echt gerne an. Mach das auch gerne. Wobei ich das äh, nicht böse meine, aber es ist halt witzig so. Finde ich. Dann kannst du das halt auch witzig dem Chat vermitteln, in irgendeiner Form. so. Das habe ich auch gelernt durch den Chat. Also dadurch, dass bei mir sehr viele erwachsene Leute sind. Habe ich irgendwann zum Beispiel, also jetzt, das, könnte, das wäre zum Beispiel auch interessant, was habt ihr von eurem Chat gelernt? Weil ich habe unglaublich viel von meinem Chat gelernt. Zum Beispiel habe ich von meinem Chat gelernt, sage immer das, was du denkst und nehme dich nicht zurück. Auch wenn du vielleicht einen verlierst, dadurch gewinnst du fünf mehr. Indem du einfach, wenn dir wirklich einer sagt, kannst du einfach deine Schnauze halten und verpiss dich so. Also das habe ich früher, habe mir das immer zurückgehalten und habe das immer so klangheimlich meine Mods machen lassen, weil ich mir, ah, oh nee, das kannst du jetzt nicht machen, dann gehen die alle weg und denken, du bist ein Arsch, so. Oh. Und das ist eine, glaube ich, der wichtigsten Lektion, die ich von meinem Chat gelernt habe, von erwachsenen Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Gut, die haben mir zweimal gesagt, sag das ein bisschen verblümter. Das hat nicht ganz funktioniert, <laughs> aber, ne? Ja. Was, was habt ihr vom Chat gelernt? Gleiches, was du letztendlich gesagt hast, ähm, was bei mir aber mehr auf, auf die Gamewahl halt ähm, bezogen ist. Der Chat hat Spaß, wenn ich Spaß am Spiel habe. Das heißt, wenn ich quasi ne, bildlich gesprochen als Kind einen Weihnachtsbaum sehe, funkelnde Augen im Spiel habe und Spaß habe, hat der Chat, der Chat Spaß. Wenn man nicht Spaß macht, soll ich aufhören und mich nicht einfach durchzwängen. Das haben wir halt ein, zwei Mal probiert, das hat halt nicht gut geklappt, da habe ich den Chat halt nicht unterhalten können, weil ich halt salty war, mich, mich das Game nicht gebockt hat, ähm, Ergo aus, weg, nächstes Spiel was halt Spaß macht und eine gute Zeit haben. Und dann haben die Leute da am meisten Spaß. Und dann hat er eben der Chat halt eben gesagt, ja, tu dir ja doch nicht an, du musst dir nichts beweisen. Ähm, spiel halt einfach worauf du Bock hast. Na, Slebi? Hm. Na? Na, was? Wolltest du nicht erzählen, was du gelernt hast? Hab ich doch schon. Achso. Ich äh, Ach, das habe ich. Ja, war aber von es. deinem Chat. Von meinem von deinem Chat? Chat. Ja, was, ja, die Frage ist jetzt, was hast du von deinem Chat gelernt? So. Das geht, geht immer noch um, um Spiele. Nee, 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 nee. Was habe ich von meinem Chat gelernt? Menschen nicht so ernst zu nehmen. <laughs> On point. <laughs> also, äh, dass Menschen viel Mist erzählen und man einfach sie erzählen lassen sollte. Und dann trifft man eigentlich meistens die guten Seiten des Chats. Also, ähm, jemand, der neu reinkommt und sofort Müll schreibt. Okay, es gibt natürlich übertriebenen Müll, aber manche Leute kommen rein und machen erstmal ein schlechtes Bild von sich und dem ersten Eindruck nicht zu vertrauen. So. Die größten Trolle können gerade irgendwie einen schlechten Tag haben und am nächsten Tag sind sie plötzlich die liebsten Menschen der Welt und, ähm, wie ja, viele hast du davon? Die kannst du an einer Hand abzählen. Ja, natürlich. Mhm. Die kannst du an einer Hand abzählen. Aber ich sage sag ja nicht, dass das alle alle, ähm, übertreib, die, alle die übertreiben dann bleiben sollen, sondern es gibt halt Leute, die, bei denen denkt man, oh, okay, der, der ist irgendwie nervig. Das meine ich. Ja, die guten bei, Trolls werden Mods und die schlechten werden gebannt. Ja, genau. So sieht's aus. <laughs> Einfache Regel. Ich weiß gerade gar nicht, was ich, was ich, ich, ich glaube, es ist ein ständiges Lernen, miteinander, miteinander umzugehen. Das ist, ähm, ich könnte jetzt nichts, ich glaube, ich bin ähm, verständnisvoller für viele Sachen geworden. Ähm, vieles, womit ich mich früher vielleicht nicht auseinandergesetzt habe und wo ich früher nicht so den, den Kopf für hatte, da habe ich äh, heute mehr Verständnis. Ich kann mich besser in Menschen hinein oder versuche es, mich in Menschen hinein zu versetzen. Um, ansonsten ist es ein ständiges Miteinander. Also ich glaube, wir lernen alle voneinander, miteinander. Ich kann da gar nicht so einzeln. Ja. Also eine Sache ist ganz wichtig. Und das ist, schließt niemals euer ganzes Setup an eine Steckdose, okay? Das ist das A und O und das ist fast mit die wichtigste Regel. Und wenn ihr was ändert, ändert nicht vier Sachen gleichzeitig, sondern schließt erst die Hardware an, dann wechselt von OBS zu OBS-Studio und dann eventuell kommt noch das und das dazu. Macht nicht alles am selben Tag und dann sitzt ihr da, es funktioniert nicht mehr. Woran könnte es liegen? Ha, ich habe heute so viel geändert. Es könnte jetzt, macht das nicht. Peu à peu. Schaut, ob es läuft. Du bist so doof. Was denn? Ich? Warum gibst du denn jetzt einen ernsten Tipp? Das ist ein ernster Tipp. Die Steckdose aber nicht. Ach so. Oh! Mann, Sali, kennst du denn das Steckdosenspiel doch nicht? Doch, ich bin mit einem Elektriker verheiratet, der hat's <laughs> erfunden. Ich kenne das ziemlich gut. Wir sind Profi darin. <laughs> Den finde ich sehr gut. Wir könnten fast das als abschließende Worte nehmen. Oh Slepp, du hast heute die Schlussworte. Das weißt ja. Du kennst dich ja schon aus. Ja, 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 ja. ja. Kriegen wir hin. Wenn ihr Schrank holt, ist eben. erst äh, eben. Alles gut. Alles ich nehme die, nehm die ersten abschließenden Worte. Ähm, Leute, vielen Dank, dass ihr vorbeigeguckt habt. Es äh, bretze wird, dass wir umgezogen sind, weil man liest immer zwischendurch noch, ach oh Gott, was hier, noch ein eigener Channel. Boah. Sagt euren Freunden, eurer Familie, euren Hamster, eure Omi. Schlange, eure Oma, eure Tante, eurem Onkel. Falls ihr eine russische Familie habt, auch die ganzen anderen Leute, die immer am Tisch sitzen. Wo man nicht weiß, aber Alexei und Sascha, die sind... Äh, das ist wirklich krass. In Russland heißen viele Alex und Sascha. Ich mag Russen, habe eine russische Stiefmutter. Aber Sascha also ist Alex. Ja. Alexander. Ja? Sascha. Sascha ist Alexander, ja. 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 Okay, ich... ich Checkt das nie. Auf jeden Fall vielen Dank an die Regie. <laughs> vielen Dank an alle Leute, die hinter der Kamera gearbeitet haben. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Also feuerfrei, plankenschnack oder auf dem Twitch-Channel, äh, auf dem Twitch-Server im, im Channel. Immer raus damit. Ansonsten, Markus, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass du heute nicht in 4K 60 FPS da warst. <laughs> hatte ich auch war nicht. Auch, zum Kotzen. Also Verdammt. das Produkt war definitiv richtig von Arsch heute. Aber trotzdem, das Gesagte war toll. Also, der Content war gut. Und bitte gewöhnen dir an, endlich mal in der PC-Industrie anzurufen, dass wir nicht nur Konsolenspiele haben. Ich, ja, komm, ich habe da ein Leid für dich ausgepackt. Also, bitte. <lacht> <lacht> Vom Hören sagen! Ich konnte es leider nicht bestätigen. Ja, 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 ja. Aber wenn es da ist, dann war es äh, ein Safe Call. Ihr wundervollen Menschen da draußen, danke, dass ihr gesubbt habt. Danke, dass ihr gefollowt habt. Das müssen wir jetzt auch sagen, auch wenn wir keine Alerts haben. Großartig. Ich bin raus. Love your long times, Internet. Ihr seid hübsche Menschen. Wir sehen uns später. In zwei Wochen spätestens wieder hier. Danke schön für den wundervollen Stream, Sless. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich heute allgemein sehr auf den Spoiler Alert gefreut. Ähm, es war schön. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Danke für alles. Danke an die Regie, die wirklich tolle Arbeit macht. Und an alle anderen, die im Hintergrund arbeiten. So dass wir den Plankenschnack-Kanal wirklich so, so darstellen und so gestalten können, wie er eben gerade ist. Dankeschön an die Subs und an die Hosts und ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr denn wollt. Von mir auch vielen lieben Dank fürs Zuschauen heute. Äh, schön, dass es so gut klappt mit, mit diesem Plankenschnack auf seinem eigenen Kanal. Auch von mir natürlich danke für die Hosts, Subs, Follows und. Was auch sonst so alles reinkam, ähm, danke schön. Danke für alle, die hinter der Kamera arbeiten, die vor der Kamera arbeiten. Danke auch an eure Omis und ähm, bis in zwei Wochen. Ja, danke, wurde ja schon gesagt. Finde ich interessant, dass wir doch mit so wenig Spielen. Wie gesagt, sorry, der Januar hat halt nicht mehr bereitgehalten, weil so viel verschoben wurde. Bin gespannt, was passiert, wenn mal irgendwann viele gute Spiele in einem Monat kommen. Wie lange die? schnacks dann werden, wenn wir schon ohne große Spiele so lange schaffen. Uf, ey, aber vielleicht war für den einen oder anderen was dabei. Mein Highlight tatsächlich im Januar. Ich freue mich auf euch drei auf der Dreamhack. Ich hoffe, ihr euch draußen Zuschauer auch auf der Dreamhack zu sehen. Das war uns da halt eben noch mal wie auf der Gamescom eventuell halt eben beschnüffeln, ein bisschen anwogeln können. Das würde mich freuen. Von wer, daher sage ich, wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich in Leipzig am 26. ist es, ne? Fängt an. Cool. Wochenende und äh, danach vielleicht in Monster Hunter in anderen Streams. Ich sag, schönen Abend, gute Start in die Woche. Bis spätestens zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Achso, und Slappy nimmt die Patsche Hand hoch. <laughs> <Winke Speck. lacht> Tschüss!